You're incredible! Yes! We know each other. He's a friend from work. Der Kinocast. Willkommen hier zur Jahresendausgabe vom Kinocast. Meine Wenigkeit ist der Erik und ich begrüße unser Hauptstadtstudio. Wir rufen Berlin. Hallo Luise. Hallo Erik, Hallöchen. Na, alles klar in Berlin? Alles wunderbar. Weihnachtsstress vorbei, jetzt noch ein paar Tage und dann ab ins neue Jahr. Habt ihr die Berliner Mauern jetzt um die Weihnachtsmärkte aufgebaut oder wie? Ey, es ging. Ich war auch gerade noch auf dem Weihnachtsmarkt, auf dem schönen Gendarmenmarkt und es ist so nach Weihnachten dann doch sehr, sehr schön, weil überhaupt nicht voll und man kann sich dann doch mal Sachen in Ruhe angucken und ja, also empfehlenswert. Nach Weihnachten auf dem Weihnachtsmarkt, einfach top. Okay. Ja, hier habe ich das bei manchen Weihnachtsmärkten, da haben sie wirklich diese Betonpoller einfach so gelassen, wie sie sind. Ja, so wie irgendwelche Wellenbrecher da. Haben sie vielleicht noch, wenn sie ganz mutig waren, haben sie so irgendwie eine gelb-schwarze Markierung oder eine weiß-rote Markierung dran gemacht, ne? Ach hey, und dann lassen sie es einfach stehen. Aber in manchen Städten haben sie ja richtig schön da irgendwie dekoriert mit Mützen drüber und so, ne? Ja, stimmt. Das hatte ich am Alexanderplatz. Da war ich auf dem einen am Roten Rathaus. Das war sehr schön. Und wie gesagt, jetzt Gendarmenmarkt, aber schön Taschenkontrolle. Also das haben sie eingeführt, aber ja, es geht auch alles. Ja, genau. Aber wollen wir jetzt nicht davon reden, sondern wir wollen ja eigentlich zurückblicken auf das vergangene Kinojahr und nicht nur die Filme, die uns vielleicht im Kino bewegt haben, sondern was wir vielleicht sonst auch so geschaut haben. Und um da ein bisschen Anhaltspunkt zu haben, gehen wir einfach mal so die Top 30 Kinoerfolge erstmal durch, was wir davon überhaupt gesehen haben, weil ja, wir gehen ja vielleicht auch nicht unbedingt in alle Filme jetzt rein, die nun unbedingt nur so Top 10 Chart-Erfolge sind, sondern wir gucken dann eher die Sachen, die uns interessieren. Und wir hatten ja auch unsere geschätzten Hörer gefragt, was ihr gesehen habt von diesen Top 30 Kinoerfolgen. Da können wir auch mal ein bisschen gucken, wie sich das so bei unseren Hörern verteilt. Da schlägt natürlich ein Film schlägt da gnadenlos durch. Das ist der neue Star Wars Film. Überraschung. Die meisten gesehen. Ja, oder haben vielleicht die meisten mitgemacht bei unserer kleinen Umfrage, die mal so spontan gelaufen ist. Ja, kann natürlich auch sein. Gucken wir mal rein in die Top 30. Auf Platz 30 hier in Deutschland ist ein Film, der ist am 6.7. in die Kinos gekommen. Das Pubertier. Da gibt es ja ein sehr bekanntes Buch und da hatte mir der auch von Konstantin Film von dem Film erzählt, dass er sich da wohl große Hoffnung drauf macht. Und ich sag mal, Platz 30 in Deutschland, wenn man sieht, was da noch so dahinter ist, also zum Beispiel John Wick oder Paddington 2 oder sowas oder Wonder Woman selbst oder Planet der Affen Survival, ist es doch, denke ich mal, ganz gut, oder? Absoluter Erfolg. Und ich weiß ja nicht, wie ist es denn bei dir zu Hause? Hast du auch schon ein Pubertier? Ah, frage nicht, ey. Es ist ja, also es ist zwar jetzt noch nicht, wahrscheinlich noch nicht, also bei Weiden noch nicht die... Ist noch nicht der Höhepunkt erreicht. Ja, die Talsohle, wie man es nennen will. Also, aber da deutet sich schon einiges an. Also da werden wir noch sehr viel Spaß haben. Ich habe den Film nicht gesehen und das Buch auch nicht gelesen. Hast du davon irgendwas? Nee, ich habe beides, also weder gelesen noch gesehen, aber Leander Hausmann spricht ja eigentlich für sich und ich denke mal so, deutscher Film und Platz 30 in den Charts, so schlecht kann er nicht gewesen sein und ist vielleicht dann für dich dann demnächst dann ein bisschen Anschauungsmaterial. Ja, wird ja vielleicht dann irgendwann mal auf Sky laufen und dann werde ich mir den mal geben. Ja, mit Jan-Josef Liefers, Heike Makatsch, Detlef Buck wieder mit dabei, Mensch. Auch nicht schlecht. 883.096 Besucher in den deutschen Kinos. Nicht schlecht. Da der schon raus ist aus den Kinos, kann da auch nicht mehr viel passieren. Genauso wie bei Platz 29. Den habe ich gesehen. The Lego Batman. Habe ich auch gesehen. The Lego Batman Movie. Da habe ich sogar die Kate und den Chris mit reingeschleift. Da habe ich gesagt, hier, jetzt lasst euch mal nicht von dem Thema Lego und so zu sehr abschrecken. Und dann, ja, meine Kids waren mit und ja, da waren wir direkt drin, weil die Kate und Chris, die mögen ja so Superheldenfilme und habe ich gesagt, jetzt lasst euch mal nicht von dem Thema Lego zu sehr ablenken, der ist echt lustig und gut und ich glaube, die fanden den auch ganz lustig, sie wollen es zwar nicht so richtig zugeben.
Das kann man schon zugeben. Also für mich war es der beste Batman-Film, den wir seit langem im Kino hatten. Also es ist wirklich super. Das einzige Manko, was ich halt fand, das war, dass Gronkh, dieser YouTube-Typ, der hat halt den Joker synchronisiert. Das fand ich jetzt halt nicht so geil, wenn man halt, ich weiß gar nicht, war es nicht Mark Hamill, der im Original gesprochen hat? Und das ist dann schon ein Unterschied, Mark Hamill und Gronkh, aber sonst ein super Film, bester Batman-Film seit Jahren. Gronkh, naja. Meine Tochter ist eigentlich ja wegen Gronkh auch mit rein. Also eigentlich wollte ja der Kleine sowieso rein in den Film, aber meine Tochter habe ich dann damit gekriegt, dass da auch ein paar YouTuber synchronisieren und ja. Das ist jetzt so die Generation. Ja, ich meine, Gronkh ist jetzt auch nicht der schlechteste YouTuber, muss man sagen. Also da gibt's. Das nicht, aber er ist halt auch kein Joker. Ja, stimmt. Er ist auch kein Synchronsprecher. Denn das ist ja ein richtiges Handwerk und das muss ja richtig gelernt werden und da kann man ja einiges verkehrt machen. Und naja. Aber trotzdem sehr, sehr unterhaltsamer Film mit vielen, vielen Witzen. Der läuft mittlerweile bei uns auch immer mal auf Blu-ray durch. Und ja, kann man empfehlen. Darsteller übrigens steht hier, Bruce Wayne, Joker, Barbara Gordon, Alfred Superman. War auch schön, dass sie waren alle dabei. Irgendwie. Selbst Doctor Who-Fans kommen auf ihre Kosten. Ich will mal nicht zu viel sagen. Das stimmt. Und ja, mal gucken, wo der eigentlich... wir haben parallel noch die US-amerikanische Top 30 offen. Da ist auf Platz 30 die Verlegerin. Der startet ja bei uns noch. Ja, von Steven Spielberg mit Meryl Streep und Tom Hanks. Auf Platz 29 ist dort Schneemann, aber da kommen wir vielleicht noch dazu. Mal gucken. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, der ist bei uns sehr gefloppt. Ja, habe ich gesehen. Fand ich gar nicht mal so schlecht. War okay, war jetzt nicht so. Ich fand die richtigen skandinavischen Thriller, wenn auch Skandinavier dort mitspielen, die fand ich irgendwie ziemlich gut. Aber hier, es war irgendwie so ein Hollywood gewaschenes skandinavischer Thriller irgendwie. So ungefähr wie das US-Remake von Die Brücke. Ja, stimmt. Das ist halt nicht mehr dasselbe irgendwie. Ja. Ja, aber naja, gut. Aber ich glaube, der nächste Film in unseren Charts, das ist was für dich. Also ich glaube, das ist der meist erwartete Film von dir in diesem Jahr, oder? Oh, der meist gefürchtetste Film, kann man fast sagen. Also nennt sich ja Blade Runner 2049. Und ich habe ja seitdem, also das geisterte ja schon seit, weiß nicht, bestimmt Jahrzehnten, geisterte da irgendwie durch die Blogosphäre und damals noch durch Foren und News-Server damals und Alt-Fan Blade Runner und so, wer das noch kennt, geisterte da das Gerücht, es kommt ein Teil 2 oder so. Und es gibt ja auch diverse Bücher, ich habe auch die Bücher gelesen und ja, ich habe halt immer gedacht, na, es wird nicht so gut, wenn da ein neuer Film kommt oder ein weiterer Film. Und der ist aber doch ziemlich gut geworden, finde ich. Und die Leute, die den kritisiert haben, den Film, die haben halt das Original nicht so geliebt, wie die ihn gut finden. Weil wer das Original liebt, wer sich da richtig gut reinversetzen kann und wer da versucht, Kleinigkeiten zu entdecken, der hat mit dem Neuen absoluten Spaß. Und wer halt jetzt nur in den Neuen reingeht, ja, weil er sagt, ja, mal gucken oder so. Da gab es ja jetzt bei uns in der Gruppe, gab es auch einige, die den Alten gar nicht kannten. Für die ist das natürlich ein überlanges, langweiliges etwas, ein Gebilde, was man nicht versteht, wo Leute irgendwie komische Sachen machen. Und ja, also ich verstehe vollkommen, wenn ihr nicht gut findet. Und ich verstehe aber auch die wie ich, das Ding einfach total abfeiern. Und man kann einfach, ich habe ja hier für unseren Weihnachtskalender versuche ich ja immer so Screenshots. Man kann bei dem Film, also ich hatte jetzt keine, es gibt ja leider noch nicht irgendwie Blu-ray oder so. Ich habe da diverses Footage hier auf YouTube, gibt es da so Making-ofs, wo so Bilder. Man kann in keinem Moment irgendeinen Screenshot erstellen, ohne dass man nicht sofort erkennt, dass es aus Blade Runner ist. Weil einfach die Bildsprache so für sich spricht und ich meine, hey, Denis Villeneuve, also was der so abliefert, also das ist ja echt der Hammer. Aber ich glaube, der Original Blade Runner, der war ja damals auch nicht wirklich ein Erfolg. Der war da auch eigentlich ein totaler Flop und ist dann erst später diesen Kultstatus erreicht, halt dann auf VHS, DVD, Director's Cut und was weiß ich, wie viele Schnittfassungen es gab. Und hat sich ja, glaube ich, dann wirklich so erst später zu dem Film entwickelt, der er heute ist. Und vielleicht passiert das dann mit 2049 ja ähnlich. Naja, bei dem Original Blade Runner, das stimmt, der war im Kino kein Erfolg.
Und da gab es auch während der Produktion schon diverse Themen. Deswegen kommt ja auch am Anfang hier dieses Sir Run Run Shaw produziert und so. Also das sind irgendwelche reichen Thailänder, die sie dann aufgetrieben haben, die dann irgendwie noch Geld reingeschmissen haben. Und der Film, der stand unter keinem guten Vorzeichen, als er damals rauskam, also entwickelt wurde. Und es hat dann auch keiner mehr so richtig dran geglaubt. Und der hat Kultstatus erlangt schon in seiner ursprünglichen Fassung. Und dieser Director's Cut, der kam ja erst Anfang der 90er. Also da war der Film eigentlich schon in Fankreisen war der schon richtig Kult. Also ich habe mich da auch in diversen Newsforen. Und dann ging es natürlich los. Oh, Director's Cut, um Gottes Willen, wie kann man? Also, oh. Und dann fanden plötzlich alle den Director's Cut gut. Und ich war aber immer noch derjenige, der gesagt hat, ich mag eigentlich das im Original, diese Off-Synchronisation, die, wenn Harrison Ford überhaupt erstmal erklärt, worum es in der Welt geht, weil das eigentlich eine gute Einführung ist. Hm. Naja, aber ja, toller Film. Aber wer das Original nicht gesehen hat und wenn man jetzt das Original neu schaut, ich kenne da auch jemanden, die Steff, die auch immer mal bei uns kommentiert, der hatte ich mal meine Blu-ray zugeschickt und die hat dann das Original geschaut. Ich glaube, wenn man den jetzt neu schaut, kann man nicht mehr so viel damit anfangen. Das war halt damals alles, wow. Man saß da irgendwo, die anderen Welten, die es so gab, die man so gesehen hat in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen, die waren halt entweder so, ja mal, kindlich wie Star Wars oder so, jetzt ohne das abwertend zu meinen, ja, aber es war halt nicht so ernsthaft. Oder es gab halt dann solche Sachen wie Alien, die wirklich eher so düster und dramatisch waren, aber jetzt einfach so eine Welt wie unsere, einfach mal so in ein paar Jahrzehnten zu sehen, die völlig übervölkert ist und wo die Architektur auch noch so durchschimmert von heute und totaler Mischmasch entstanden ist aus diesen Kulturen. Das, was teilweise ja jetzt auch in größeren Städten, irgendwie Tokio oder sowas, ist ja auch ein riesen Neon-Wirrwarr oder auch in größeren amerikanischen Städten. Das war halt schon bahnbrechend. Aber ich will jetzt nicht so sehr über Blade Runner sprechen, wir müssen ja noch weiterkommen hier. Haben wir noch einiges vor. Ja, Ryan Gosling. Ich meine, ich hätte mir die Rolle von Harrison Ford schon noch ein bisschen, ja, anders gewünscht vielleicht. Und da hatte zwischendrin vielleicht auch ein paar Szenen, die man vielleicht hätte anders machen können. Aber ansonsten extrem bildgewaltig. Ich bin froh, dass ich den im Kino in Dolby Atmos gesehen habe. Also der Ton ist auch der absolute Hammer. Wobei da aber Denis Villeneuve wahrscheinlich noch die Töne aus Arrival ein bisschen in Erinnerung hatte. Ich wollte gerade sagen, gerade bei Villeneuve hast du doch sowieso immer einen bombastischen Score und Sound und überhaupt. Wobei aber ja, der das für Arrival gemacht hat, der da auch Oscar nominiert war, der ist ja hier ausgestiegen und dann hat ja der, wie heißt der andere hier übernommen gehabt, den Score und hat Hans quasi, warte mal, vielleicht sogar doch irgendwie, jetzt muss ich mal ganz kurz nachschauen. Weil dieses so ein Brummen und dieses ist ja eigentlich jetzt so typisch Hans Zimmer, was er in den letzten Film gemacht hat von Christopher Nolan. Genau, Hans Zimmer und Benjamin Wallfisch. Ja, na dann passt es. Die haben hier den Soundtrack, die stehen zumindest auf der CD hier als Komponisten. Aber der von Arrival hatte ursprünglich begonnen gehabt mit dem Soundtrack, hatte ich irgendwo gelesen. Oder in irgendeinem Making-of gesehen, weiß gar nicht mehr. Ja, in den USA ist der auch Platz 28 der Kinocharts. Und jetzt muss ich doch mal, weil das macht mir jetzt gerade ein bisschen Sorgen, Platz 28 nur, in den USA auch. Na darum, der war auch in den USA nicht so der Riesenerfolg. Jetzt gucke ich doch mal, wie der so vom Einspielergebnis her gelaufen ist und so weiter. Weltweit 258 Millionen und gekostet hat er 150. Na, das ist schon, ja, gut. Aber es wird bestimmt ein Heimkinoerfolg, weil viele kaufen den. Ich habe mir den auch schon vorbestellt. Ich sag doch, der wird dann wieder auf dem DVD-Blu-ray-Markt. Da startet er dann nochmal richtig durch. Okay, Platz 27. Da ist ein Film, den wollte ich eigentlich noch gucken, weil der läuft jetzt gerade auf Sky. Ist im Kino schon durch. Nämlich Plötzlich Papa. Und hast du den gesehen? Nicht gesehen. Ist auch Kinostart, war auch Anfang Januar, also wirklich, ja, der ist schon richtig alt. Läuft er schon, ach, total alt. Ja, hallo, ja. Das ist schon fast ein Jahr. Ey. Aber am Startwochenende immerhin 178.000 und der spielt Omar Sy eine Hauptrolle, der von Ziemlich beste Freunde, der da den Helfer gespielt hat, den Krankenpfleger. Und ja, er
ja, es wird halt plötzlich Papa, um sozusagen, also plötzlich taucht bei ihm irgendwie eine junge Frau auf, die sagt, hier, das ist dein Kind und so, kümmere dich mal, weil sie irgendwo was zu erledigen hat und dann muss er sich da um das quirlige Mädchen kümmern. Sah ziemlich süß aus, der Film, deswegen wollte ich den auch mal gucken. Aber 967.000 Besucher in den deutschen Kinos können sich ja eigentlich nicht irren. Also französische Komödien sowieso in den USA. Guck ich mal, da ist der Film natürlich nicht vertreten. Ich würde sagen, da wird er doch gar nicht einen richtigen Start bekommen haben. Französische Komödien in den USA, dann schwierig. Synchronisiert vielleicht noch oder so. In den USA ist auf Platz 27 ist Lady Bird von Greta Gerwig mit Saoirse Ronan. Der ist da irgendwie, soll doch bei den Oscars demnächst mit eine Rolle spielen, habe ich irgendwie gehört. Stimmt, stimmt. Könnte nominiert werden. Ja. Platz. So. Jetzt kommen wir langsam in die Millionen Besucher in Deutschland. Nämlich Platz 26, Spider-Man Homecoming. Teil 1 steht hier sogar noch. Gibt es anscheinend noch. Teil 1? Hm. Ja. Also habe ich gesehen ich und auch. Fand ich super, auch wenn es das Reboot vom Reboot vom Reboot war. Aber ja, ich mag den neuen Spider-Man mit Tom Holland. Man hatte ihn ja schon in dem Captain America-Film gesehen, Civil War. Da hat er ja einen kurzen Auftritt gehabt. Und jetzt so, der neue Spider-Man ist irgendwie, ja, ich finde es besser als den von Andrew Garfield und hoffe, dass das Franchise jetzt vielleicht sich doch nochmal richtig entwickelt, jetzt wo sie halt auch bei Marvel sind und nicht mehr so festhängen da bei Sony. Und ich mochte auch sehr Michael Keaton als ja, Antagonist. Michael Keaton ist sowieso immer cool. Ich weiß nicht. Ja, sowieso. Der war so cool bei Jackie Brown irgendwie. Ach, der ist immer cool. Beetlejuice, hallo? Ja, der ist ja schon ein bisschen älter. Ja, Jackie aber, Brown ist auch schon 20 Jahre alt. Also Spider-Man Homecoming habe ich ja auch, wie habe ich den geguckt? Weiß gar nicht mehr. Ich hatte die Blu-ray liegen, genau, ewig Zeiten. Und ja, ich fand da halt auch das Coole, dass er auch Szenen nochmal aus einer anderen Perspektive von diesem Civil War Film gezeigt hat, wo man irgendwie so Zusatzinformationen bekommen hat, die man bis dahin nicht wusste. Und natürlich auch Robert Downey Jr., der sich so ein bisschen als väterlicher Freund ihm annimmt und so. Und das fand genau. Ich auch so alles so ein bisschen augenzwinkernd, der Film. Also nimmt sich nicht ganz so ernst selbst, macht doch wirklich mal so eine Highschool-Geschichte da draus, wo sich halt dann plötzlich niemand bei ihm meldet und ja. Fand ich schon extrem cool. Naja, weil Spider-Man ist ja auch halt wirklich dieser 15-, 16-jährige Typ, der halt einfach noch seine Highschool-Sorgen hat und halt dieses ganze Coming-of-Age. Und dann muss er aber auf einmal Marvel-Superheld sein. Und eigentlich ist er ja nur großer Fan von Iron Man und Thor und Hulk und wie sie alle heißen. Und dann ist er auf einmal einer von ihnen. Und das ist halt schon witzig, das halt mit anzusehen, wie er damit umgeht. Definitiv, ja. In den USA auf Platz 26 ist ein Film namens Christmas Inheritance. Ja. Mhm. Auch noch nicht gehört. Noch nie davon gehört. Mit Eliza Taylor, Jake Lacy und Andy McDowell. Wahrscheinlich irgend so ein Weihnachtsfilm, der da jetzt lief. Romance steht auch hier als Kategorie. Ja, eine Rom-Com. 5,6 von 10, also pff. Okay. Von Netflix produziert, werden wir wahrscheinlich dann so im Frühjahr dann bei uns auf Netflix sehen können. Schön Weihnachtsfilm. Ja. Genau, so wie die Leute, die auf Pro7 oder auf anderen normalen Sendern, in Anführungszeichen, irgendwelche Fernsehserien gucken, wenn dann im Sommer plötzlich die Winterfolgen kommen und sowas. Ja, stimmt. Die Weihnachtsfolgen oder dann so die Thanksgiving-Folge dann irgendwie so im Juni. Ich meine, früher, keine Ahnung, so vor 10 Jahren war das ja noch normal, wenn man noch so unterschiedliche Release hatte. Aber jetzt, im Zeitalter, wo die ganzen Sachen gleichzeitig starten, ist das schon merkwürdig. Ja, ich habe gerade mal hier in unsere kleine Umfrage reingeschaut, wo sich die Hörer beteiligen konnten. Da haben auch sehr viele Blade Runner 2049 mit bei ihren Lieblingsfilmen hingeschrieben. Ach, siehst du. Ja? Ach, Erik, du hast doch die ganze Zeit abgestimmt. Das ist doch gar nicht die Umfrage. Nee, das ist nicht meins. Der Hörer. Ich habe gar nicht mitgemacht da. Aber ich sehe hier bei den Enttäuschungen sind sich auch eigentlich ziemlich viele einig. Da ist auch ein Film dabei, den ich auch bei meinen Enttäuschungen dabei habe, aber dazu später mehr. Ein bisschen Anti-Son hier. Wir machen erstmal Platz 25. Kingsman, The Golden Circle. Habe ich gesehen. Du auch? Habe ich gesehen. Ich habe den ersten natürlich auch gesehen und ja, war ein bisschen enttäuscht. Also war vielleicht ein bisschen überspielt, das Ganze. Ja. Fand ich auch, war okay, aber war jetzt nicht so der
im ersten Teil war irgendwie alles noch relativ neu und erfrischend irgendwie. Und ja, die Idee war halt so, wie diese halt so da war. Und das, ach, das hatte mir alles nicht gefallen im Golden Circle, weiß auch nicht. Ja, aber hat diese Woche aktuell sogar noch 420 Besucher dazu bekommen. Was? Also wahrscheinlich läuft er noch in irgendeinem Kino oder so. Vielleicht in einem Saal, wo dann irgendwie mal so, müsste ich gut rechnen können. Unser Mathematiklehrer ist leider nicht da heute. Wie viel da drin sitzen pro Vorstellung, aber naja. Platz 24 ist Logan the Wolverine. Da kannst du bestimmt was zu sagen, oder? Ja, ganz, ganz großartiger Film. Es ist zu einem meiner Lieblings-X-Men-Filme in diesem ganzen Franchise geworden. Und ich hätte halt nie im Leben gedacht, dass diese Wolverine-Reihe, die ja noch ein bisschen losgelöst ist von diesem ganzen X-Men-Zeug mit den zwei Solo-Filmen, die er ja schon erhalten hat, dass er halt mit diesem The Wolverine Logan wirklich nochmal die Kurve kriegt und einen der erwachsensten Superheldenfilme überhaupt und den besten X-Men hervorbringt. Also das ist ein ganz, ganz toller Film und so dunkel und brutal, aber halt auch ganz, ganz viel Gefühl und ja, Wahnsinn. Also es ist für mich, kann ich ja vielleicht schon vorwegnehmen, auf jeden Fall einer der besten Filme des Jahres. Oh, okay. Also gut, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich habe ihn auch gesehen. Mein James Mangold, ja, hat das schon ziemlich gut umgesetzt und ich frage mich aber halt auch, ich bin jetzt nicht so ein Superhelden-Fan oder sowas, du bist da vielleicht eher so noch in der Materie drin. Will man das sehen so oder will man eher die Helden so als strahlende Helden, die gegen irgendwelche bösen Mächte kämpfen oder so, oder will man sie als gebrochene Helden sehen? Gibt es da nicht lieber andere Filme dafür? Ja, na gut, es gibt ja auch halt wirklich diesen Comic Old Man Logan, der das ja auch schon ein bisschen so thematisiert und ihn halt auch in die Richtung charakterisiert. Und ich fand es, also in der Darstellung fand ich das schon gut und halt auch, wie das mit den X-Men weitergeht, wie das dann halt, ich weiß gar nicht wie viel, wir sind ja dann irgendwo 2050 oder so, halt in einer nicht weit entfernten Zukunft und wie die ganze Thematik halt auch mit den Mutanten und alles so aufgezeigt wird. Also ich fand es schon gut und ich freue mich halt auch wirklich über solche Filme und halt auch den Logan auch einfach mal so zu sehen, weil es konnte ja nicht immer so weitergehen. Ich meine, er altert ja auch und dann halt mit allem drum und dran. Also das hat mir sehr gefallen. Das ist eine schöne Seite, die man sonst halt nicht so auf dem Kino sieht, weil man ja halt immer nur diese strahlenden Helden hat, die quasi unverwundbar sind. Und das ist das eigentlich dieser Aspekt, der mir sehr gut gefallen hat. Ja, empfehlenswert. Logan the Wolverine auf jeden Fall mal schauen. Ich habe auch irgendwie den vorhergehenden, glaube ich, nicht gesehen gehabt. Das hat mir nicht geschadet. Da hast du nichts verpasst. Das hat mir nicht geschadet und deswegen kann ich auch mit Fug und Recht sagen, man kann den auch losgelöst schauen, Logan the Wolverine. Wir haben mal einen gebrochenen Superhelden oder mehrere sogar ältere. Mm. Ja, nicht. Platz 23 in Deutschland, Valerian, die Stadt der 1000 Planeten. Ein Film, der mir ziemlich gut gefallen hat, wo ich aber irgendwie so gefühlt in meiner Blogosphäre und meiner Filterbubble irgendwie relativ alleine dastehe. Das ist halt ein richtig, du hast ihn, nehme ich mal an, nicht gesehen, oder? Ich habe ihn nicht gesehen, ne? Ja, deswegen dachte ich mir fast. Nee, ist okay, aber ich hatte halt auch diese Bubble und die war so, um Gottes Willen, guck die nicht. Er ist so bunt und der sieht gut aus, aber die Story ist Mist. Ja, es gibt Leute, die, ja, die scheuen sich halt davor, weil sie denken, oh, wer weiß, was das ist und so. Und trauen sich halt gar nicht ran. Und dann gibt es die Leute, die es gucken, die es aber eigentlich besser nicht geguckt hätten. Und genau. Und ich mochte ja auch das fünfte Element eigentlich ganz gerne. Und hier ist halt auch, sag mal, hat der Valerian, es ist sehr, sehr bunt, der Film, aber extrem fantasiereich. Und was der Film halt auch macht, der walzt halt seine Ideen nicht so sehr aus, wie jetzt irgendwelche, sag mal, prominenteren Beispiele der von solchen Fantasy-Science-Fiction-Sagen, wo halt, was weiß ich, bestimmte Szenen, bestimmte Viecher oder irgendwas dann wirklich ganz prominent und zigmal durchs Bild laufen, weil man die ja so schön animieren kann, sondern hier sind manchmal so ganz kurze Szenen und dann siehst du es nie wieder, ne? Und ganz kurz oder irgendjemand kommt mal irgendwo rein und sagt irgendwas und geht wieder und wirklich sehr fantasiereich. Kann ich mal empfehlen, jetzt, wenn man mal ein verregneter Tag ist oder irgendwas oder schlechtes Wetter, dann einfach mal irgendwie, wenn es den bald auf Netflix gibt oder so, einfach mal klicken und mal reinschauen. Aber ist das denn für Homekino dann noch was, wenn du sagst, dass er halt so viele Bilder und ganz, ganz kleine Sachen, merkt man das dann? Braucht man einen guten Fernseher wahrscheinlich, aber... oder wirkt es dann? Ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so gut wirkt. Kann ich schlecht sagen, weil ich habe ihn nicht zu Hause gesehen. Aber ja, also man sollte ruhig mal eine Chance geben.
ist sehr fantasiereich, ein bisschen quatschig, also nicht, nimmt sich auch nicht so ernst und ja, ist halt sehr fantasiereich, diese Valerian, diese Stadt der tausend Planeten, ist halt eigentlich eine große Raumstation, wo halt zig Völker dran angedockt haben. Und allein die Anfangssequenz sollte eigentlich jeder Filmfan mal geschaut haben, wo nämlich die einzelnen, ja, wo so die ersten Völker, fremde Völker zu dieser Raumstation kommen und ja, dort die Begrüßung machen und so. Das ist wunderschön unterlegt und geschnitten mit Musik und so. Also wenn einem auch vielleicht nicht der ganze Film gefällt, aber man sollte wenigstens mal den Anfang gucken. Vielleicht hat man dann Lust, dann doch noch mehr zu gucken. Na gut, also wenn ich ihn irgendwo mal sehe, dann gucke ich mir auf jeden Fall den Anfang an. Ja, auf jeden Fall. Auf Platz 22 ist Ostwind 3. Hat nämlich mal einen von uns keiner gesehen, oder? Nein, muss ich leider skippen. Ja, der Chris hat ja mal irgendeinen Ostwind-Teil geguckt, deswegen. Ja, stimmt, den hat er mal vorgestellt, da erinnere ich mich sogar. Ich muss ja sagen, ich habe ja auch mal einen mitgeguckt mit der Tabitha zusammen, aber hat ihr nicht gefallen, sie mag ja eh keine Pferde und so. Also kein Pferdemädchen. Nee. Eher ein Fußballmädchen da. Fußball und Games. Platz 21 ist Mord im Orient Express. Da sind diese Woche sogar noch 58.000 Zuschauer dazugekommen. Also läuft anscheinend noch in den Der läuft noch, Kinos. Auf jeden Fall. Ist noch Tendenz nach oben sogar. Also 1,18 Millionen Zuschauer bis jetzt. Könnte sogar sein, dass er den Platz davor noch knackt. Ach doch, das wäre schön. Also ich habe ihn gesehen übrigens, Mord im Orient Express. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kannte so die Geschichte so ein bisschen, aber ich kannte diesen alten Film auch nicht. Den habe ich dann jetzt tatsächlich auch auf Amazon mal nachgeholt. Und jetzt halt diese Neuverfilmung ist ja auch voll gespickt mit großen Namen von Darstellern. Und ist echt nett anzusehen. Also auch so ein bisschen dieses Eingeengte, weil du ja wirklich nur in diesem Orient Express bist und kaum rauskommst. Und ist ein sehr, sehr schöner Film. Also kann man sich wirklich angucken und ist keine Zeitverschwendung. Ja, ich kenne nur das Original. Deswegen, ja, ich habe dann nur gesehen, irgendwie hier 2 Stunden oder so. Da habe ich gedacht, das ist mal was fürs Heimkino. Da muss ich nicht ins Kino gehen dafür. Mal schauen. Aber war im Original ja auch schon so, dass zum damaligen Zeitpunkt sehr viele Stars mitgespielt haben, teilweise auch in irgendwelchen Nebenrollen. Und geht ja nicht anders in dem Film. Fand ich eigentlich immer ziemlich gut. Dann das Original, habe ich irgendwie ein paar Mal geguckt. Lief ja immer mal irgendwo auf ZDF oder ARD im Nachtprogramm. Dann Platz 20 ist nämlich Transformers The Last Night. Und hier, wie gesagt, der liegt nur knapp 5000 Besucher vor Mord im Orient Express. Also wenn Mord im Orient Express jetzt nochmal irgendwie, übrigens Teil 1 steht da. Ne? Mord im Orient. Diese Teil 1. Bei Split steht Teil 2. Warum steht bei Split Teil 2? Ist voll komisch. Ja? Naja, weil das könnte man ja als Fortsetzung zu Hester Unbroken sehen. Ach so. Unbreakable. Unbreakable, ja, meine ich. Stimmt. Genau. Spoiler, oder? Scheiße. Okay. Transformers The Last Night. Ich weigere mich, diese Filmreihe weiter zu gucken. Also ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe einen Podcast darüber gehört. irgendwie einen englischen Podcast. Und da hat jemand die Story erläutert, worum es da geht. Nämlich, dass irgendwie die Brücke geschlagen wird bis zum Schwert von Excalibur oder irgendwas. Genau, King Arthur und so. Dass damals schon irgendwelche, da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich so absurd, den gucke ich mir, wenn der jetzt auf Netflix oder irgendwo, gucke ich den mal an. Boah, das klingt eigentlich so scheiße, das ist eigentlich was für Schläferz oder so. Das ist irgendwie, hey. Ja, wenn es nicht so traurig wäre, dass das Millionen gucken und Michael Bay damit noch mehrere Millionen einspielt. Also die Leute rennen ja auch wie die blöd zu Transformers rein, ich verstehe es nicht, es ist so dumm. Ja, das ist so ein ganz bestimmtes Klientel, was so diese, ja, was eigentlich nur Effekte irgendwie sehen will. Irgendwie große Autos, die sich da gegenseitig oder riesige Roboter oder irgendwas völlig, völlig hirn- und seelenlos sich da und völlig Banane, die Geschichte, einfach nur ein riesen bunten Popcorn-Actionfilm sehen wollen. Also mehr ist es ja nicht. Und ich glaube, Michael Bay macht zurzeit auch nichts anderes. Also der hat ja früher mal schon gute Filme gemacht. Jetzt nicht richtig. Ja, definitiv. Richtig gut. Er hat gute Filme gemacht. Also, ja. Da bin ich bei dir. Aber da waren gute Filme. Jetzt macht er nur noch sowas. Und jedes Mal sagt er, ja, das ist jetzt der letzte. Und dann kommt doch wieder noch.
Und dann, oh, warte mal, ich könnte doch noch ein paar Millionen einspielen. Ja, ist doch nicht der letzte. Wenn man wieder sowas wie Armageddon macht oder The Rock oder irgendwas. Oder, ja, das waren damals die Bruckheimer, Bay Bruckheimer Sachen. Vielleicht hatte da damals Herr Bruckheimer besseren Einfluss auf ihn. Ja. Naja, Split haben wir jetzt schon verraten. Ist auf Platz 19. Ja. Hab ich zu Hause gesehen, nicht im Kino. War leicht enttäuscht, weil irgendwie hatten da gefühlt irgendwie so alle gesagt, boah, das ist der Hammer, den musst du gucken. Und das ist ja der Wahnsinn. Und ja, und irgendwie so, ja, okay. Also, das ging mir so, ist ja auch Regie M. Night Shyamalan, ist irgendwie das gefühlt, was er bei den vorhergehenden Produktionen, also was so nach Unbreakable kam, irgendwie so die Lady in the Water und sowas. Gott. Oder hier dieses The Village. The Visit. The Visit gerade eben nicht, das wollte ich gerade aussparen. Ach so. Aber wie ist dieses Science, genau, dann The Happening. Genau, Science mit Mel Gibson, dann gab es hier Happening mit dem Virus, der da irgendwie airborne. Mit den Pflanzen. Ja, was gab es noch? Dann gab es das mit diesem Dorf da im Wald. Das war The Village. The Village. Und das war halt alles immer so wie, ja, coole Grundstimmung, ja, aber dann ist das alles irgendwie total verpufft, das Ganze. Und so ging es mir bei Split eigentlich auch. Ich habe mir da eigentlich mehr erhofft, aber irgendwie, ja, es waren coole Ideen drin, die wir jetzt nicht spoilern können, aber du hast ja schon leicht angeteasert, dass es ein bisschen was mit Unbreakable zu tun hat. Ja, aber sonst ein bisschen enttäuscht war ich schon. Es ist trotzdem ein guter Film, also liegt irgendwie bei 6 bis 7 Punkten bei mir, aber nicht so das Riesending. Ja, liegt aber auch meiner Meinung nach auch viel an James McAvoy, der da auch viel rausholt. Ja, aber ja. Ja. Ich meine, das ist so ein One-Trick-Pony, der Film gefühlt. Ja, es geht halt nur darum, dass einer. Das sind sie ja alle. Naja, nee, The Visit eigentlich nicht. So, das fand ich noch. Ja, gut, aber ich meine, also alles, was er so halt da ganz am Anfang gemacht hat, das sind alles so One-Trick-Ponys. Und sagst du dir bei dem einen oder anderen, okay, den gucke ich nochmal. Und wie jetzt The Sixth Sense beispielsweise, den konntest du auch noch ein zweites Mal gucken, um dann zu sehen, ah, okay. Aber ja, weiß nicht. Ist schwierig mit M. Night Shyamalan. Ja. Platz 18, übrigens, da sind jetzt diese Woche noch 462 Besucher dazugekommen. Anscheinend läuft er auch noch irgendwo in einem Kino, vielleicht irgendwo in einem Jahresend irgendwie. Hat bei uns ein Kino in der Nähe auch irgendwie die Kinohits des Jahres, zeigen die nochmal. Vielleicht ist er da, vielleicht macht das noch irgendwo jemand. Platz 18 in Deutschland mit 1,26 Millionen Zuschauern, ohne dass jetzt welche dazugekommen wären diese Woche. Film mit Jennifer Lawrence und Chris Pratt und Michael Sheen und Lawrence Fishburne namens Passengers. Hast du den im Kino gesehen? Habe ich im Kino gesehen. Fand ich ein bisschen enttäuschend. Also den Anfang fand ich gut, die Auflösung fand ich dann weniger gut. Viel zu viel Schmalz, Drama, Titanic. Ja, war okay, aber muss ich kein zweites Mal sehen. Leider, weil ich ja beide Jennifer Lawrence als auch Chris Pratt sehr, sehr mag. Ja, ich habe den nicht im Kino gesehen. Die Kate hatte den damals im Kino gesehen mit meiner Frau zusammen. Und Kate war ziemlich begeistert, meine Frau eher nicht so. Und ich habe ihn dann, als er jetzt mal auf Sky lief, habe ich ihn gesehen. Ich fand den schon ganz in Ordnung. Jetzt nicht so das Riesending. Was den Film ganz gut trifft, ist die Bezeichnung Style over Substance. Also es ist wirklich wesentlich mehr Ausstattung, Detail. Es sieht alles sehr, sehr glossy aus und es gibt sehr viel. Und ich meine, die sind halt auf einem Raumschiff dann. Was halt aber auch sehr schön rüberkam, was ich immer sehr mag, ist so dieses Gefühl, hey, wir sind hier ganz alleine, wir können machen, was wir wollen. Das mag ich immer. Sei es nun wie bei I Am Legend irgendwie, ich bin der Letzte auf der Welt oder weißt du, was ich meine? Also wenn wir sind hier ganz alleine auf dem Raumschiff, wir können tun und lassen, was wir wollen. Wir können da hier Bäume anpflanzen oder irgendwas. das mag ich sehr gern und das mag ich auch bei so diesen Zombie-Filmen, so Zombieland oder sowas. Hey, wir sind die letzten Menschen, irgendwie alles andere sind Zombies, wir können alles machen. Wenn das irgendwie cool rüberkommt, das mag ich. Und das war eigentlich in dem Film eigentlich auch drin, aber der Rest hat überhaupt nicht dann mit diesem, ich will es jetzt nicht verraten. Ja, darum, also gerade am Ende wurde es so schmalzig, kitschig und alles ein bisschen zu überdreht und so. Also ich hatte ganz oft Titanic-eske Anwandlungen irgendwie bei den beiden, ja, ich weiß auch nicht.
Ja. Ja. Aber war okay, also wie gesagt. Ich hätte mir da eher, Lawrence Fishburne spielt ja in einem anderen Film mit, der ähnlich ist, der heißt Event Horizon. Ich hätte mir da eher was in der Richtung noch ein bisschen gewünscht, so, aber wäre wahrscheinlich dann zu offensichtlich gewesen. Platz 17, ein Film, den ich noch nicht gesehen habe, aber auch auf Blu-ray vorbestellt habe. Habe ich einen Bonbon gegessen gerade. Völlig in Gedanken. Dumme Idee. Habe ich gerade. Wir nehmen mal auf. Gleich wieder raus. Ja, genau. Voll in Gedanken habe ich mir jetzt so einen 2. weil das hier rumlag gerade. Ja, die Schlümpfe, das verlorene Dorf. Den wollten wir, ich weiß nicht, warum wir es nicht geschafft haben. Auf jeden Fall war der relativ schnell wieder aus dem Kino raus und das war's dann. Und weiß nicht, hast du den gesehen? Nee, also ich war zwar früher großer Schlümpfe-Fan und habe auch noch für den Gameboy die Schlumpfspiele, aber ich habe die Schlümpfe seither im Kino nicht mehr gesehen. Dann hast du auch dieses, übrigens Bonbon ist jetzt raus, dann hast du auch dieses, diesen ersten Reboot nicht gesehen? Nee, also mit Neil Patrick Harris war das doch, oder? Genau. Nee, habe ich alles nicht gesehen. Weil der erste ist gut. Das ist mir, ich bin zu alt für die Schlümpfe. Nee, der erste ist gut, den kannst du gucken. Wirklich. Da hast du als Erwachsener auch sehr viel Spaß. bei dem ersten Reboot. Der zweite ist scheiße, der ist richtig scheiße. Aber sowas von, also da hatte ich mir im Kino die Haare gerauft. Ne? Also ich war ja in dem ersten Teil damals mit meiner Tochter drin und sind dann in den zweiten wieder rein. Wir hatten im ersten total viel Spaß und im zweiten, der hat mich so aufgeregt, weil der einfach so schlecht war. Alles, was im ersten irgendwie gut gemacht haben, haben sie im zweiten irgendwie schlecht gemacht. Alles, was irgendwie, ja, so liebevolle Details, wo du richtig so gemerkt hast, oh, da waren Fans am Werk, die wollten das irgendwie schön machen und so. Das war im zweiten überhaupt nicht mehr. Genauso wie bei dem neueren Muppets-Film da. Der erste war noch total gut und jetzt war der zweite auch nicht mehr so. Deswegen, den ersten kannst du dir mal angucken, wenn du mal Muse hast. Dritten habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber er könnte dadurch, dass es jetzt nur noch animiert ist, könnte eigentlich ganz gut werden. Und ich hoffe da eigentlich auch drauf, weil das wäre dann so eine, ja, wäre schön. Das ist ja quasi ein europäisches Anime, um es mal so zu nennen. Ja, die Schlümpfe ist ja belgisch ursprünglich, ne? Und wäre schon schön, wenn das weltweit irgendwie ein bisschen Erfolg hätte. Ich meine, 1,3 Millionen Besucher in Deutschland, schon mal nicht schlecht heutzutage. Absolut. Darsteller, Schlumpfine, Hefti, Klamsi, Schlaubi. Gargamel, Azrael. Ja, Platz 16 habe ich gesehen. Cars 3 Evolution. Hast du bestimmt nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Cars ist so gar nicht meins. Das ist das Einzige, wo ich sage, ey, Pixar, was will der denn mit Autos? Das ist, ach, Cars. Aber hier wieder dasselbe. Der erste, der war sehr gut. Den hatten wir damals in der Sneak. Da konnte ich mich auch nicht wehren, sonst hätte ich den nicht gesehen. Ja, geguckt. Den habe ich auch gesehen. Ich gebe dem Ganzen ja immer eine Chance, aber dann, oh, nee. Ja, und der zweite, der war ja nicht so schlecht wie jetzt der zweite Schlümpfe-Film oder so. Aber war ja noch okay, da haben sie irgendwie so eine Geheimagenten-Story draus gemacht und so. Und beim dritten, der geht so ein bisschen ganz anderen Weg. Ist fast so ein bisschen wie Logan, weißt du, so der alternde, ja, Rennwagen, der jetzt mit den anderen nicht mehr mithalten kann. Und ja, der soll halt doch nochmal irgendwie aufgebaut werden und der schafft es nicht. Das letzte große Rennen. Der schafft es nicht mehr und kriegt dann so, die Jüngeren sind alle schneller und dann kommen so asiatische Rennwagen dazu und sowas. Da ist schon sehr viel drin in dem Film. Das fand ich auch sehr gut. Und trotzdem noch genügend für Kinder, damit die ihren Spaß haben. Und wenn das ein Film schafft, dass ich als Erwachsener mit meinen Kindern drin sitze und es haben alle Spaß, ich und die Kinder, also dann ist eigentlich alles gut, finde ich. Da gibt es Filme wie zum Beispiel Bo und der Weihnachtsstern, da war es völlig anders. Also, da hatten nur die Kinder Spaß. Da, also je älter die Person war, die das mitgeguckt hat, umso weniger Spaß. Also das war einfach so. Ja, aber dazu kommen wir vielleicht noch, oder so? Ist Bo und der Weihnachtsstern? Weiß gar nicht. Ich glaube nicht, nein. Auf jeden Fall, Platz 15, Thor, Tag der Entscheidung. Oh Gott, saudummer Titel, ja. Thor, Ragnarok. Ja, habe ich gesehen. Taika Waititi, Regie. Okay. Hatte einen ganz speziellen Humor, so wie ihn Marvel halt jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen etabliert hat. Und nimmt sich überhaupt nicht ernst und macht einfach richtig viel Spaß. Hat halt auch einen großartigen Soundtrack, weil man Thor jetzt einfach gesagt hat, okay, das ist ein Donnergott. Dann packen wir dem doch mal ein bisschen geile Rockmusik drunter, damit das sich auch alles ein bisschen besser ergänzt. Und macht Spaß und hat halt
auch schöne Nebencharaktere und Loki ist zurück, endlich. Loki haben wir ja eine Weile jetzt nicht gesehen im Marvel-Universum und der macht das alles dann auch viel erträglicher. Den kenne ich aus Dogma. Was? Loki, oder? Ach so. War der nicht bei Dogma dabei? War der bei Dogma dabei? Gab es da nicht ein Loki? Oh Gott. Egal. Nee, ich habe ja auch Thor gesehen. Ich mache nur Hast Quatsch. Du auch gesehen? Also jetzt nicht den neuen, den habe ich noch nicht gesehen, aber Thor ist mir durchaus bekannt da. Die ersten zwei, nicht Natalie Portman, wie heißt die andere? Doch, Natalie Portman. Ja, dann war es doch die, genau. Also die hat quasi seine Freundin gespielt. Und genau. Die, oh Gott, wie heißt die? Kate Dennings aus Two Broke Girls, die hatte dann auch noch eine Rolle. Ach stimmt, genau, das hatte ich auch gesehen, ja. Und was man vielleicht noch bei Thor mit erwähnen muss, dass eine der großartigsten Rollen seit langem von Jeff Goldblum, halt der Grandmaster, ist da einfach unfassbar geil, was er da halt abliefert. Und wir haben halt mit Cate Blanchett halt auch eine relativ coole Gegenspielerin für die beiden Brüder, für Loki und für Thor. Also der Cast ist halt schon richtig gut. Und wie gesagt, Jeff Goldblum, ich glaube, das ist eine Rolle seines Lebens. Das ist so unterhaltsam, was er da halt spielt als Grandmaster. Das macht nur Spaß. Okay. Der Cast, der liest sich ja völlig, also illustrer, das ist ja quasi hier das Who is Who. Also Anthony Hopkins, Benedict Cumberbatch, Mark Ruffalo, Carl Urban. Also ist ja irre hier, wer hier mitspielt. Muss ich mir mal vormerken, das Poster sah mal aus wie ein Anime-Film. Ich dachte mal, wer animiert so? Nee, sie haben so ein bisschen diesen Comic-Look genommen und wie gesagt, und das Ganze halt mit einem mega rockigen Soundtrack unterlegt. Ich glaube, das ist auch im Trailer mit Led Zeppelin, das ist einfach richtig toll und das passt dann halt auch zu Thor. Weißt du, bei Thor kannst du nicht irgendwas Weichgespültes nehmen, sondern da müssen schon ein paar harte Klänge dazu. Hat ja auch einen schweren Hammer. Eben. Platz 14 in Deutschland. Achso, da sind übrigens bei Thor, sind diese Woche noch 5.300 Besucher dazugekommen. Ich glaube aber, Platz 14 wird er nicht mehr einholen können. Nämlich Bibi und Tina, Tobabo, total. Habe ich nicht geguckt. Habe ich auch nicht geguckt. Ich habe auch noch keinen Bibi und Tina-Film gesehen. Ich habe tatsächlich, das ist ja jetzt schon der vierte Teil, ich habe tatsächlich irgendwie ein oder zwei habe ich gesehen. Na, es gab hier Jungs gegen Mädchen. Nee, um Gottes Willen, den habe ich nicht geguckt. Gab's und das war, glaube ich, der dritte. Und ich glaube, im zweiten, ich weiß nicht, wie er heißt, ich weiß nur, dass Olli Schulz den Bösewicht spielt. Und das fand ich eigentlich immer ganz interessant, dass ich ihn eigentlich gucken wollte. Den habe ich geguckt. Den habe ich auch gesehen, ja. Und dann irgendwie, ja, mit irgendeinem Pferderennen und so, wie es halt so ist. Ne? Ja. Bibi und Tina, ne? Also. Ach nee, warte mal, nee, dann verwechsel ich das gerade. Ach, egal. Na doch, die reiten doch hier mit Amadeus und Sabrina. Also das ist mit Pferden, auf jeden Fall. Und die eine kann, Bibi ist halt Bibi Blocksberg, die kann zaubern. Auf jeden Fall war das auch sehr bunt, wenn ich mich da recht erinnere. Und dann ging es irgendwie in den Pferdehof, dass da irgendwie eine Bedrohung war, weil da irgendjemand das kaufen wollte und da was anderes draus machen wollte, wie es halt immer so ist. Ne? Ja, aber das klingt nach Bibi und Tina. Ja. Naja, Platz 13, ein Film, der im Rest der Welt lief der schon letztes Jahr. Bei uns ist er am 12.01. erst gestartet, nämlich La La Land. Und ja, ein Film, der mich ausgesprochen überrascht hat, im positiven Sinne, weil ich mag eigentlich keine Musicals. Ich hasse das, wenn die plötzlich anfangen mit Singen. Da hatte ich auch so ein Problem bei Bo und der Weihnachtsstern mal wieder. Und hier passt es aber eigentlich ziemlich gut, außer am Anfang, diese erste Szene, wo die da auf diesem Autobahn zubringen. Was? Das ist die schönste Szene im Film, diese Eröffnung, diese Plansequenz. Oh, Erik, das ist das Beste. Das hat mich auf eine harte Probe gestellt, ob ich den Film überhaupt durchhalte oder nicht. Weil die nächsten zwei Stunden. Ich fand dann eher die späteren Szenen fand ich auch viel besser, wo die dann quasi zusammen dieses Thema gesungen haben und sowas. Das fand ich dann sehr, sehr passend und so. Also gerade die erste Szene, wo die ja so Bollywood-mäßig alle aus ihren Autos raus und, ich meine, das keine Frage, das ist toll gedreht aber ist halt überhaupt nicht mein Ding. Also sowas, das ist sowas von überhaupt nicht mein Ding. Also das, ja. Aber ich habe es da durchgehalten und ist trotzdem schon einer meiner Lieblingsfilme des Jahres doch auch mit dabei. La La Land, würde ich mal sagen. Absolut. Und der müsste eigentlich jetzt auch noch immer mehr Zuschauer haben, weil ich habe zumindest hier in Berlin gesehen, da kommt jetzt nämlich La La Land kommt nächstes Jahr, also Anfang nächsten Jahres. Nochmal irgendwie im Velodrom oder im Tempodrom mit Orchester. Also die schlachten das ja richtig mit der Musik halt komplett aus und zeigen den halt dann nochmal, nur dass dann halt die ganze Musik vom Orchester und so gespielt wird. Das machen die bei uns tatsächlich auch. Da frage ich mich aber, ob das als normale Kinovorführung zählt oder ob das dann eher
quasi als irgendwie Orchester oder irgendwas. Wahrscheinlich ja, okay. Zählt das dann hier nicht mit rein, die Besucher. Ah, wer weiß. Aber der lief auch richtig lange noch in irgendwelchen Freiluftkinos. Na gut, die Saison ist vorbei, aber ich glaube, der wird auch nächstes Jahr dann wieder in irgendwelchen Freiluftkinos ganz viel laufen. Der ist, glaube ich, prädestiniert dafür. Ja, wenn schönes Wetter ist. Ja, Platz 12 habe ich nicht gesehen. Bulli-Parade der Film. 1,898 Millionen Zuschauer in Deutschland. Ich glaube, trotz dieser Zahl ist es für die Erwartungen, die der Film bestimmt hatte, bestimmt wenig, wenn man so an die ganzen anderen Filme denkt. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Eine Freundin von mir hatte ihn gesehen und war mega enttäuscht. Also sie meinte, die Witze, die kannteste, die Sketche, das war halt wirklich die Bulli-Parade nur noch mal auf großer Leinwand und die war mega enttäuscht letzten Endes. Habe ich auch gehört von, der Steff war das, glaube ich, die hatte den gesehen gehabt. Und eigentlich von denen, die so Fans waren von der Bulli-Parade, die waren eigentlich sehr enttäuscht. Ich kenne jetzt auch keinen, der da reingegangen ist, der nicht Fan der Bulli-Parade war. Vielleicht hätte man doch ich bin jetzt nicht unbedingt der Riesenfan von der Bulli-Parade, ich fand es ganz nett, aber ich habe das jetzt nicht jede Woche oder jedes Mal geguckt, wenn das kam. Ja, vielleicht hätte da mal jemand gucken müssen. Vielleicht, wenn das irgendwie auf dem Streaming-Service mal läuft, mal gucken, was da so, vielleicht kann man das ja mal anschauen, wenn es nichts extra kostet. Ich glaube aber auch halt, das ist halt wirklich so episodenhaft, dass das gar keine zusammenhängende Story ist, wie jetzt der Schuh des Manitou es halt damals war oder das Traumschiff oder so, sondern das ist halt wirklich so wie die Sketche und irgendwie die reisen halt durch die Gegend oder so, habe ich mir sagen lassen, und du hast halt immer wieder diese Sequenzen, aber das ist irgendwie zusammenhangslos. Also wie die Bulli-Parade letztens, aber letzten Endes ja auch war, es waren ja auch nur die Sketche, aber irgendwie als Film stelle ich mir das ganz, ganz schwierig vor und habe auch nicht wirklich Lust, mir das anzugucken. Ich denke mal, so 2 Millionen Zuschauer, so teuer wird der Film nicht gewesen sein. Ich denke mal, erfolgreich war der bestimmt, ja. Ja, also ich meine auch eher so die eigenen Erwartungen, weil ich könnte mir vorstellen, dass halt gerade mit so einem Team hier, Michael Bulli, Herbig, und die sagen, ey, okay, die Bulli-Parade war das Ding, wir haben damit unsere größten Erfolge gefeiert, und vielleicht hätten sich da von den Zuschauerzahlen vielleicht auch die ein oder andere Million mehr erhofft. Also könnte ich mir vorstellen. Ich weiß gar nicht, was damals, was hatte Schuh des Manitou, 10 Millionen oder so? Das war ja, genau, oder halt zwischen 7 und, also war halt schon das Ding. Ja, okay, Platz 11 habe ich auch nicht gesehen. Habe ich auch nicht gesehen. Der Trailer hat mich aber auch überhaupt nicht angefixt. The Boss Baby. Also ich weiß ja, der Chris war drin, der fand ihn irgendwie ganz cool. So, jetzt nicht der Riesenbringer, aber ganz nett irgendwie und lustig. Aber kann man nichts dazu sagen. Boss Baby. Aber 270.000 im Startwochenende. Ist ja voll krass. Vor allem da muss doch irgendwo was passiert sein. Da müssen die in irgendeiner Zielgruppe wirklich voll den Nerv getroffen haben, dass die gesagt haben, hey, wir gehen da rein. Ich meine, gut, das ist 30.03. Kinostart, kurz vor Ostern, irgendwie vielleicht Osterferien irgendwas und vielleicht lief nichts anderes mehr für Kinder. Gedacht, okay, Animationsfilm, vielleicht ganz lustig. Wer weiß. Platz 10 habe ich auch gesehen. Platz 10 habe ich auch gesehen, um Gottes Willen. Baywatch. Das Remake von Baywatch mit Dwayne Johnson, Zac Efron. Ich habe die Extended Version habe ich geguckt auf der Blu-ray. Oh Gott, es gibt eine Extended Version. Es gibt eine Extended Version. Ja, und da hast du dann sogar die Szenen, die sind dann irgendwie auf Englisch. Da merkst du dann genau, welches die zusätzlichen Szenen sind. Die haben dann so deutsche Untertitel oder so. Und genau, da sind dann halt ein paar, da geht es dann halt ein bisschen mehr. Ja, kommen ein paar dreckigere Ausdrücke und sowas. Manche Szenen sind völlig sinnlos, da weißt du genau, warum sie die rausgeschnitten haben. Aber sonst. Der ganze Film ist sinnlos, aber naja. Ja, ist schon ziemlich, ziemlich Banane, der Film. Hätten sie lieber lassen sollen. Aber hey, fast 2 Millionen Zuschauer. Platz 10. Wie liefen der in den USA? Ich guck grad gerade parat. Guck grad mal, Bay. Huch. Ich glaube, der war bei uns vielleicht sogar noch, also im Verhältnis wahrscheinlich noch erfolgreicher als in den USA. Ist der hier gar nicht, sollte der gar nicht hier auf der ersten Seite sein? Gibt's ja, ich sag doch, also ich glaube, der war gar nicht so erfolgreich, aber wie es halt so ist, ne, mit so, ich sage jetzt einfach mal in Anführungsstrichen David Hasselhoff, da, die Deutschen haben da halt manchmal so ein ganz anderes Verhältnis zu. Ich kenne ja, jemand, ohne jetzt Namen zu nennen, die geht auf das David Hasselhoff-Konzert in Jena.
Und ich sag dir, wenn das irgendwie nicht klappt mit ihrer Freundin, mit der sie hingehen würde, gehe ich sogar mit. Weil ich glaube, das gebe ich mir mal. Also jetzt nicht, weil ich das irgendwie gut finden würde, aber ich glaube, das ist einfach so trashig abgefahren, wie irgendwie so Schläfer. Rein vom Trash-Faktor. Ey, ich wäre eure erste Begleiterin. Aber jetzt, wenn man das mal ein bisschen rational betrachtet, nein. Ja, aber also, man muss dazu auch sagen, David Hasselhoff in Jena. Also man sieht schon, dass er jetzt nichts gegen Jena, aber die Größe der Städte ist jetzt vielleicht auch nicht, ein bisschen bezeichnend. In der Arena auf Schalke. Also, ja. Übrigens Platz 82 in den USA, in den Kinocharts. Ja. Ich sag doch, in Deutschland der Hit, in USA der Flop. Naja, der Hit, okay, ja, doch, stimmt schon. Ey, Platz 10 ist... Aber ja, für eine Sommerkomödie. Der hat tatsächlich 69 Millionen hat er gekostet. Und in USA selbst hat er nur 58 eingespielt. Aber im Ausland insgesamt, 119 im Ausland. Also schon mal nicht schlecht. Aha. Durchaus ein Erfolg, aber eher im Ausland. Ja, David Hasselhoff. Ja, ob der jetzt überall im Ausland so erfolgreich ist, weil die 2 Millionen, die in Deutschland hier reingegangen sind, die werden jetzt nicht hier für 100 Millionen Umsatz gesorgt haben. Also das muss irgendwo anders auch noch ganz gut gelaufen sein. Platz 9 habe ich auch gesehen, nämlich Guardians of the Galaxy Volume 2. Volume 2. Ja. Tape 2. Volume 2. Volume 2. Und diesmal wirklich Volume 2, nicht wie bei den anderen Filmen, wo dann einfach eine 2 dahinter steht. Ja, Startwochenende 749.000 in Deutschland. Das ist doch mal eine Hausnummer. Also fast 1 Million allein am Startwochenende. Und das heißt also, die Erwartungen waren sehr groß. Der erste Film, der damals, ja, lief ja auch okay in Deutschland. In den USA war der ein größerer Kracher. Aber hat sich dann halt doch rumgesprochen, dass der irgendwie cool ist. Und im Heimkino lief der auch ganz gut. Von James Gunn mit Chris Pratt. War so von Story her und so nicht ganz so cool, fand ich, wie der erste. Aber trotzdem hat Spaß gemacht. Oder? Ich hatte ihn sogar mit dem Martin hier im Kinocast besprochen. Ich glaube, da waren wir, also ich war auf jeden Fall mit Martin in der Pressevorführung, das weiß ich noch. Und also ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil man hatte ja dann doch gewisse Erwartungen, gerade nach Teil 1, der ja schon ein Überraschungserfolg war, den niemand auf dem Zettel hatte. Und ich fand ihn dann zu gewollt und die Story, wie du schon meintest, war jetzt auch so, naja, aber dann sagt man, okay, dann hat immer noch die Charaktere und natürlich den bombastischen Soundtrack. Und der war mir halt alles an manchen Stellen zu gewollt, so, okay, welchen coolen 80er-Song packen wir jetzt da noch hin und was passt da und was wollen die Leute hören? Und bei dem anderen war das irgendwie so... Ja, das lief halt so von alleine und war nicht so gezwungen, fand ich. Und darum empfand ich ihn, auch wenn er gut war und obwohl ich ihn mochte, als Enttäuschung, weil die Erwartungen viel zu hoch waren bei mir. Also mit niedrigeren Erwartungen fände ich ihn vielleicht besser. Ah, ja. So ungefähr, ja. Sehe ich genauso. Weil, ja, man hat einfach gedacht, boah, was kommt da jetzt? Ich bin schon etwas vorsichtig herangegangen, damit ich nicht enttäuscht werde, aber ja, man hat es halt dann doch irgendwie im Hinterkopf, so, oh ja, ja. Übrigens, gekostet hat er 200 Millionen. Klingt irgendwie erstaunlich glatt, die Zahl. Ich glaube, da haben sie ein bisschen geschummelt. und eingespielt hat er weltweit 863 Millionen. Also schon mal ganz schöne Hausnummer. Allein in den USA 389.000. Das heißt, nur in den USA wäre der Film eigentlich schon ein Erfolg gewesen. Und dann kam noch das Ausland mit dazu. Und ja, das sieht schon mal nach einem Volume 3 aus, würde ich mal sagen. Hallo, Teil 3, genau. Dann freuen wir uns dann auf DJ Bobo, Dr. Alban, Modo, Scooter, nee, keine Ahnung. Ich glaub, das sind zu sehr die 90er. Ich glaube, da werden sie dann nicht Euro Dancefloor nehmen oder so, da werden sie vielleicht irgendwie Cats in the Cradle, irgendwie Nirvana, Smells Like Teen Spirit oder sowas, oder Pearl Jam oder wir werden sehen, was dann reinkommt. In den USA übrigens auf Platz 25, der Jahreskino-Charts. Den hätte ich weiter vorne vermutet. Jetzt mal gut. Ja, das heißt, die anderen haben noch mehr eingespielt als dieser. Oder wann lief der? Lief der über den Jahreswechsel vielleicht? Es könnte sein, dass der... Nee, Guardians war mitten im Jahr. Das war irgendwann April, Mai oder so. Das war mitten im Jahr. Stimmt, okay. Ja, trotzdem. Bei uns 2,5 Millionen. Auf Platz 8 habe ich nicht gesehen, Pirates of the Caribbean Teil 5, Salazars Rache in 3D, 2,689 Millionen.
Ja, wäre ich da nicht bei der Pressevorführung gewesen, hätte ich ihn wahrscheinlich auch nicht gesehen. Und ja, kostbare Zeit verschwendet. Also wie kann man so eine Reihe, die mit diesem ersten Teil, dieser erste Pirates of the Caribbean, so großartig startete, ich mag den ja immer noch, weil das alles so unverbraucht und neu war. Und wie kann man das so herunterreißen und so ein Schwachsinn draus machen? Also mega Enttäuschung. Also, aber eigentlich, mir war es klar, weil irgendwie nach Teil 2 sowieso alles nur noch bergab gegangen, aber man muss die Kuh anscheinend melken und solange da Johnny Depp als besoffener Pirat hin und her torkelt, rennen die Leute ins Kino. Aber absolut keine Empfehlung und ein ganz, ganz furchtbarer Film. Und ich hoffe, die Reihe wird irgendwann geschlossen und das landet irgendwo ganz weit unten in den Archiven. Okay, ja, ich habe ihn jetzt nicht gesehen. Ich habe, glaube ich, den vorhergehenden irgendwas, aber das ist mir einfach immer alles viel zu viel, irgendwie viel zu viel Bombast und absolut. Also es ist auch nicht mehr kindgerecht. Den ersten Teil, den konnte man noch irgendwie mit Kindern gucken, das war irgendwie lustig und so mit Piraten und so. Genau. Hat ja auch so ein bisschen so ein Piraten-Hype durchaus ausgelöst. Da gibt's auch für Kinder gibt's dann auch so, wie heißt das, Jake und die Nimmerland-Piraten und so Animationsserien, die dann laufen, wirst du jetzt nicht kennen. Und so etliche andere Piratensagen hat das irgendwie alles hervorgebracht, so ein bisschen wieder in die Richtung. Aber die anderen Sachen mit irgendwelchen Skeletten oder Ungeheuern oder sowas kann man. Ja, das ist halt auch wirklich nur noch so, wie du halt schon meinst, so Effekthascherei und wir machen noch dies und das und animieren gefühlt alles, ohne noch irgendwelche irgendwie handgemachte Action zu machen. Und dann verbraten die halt so jemanden wie Javier Bardem. In einer Rolle, wo du denkst, um Gottes Willen, also was hat er sich dabei gedacht, da mitzumachen und diese Rolle zu spielen und was haben die sich dabei gedacht, ihn so zu inszenieren? Also das war von vorne bis hinten alles, ganz viel Murks. Jo, dann übergehen wir den Film doch einfach mal. Aber 2,89, das sind wahrscheinlich auch so, gibt es da eine deutliche Schnittmenge mit denen, die in Transformers-Filme gehen vielleicht, die so vielleicht bombastische Action sehen wollen. Aber Platz 7 hat gefühlt, also bei mir in meiner Blogosphäre, Filterbubble irgendwie, ein bisschen die Leute so leicht entzweit, würde ich mal sagen. Nämlich Star Wars, die letzten Jedi, Teil 8, Episode 8, sind diese Woche nochmal 1,21 Millionen Zuschauer dazugekommen. Bin gespannt, ob es schafft bis zum 31. Also wir nehmen heute übrigens am 29.12. auf, ob es in 2 Tagen noch schafft, vielleicht noch einen Platz irgendwie nach oben zu klettern. Wir werden sehen. Habe ich gesehen, eine Mitternachtspremiere, du bestimmt auch irgendwie. Ich habe ihn schon 2 Tage vorher in der Pressevorführung gesehen. Ja. Und dann, ich habe ihn sogar schon 2-mal gesehen, weil ich bin danach nochmal dann regulär am Donnerstag, aber erst abends, nicht zur Mitternachtspremiere, ins Kino gegangen. Du wolltest, dass deine Eintrittskarte auch noch einen Effekt natürlich hat auf das Einspielergebnis sozusagen. Ja. Und das eine Mal war 2D im englischen Ton und beim zweiten Mal war dann 3D auf Deutsch. Die Kate und der Chris, die waren auch beide nochmal im Kino und zwar in der OV, also Originalversion. Mhm. Und die haben gemeint, also da fanden sie ihn wesentlich besser als in der Synchro. Ich mag sowieso OV besser. Die Mitternachtspremiere war aber halt in Synchro. Ich habe ihn jetzt nur erstmal in Deutsch gesehen. War ja sehr angetan, war ja doch etwas anderes, während der vorhergehende J.J. Abrams, das Erwachen der Macht, eher so ein Fanservice war. Um einfach mal die Fans wieder auf Kurs zu bringen, sagen, hier, komm, zeigen wir euch mal alle coolen Sachen und verweben die mal ein bisschen neu und bringen euch mal so ein paar Hach-Momente rein, wo, ach, schön. Machen da mal so ein bisschen so eine Story rum, die mal so als Basis dient für alles, was da noch kommen mag. Geht der Film jetzt hier ja schon ein Stück weiter, bringt eine neue Story rein, bringt neue Personen rein, aber gibt natürlich auch deutliche Kritikpunkte an dem Film, aber hey, es ist trotzdem ein Top-Star-Wars-Film, also du hast ihn auch 2-mal gesehen, also wirst du nicht das 2. Mal reingehen, wenn er dir nicht gefallen hat. Ach, ich verstehe auch diese ganzen Kritiker nicht. Ich meine, wir können froh sein, dass wir überhaupt nochmal Star-Wars-Filme und dann in so einer Qualität sehen und darüber sollte man auch einfach froh sein und ich will nicht wissen, was damals an Rückkehr der Jedi-Ritter rumgemeckert wurde oder halt auch an allen anderen, gut, sagen wir mal, Episode 1, 2 und 3 ausgeschlossen, aber es kann halt so viel gemeckert werden an den Filmen, aber man soll es doch einfach mal genießen und halt allgemein dieses Franchise, diese Welten zu erleben, die Charaktere darin zu erleben und ich bin jetzt halt auch kein Hardcore, mega Star Wars Fan mit, ich kenne alle Planeten und alle Raumsysteme und
jedes Raumschiff erkenne ich sofort an irgendwelchen Details oder so, sondern man muss es doch einfach nur genießen. Und ich mochte Star Wars sehr. Klar, ich könnte auch an ganz vielen Sachen mich aufregen, aber ich bin dann eher lieber diejenige, die dann so ein bisschen kittet zwischen den Leuten, die sich halt wirklich nur aufregen, wo man sagt so, hey, aber du musst doch das ganz Positive an diesem Film sehen und da gibt's richtig viel. Und darum, ich mag Star Wars, The Last Jedi und würde den auch immer überall verteidigen. Ja, ich auch. Habe auch schon die Blu-ray vorbestellt, damit ich den hier zu Hause nochmal sichten kann. Aber die kommt dann irgendwie erst im April oder so. Das ist ein bisschen nervig, dass das so lange dauert hier. Weil nochmal ins Kino gehen wäre ich wahrscheinlich nicht, weil ja, 2 Stunden. Ja, vielleicht, wenn er hier bei mir um die Ecke in dem Kleinen läuft, wenn es irgendwie gerade zeitlich mal passt. So. Aber mal gucken. War schon extrem toller Film. Ja, bei mir geht's immer so. Also Star Wars hat irgendwie so einen ganz speziellen Effekt. Das hatte ich vorher. Also durch diese hohe Erwartungshaltung auch, wenn da dieser Opening Crawl kommt, ne, wenn da die Schrift so ins Bild reinläuft, oh, das kriegt schon fast feuchte Augen. Also das ist oh. Ja, es ist bei mir aber auch jedes Mal so im Kino dann Gänsehaut und das ist so oh, geil. Jetzt geht's los. Jetzt. Genauso ging es mir bei Blade Runner, wo das losging. Da hat der Film noch nicht mal richtig angefangen. Da ging es mir schon so. Da hab ich schon gedacht, ja, aber dafür ist ja halt auch Kino da und das muss man halt genießen und daran muss man sich halt auch erinnern. Aber wenn ich schon mit so einer negativen Haltung, das war auch nach der Pressevorführung, ich glaube, die Credits liefen noch nicht mal, da hörtest du es in der Ecke schon den ersten Morn, der dann die ganze Zeit nur gesagt hat, was alles schlecht war. Da waren wir noch nicht mal, haben wir das noch nicht mal alles gefasst, was wir gerade gesehen haben und da meckert schon in der Ecke der Erste. Also nur den Film zu sehen, um danach zu meckern, finde ich halt ganz furchtbar. Ja, das, also, ja, okay. Da gebe ich dir recht. Also man muss natürlich nicht nur Gutes dran finden. Also nee, gar nicht. Also ich sehe auch die Kritik und ich habe auch einiges an Kritik an dem Film, aber ja, aber man muss es nicht so ausreizen, nur um dann irgendwelche Klicks zu generieren oder um sich irgendwie hervorzuspielen und ich finde den jetzt schlecht und das und das und darum. Wenn du den gut findest, bist du halt ein Vollidiot und kennst dich nicht aus und ach, das sind so Diskussionen, die total sinnlos sind, aber das ist halt das Internet von heute und wahrscheinlich muss man sich damit dann auseinandersetzen. Ja, was ich halt schön finde, bei dem Neuen geht's mir gefühlt oder beobachte ich das vielleicht mehr als bei dem Vorhergehenden oder bei irgendwelchen anderen. Es wird wesentlich mehr über Details diskutiert, dass da irgendjemand was rausgreift, sagt, oh, ich habe hier was entdeckt, hier, guck mal, was könnte das heißen oder so. Oder könnte das bedeuten das oder so. Wo teilweise auch ja viel bei YouTube oder irgendwas, was mir da in die Timeline bei Facebook reingespült wird, wenn irgendjemand irgendeine Szene analysiert oder irgendwie eine Person oder einen Dialog oder sowas. Finde ich irgendwie enorm. Also das war bei dem Vorhergehen nicht so. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut, wenn so ein Film dadurch lebt. Das war ja damals bei dem alten Blade Runner war es ja genauso. Wurden ja auch Dialoge auseinandergenommen und das war davon damals die Drehbücher. Jedes Detail ist halt wichtig. Die Drehbücher quasi damals noch in Textform. Das war ja die Anfangszeit des Internets, irgendwie in Textform dann die Drehbücher geteilt. Hast du da die Textdateien runtergeladen. Ja. Und das finde ich halt, finde ich schön hier bei Star. Ich habe jetzt auch hier so eine Satellitenanlage mit ganz, ganz vielen Satelliten. Da habe ich letztens kam auf irgendeinem spanischen Sender oder sowas, kamen die ganzen Star Wars Teile alle. Und da kannst du auch Originalsprache einstellen. Die haben 2-Kanal-Ton. Und da habe ich die auch in Original laufen lassen. Und da habe ich auch in irgendeinem Teil was entdeckt. Da dachte ich, oh, ist das die Höhle da, wo die waren? Also das sah irgendwas genauso aus. Ich habe es nur so halb. Ich wusste dann auch nicht genau, wo das noch war, an welcher Stelle. Ja, aber was ich halt ganz kurz an der Stelle halt auch so mag, was du gerade meinst mit diesen ganzen Fan-Theorien, ist halt auch, dass sich da Leute echt den Kopf zermartern und halt nachdenken und was könnte das sein und da unzählige Fan-Theorien aufschreiben und die Macher am Ende gar nicht so weit gedacht haben, sondern das sah halt einfach gut aus und die Leute sitzen zu Hause und über Stunden und denken danach, aber das ist halt so dieses Fantum und das mag ich. Auf jeden Fall, das hätte ich eigentlich eher erwartet, dass J.J. Abrams das irgendwie macht. Das hat er ja schon mit diversen Fernsehserien geschafft, dass sich Leute da den Kopf zerbrochen haben, was da irgendwelche Sachen meinen. Aber naja, dann war es halt eben dieser Herr Ryan Johnson. Naja, aber der geht ja ganz gut damit um, ne, mit der Kritik. Was ich auch ganz schön fand, weiß nicht, hast du geguckt, kennst du Luke Mockridge? Der hatte ja diesen Jahresrückblick auf Sat.1. Also ich kenne ihn, ich habe den Jahresrückblick aber nicht gesehen. Und zwar hatte der ist totaler Star Wars Fan. Der heißt deswegen auch Luke, weil seine Mutter auch totaler Star Wars Fan ist. Und sie hat ihn deswegen Luke genannt, hat er erzählt. Und
da hat er erzählt, er hatte eine Einladung nach London, wo halt die Premiere war und da konnte er halt als Pressevertreter, sollte für Sat.1 dahin und so, war total aufgeregt und so. Hat dann nur Quatsch mit Mark Hamill gemacht, ne, weil, ja, wir heißen ja beide Luke und so, haha. sehr sehenswert, vielleicht kann das noch jemand, vielleicht finde ich das noch irgendwo in der Mediathek oder so. War auf jeden Fall sehr herzerfrischend, wie die beiden da rumgekaspert haben und dann wollten sie gegenseitig, hat er gesagt, ich habe auch die Macht in mir und so. sehr schön. Platz 6 ist S, die Neuverfilmung von 2017. Habe ich in der Sneak Preview gesehen gehabt, überraschenderweise. Sehr überraschend, dass sowas in der Sneak kommt. Extrem guter Film. War einer von den wenigen, es gab ja sehr viele Remake-Filme dieses Jahr, also wenn ich da so an Flatliners denke oder, oder auch, ja gut, Blade Runner vielleicht nicht so, aber so Filme, die aus den 80ern und 90ern irgendwie wieder neu gemacht wurden und das ist zum Beispiel ein leuchtendes Beispiel, wie man das gut machen kann. Schwimmt natürlich auch so ein bisschen auf der Stranger Things-Welle mit, was ja auch so ein bisschen dieses Look and Feel hat, aber ja, steht toll für sich selbst. Ganz, ganz toller Film. Ist bei weitem nicht so gruselig, wie man denkt. Weil wir hatten ja bei uns jemand, die hat total Angst so vor so Horror-Clowns oder sowas. Da ist irgendwie so ein Trigger und selbst die hat es durchgestanden, den Film. Hast du den gesehen gehabt? Ich habe ihn gesehen und ich habe auch große Probleme mit Clowns. Also das ist auch nicht so meins, aber ich wurde dann mehr oder weniger gezwungen, ins Kino zu gehen. Und ich muss sagen, ich habe bei den ganzen Szenen, aber wie gesagt, ich bin da auch ein großer Schisser, was Clowns betrifft, sonst nicht. Sonst ist mir das alles egal. Aber Clowns ist so ganz, ganz böse. Ich habe relativ oft weggeguckt, aber ich fand so, wie du schon sagst, dieses Setting, das Feeling, so halt Stranger Things mäßig, halt auch noch Coming of Age, die Story, die Jungs und das Mädchen. Also das hat mir echt super gefallen und ich mochte auch, also was heißt, ich mochte den Clown, aber ich fand die Darstellung von ihm halt auch sehr gut. Also es gab zwar viele, die so gesagt haben, ja, aber Pennywise war ja hier die Tim Curry-Variante da aus, wann war das, Anfang der 90er? Das ist ja viel, viel besser und viel gruseliger, aber ich mochte halt Gott, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber wie er das halt so dargestellt hat, sehr, sehr. Und der Film, echt super. Und ich hätte aber auch nicht gedacht, dass der halt auch so ein Erfolg wird. Ich meine, hier Platz 6 in Deutschland. Hätte ich gar nicht so vorher gedacht. Ich dachte, der bleibt ein bisschen mehr im Untergrund. Aber anscheinend wollen die Leute sich gruseln vor Clowns. Ich versuche gerade rauszufinden, welchen Platz der in den USA gelandet ist. Aber ich bin Der muss da ganz weit oben sein. Der war doch auch echt? Ganz, ganz lange in den USA war der auf der 1. Okay, also ganz sicher. Bin ich jetzt hier gerade falsch unterwegs, weil ich bin jetzt hier schon irgendwie ziemlich weit hin und ich habe ihn nicht gefunden. Der hieß doch da It, oder? Der müsste It, ja, die hießen haben. Weil ich gehe über die Suche hier. Naja, gut. Doch, aber da bin ich fest von überzeugt, dass der ganz weit oben ist, weil der da auch, richtig lange in den Charts war. Vielleicht war ich schon eine Seite zu weit. Bright? Wieso sind Bright hier gelistet, sehe ich gerade. Komisch. Ach hier, nee, ach. Oh, okay, hier stehen alle Titel auf Englisch drin, außer manche Titel, wie zum Beispiel S. Da steht halt S drin. S ist in den USA auf Platz 9. Ja, sehe ich okay, grad. Genau. Also. Deswegen, die anderen heißen alle Englisch hier. Gut, Coco, lebendiger als das Leben, steht auch auf Deutsch drin, aber es ist halt nicht konsequent hier irgendwie. Ah, na okay, aber okay. Jumanji, darum, willkommen also, da im hätte ich jetzt viel verwettet, dass der relativ weit oben ist. Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen most popular, okay. Da ist nämlich auf Platz 2 ist Bright. Rechnen die da irgendwie die, oder lief der dort im Kino? Weißt du da was? Bright? Weil das ist doch Netflix. Oder rechnen die da die Netflix-Zuschauerzahlen auch mit ein? Das kann nee, na Netflix gibt ja eigentlich seine Zuschauerzahl noch gar nicht so bekannt. Ne? Komisch, steht aber hier. Oder die rechnen Popularity, das waren gar nicht die Einspielergebnisse hier bei IMDb, sehe ich gerade, sondern es ist die Popularität, wie viel da oder hier drauf, vom Ranking oder sowas draufgeklickt haben. Naja, also S, toller Film, kann man empfehlen. Da gibt es ja dann auch noch einen weiteren Teil. Deswegen, genau, der kommt 2019. Genau, deswegen sollte man auf jeden Fall diesen noch gucken, weil toll und so, frisch gut. Wir hatten ihn sogar im Original, das war, oder? War das mal? Ja, das war im Original, genau. Wie? Da gefällt mir sowas eh immer besser. Platz 5 in Deutschland habe ich nicht gesehen, aber 3,240 Millionen Besucher haben ihn gesehen. Lief am 12.04. an, nämlich Fast and Furious Teil 8 mit Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, die üblichen Verdächtigen halt, ne?
hat am Startwochenende schon 1,1 Millionen Zuschauer ins Kino gelockt. Also Starman, also Autos und Action. Wahrscheinlich eine Schnittmenge mit Transformers. Ja, und Baywatch. Ja, obwohl, ich meine, bei Fast and Furious gab es schon Filme, die waren eigentlich cool. Da, ich komme da bloß nicht mehr mit und es interessiert mich eigentlich auch nicht mehr, was da jetzt und wer da wen gegen wen auch. Ist immer das Gleiche. Da ist dann die Bande und dann irgendwie spielt einer ein falsches Spiel und den entdecken sie dann und dann wird er doch wieder gut und so. Das ist immer das Gleiche. Ich glaube, das ist diesmal auch nicht anders. Ohne jetzt da, ohne die Story zu kennen, aber wahrscheinlich habe ich jetzt gerade alles gespoilert. Es ist nicht schlimm. Also ich glaube, wir hatten das vor 2 Jahren schon beim letzten oder vorletzten Fast and Furious und ich gestehe nochmal, ich habe nie einen dieser Filme gesehen, weil es mich auch überhaupt nicht interessiert. Das schlägt bei mir in diese Cars-Linie rein, so Autos, Action ist nicht meins, gucke ich nicht, mag ich nicht und ja. Ah, das ist wahrscheinlich wie diese Filmserie, die Snoop Dogg mal aufgelegt hatte. Kennst du das? Hip-Hop-Honeys, musst du wahrscheinlich nicht kennen. Nee. Das ist eigentlich so eine Sache, Fast and Furious kann man eigentlich auch ohne Ton gucken. Man kriegt eigentlich alles mit, genauso wie ja, das glaube ich dir sofort. Hip-Hop-Honeys, wo irgendwelche Frauen nur tanzen. Von Snoop Dogg sagt alles, oder? Oh Gott, ja. Platz 4 in Deutschland, Die Schöne und das Biest, die 2017er Realfilm-Version, würde ich mal. Genau. Ja, oder ist das Realfilm? Ja, eigentlich nicht, ne? Das ist ja teilanimiert. Naja, das ist schon also ein Realfilm so mit so einem, also wie es Dschungelbuch halt wie war. Roger Rabbit halt, ne? Letztes Jahr. Ja, wie Roger Rabbit, genau. Nur in anders. Ich habe den nicht gesehen, der lief jetzt gerade auf Sky. Ich wollte ihn mal gucken, aber ja, ich weiß nicht, da hat schon in der Vorschau hat schon eine Tasse gesungen, da habe ich gedacht, nee, okay. Hey, du guckst doch jetzt La La Land, jetzt kannst du dir auch singende Tassen angucken. Nee. Ich hab ihn, wenn du dich erinnern kannst, ich habe ihn ja besprochen. Stimmt, bei euch. Und ja, ich fand ihn gut, Also war okay, war halt in diese Kerbe Dschungelbuch. Nächstes Jahr müsste König der Löwen kommen mit dieser Neuverfilmung, aufgelegte Sachen, Realverfilmungen, Disney. Ja, auch Disney melkt die Kuh, also ungemein. Und Schön und das Biest, es ist ein schöner Film, aber ja, jetzt auch nichts, was hängen bleibt. Ich weiß nicht, aber ich glaube, letzten Endes würde ich lieber wieder den Zeichentrickfilm gucken. Welche Realverfilmung von einem Animierten würden wir uns denn wünschen mal von Disney? Ich überlege gerade. Naja, weiß nicht. Cooles. Naja, die legen ja im Moment halt alles wieder neu auf. Wie gesagt, jetzt war ja erst Dschungelbuch, jetzt Schön und das Biest, König der Löwen kommt nächstes Jahr. Ich glaube, ich würde mir mal eine coolere Version, also eine neuere Version von Space Jam wünschen. Die fand ich eh gut. Da bin ich aber auch so ziemlich der Einzige irgendwie, weil jetzt kannst du den nicht mehr gucken. Aber zu seiner Zeit war Space Jam ja, schon cool. Ja, das war geil, die Musik. Michael und Jordan, ja. Aliens, Basketball, ach, das ist schon cool. Genau. Bugs Bunny. Müssen ja nicht unbedingt. Bill Murray, hallo. Genau. Das war ein guter Film. Vor allem, wie der dann plötzlich in dieses Golfballloch reingesaugt wird. Ja, schupp, das war ein und Quatsch. Dann steht der andere Typ. Das ist übrigens derselbe, der bei Basic Instinct da sitzt, als Sharon Stone die Beine übereinander schlägt, dem sein Gesicht man ganz groß auf der Leinwand sieht, wo dann die Schweißperlen runterlaufen. Der Typ steht dann so da, hallo, guckt dann so in dieses Loch rein. Ja, also der lebt wahrscheinlich davon, dass immer sein Kopf in Großaufnahme zu sehen ist, wie er irgendwie völlig fassungslos irgendwas mit ansehen verkörpern muss. Ja. Das hat er gelernt, ja. Platz 3 habe ich nicht gesehen. Ich bin also auch nicht einer von den neuen Besuchern, die das diese Woche geschaut haben, nämlich 50 Shades of Grey Teil 2. Ist das eigentlich der aktuell läuft? Nee, ne? Da kommt jetzt noch. Ey. Da kommt jetzt der nächste. Der läuft jetzt. Das war der zweite Teil, oh Gott. Wir sind echt hier auch gefährliches Halbwissen. Das müsste der zweite Teil gewesen sein. Gefährliche Liebe Teil 2 heißt er ja auch, genau. Genau. Und dann gibt es jetzt noch einen. Der neue kommt dann nächstes Jahr wahrscheinlich wieder zu Valentinstag oder so. Ja, aber da gibt's ja nicht jetzt einen, der jetzt schon demnächst, also sieht man schon überall Poster, aber dadurch, dass mich das überhaupt nicht interessiert. Trailer gab es da sogar. Ja, es ist ja nicht mehr lang bis Februar, also. Dann ist da irgendwann der Drops gelutscht, ja. Hoffe ich mal. Das sind doch nur 3 Bücher, oder? Und dann gibt's, glaube ich, noch Bücher aus der Sicht von ihm oder so. Aber es ist wirklich. Gefährliches Halbwissen, weil meine Mädels haben das gelesen und fanden das auch ganz toll und die gucken auch die Filme. Ich habe nichts davon gesehen, das fixt mich so gar nicht an. Ich habe tatsächlich mal versucht, diesen ersten Film zu gucken. Hat mich auch sowas von gelangweilt.
der Film. Weil es einfach völlig, na gut, ich will jetzt niemanden dissen, der das gut findet, aber ja, es gibt ja eine Fanbasis und das ist ja auch entstanden aus dieser Fanfiction von Twilight. Ja, das ist so die Zielgruppe. Gibt's halt, wird bedient und 3,446 Millionen Zuschauer in Deutschland. Ja, okay, solange wie es erfolgreich ist, wie es die Leute ins Kino zieht, okay. Ich habe jetzt auch nochmal parallel geguckt. Der nächste Teil heißt dann Befreite Lust. Genau. Startet am 8.2., also kurz vor Valentinstag. Ich meine doch, das ist denen ihre Zeit. Ich glaube, das war auch einer von diesen Trailern, die wir bei Star Wars gesehen haben, vor der Mitternachtspremiere. Weil da kamen nur blöde Trailer. Also beim letzten Mal bei Star Wars, kann ich mich erinnern, bei Rogue One, da kamen dann so Blade Runner Trailer, weißt du, und irgendwie so ein bisschen Sci-Fi-mäßig irgendwelche. Und diesmal kam nur komisches Zeug. Dann sitzt du da Mitternacht, weißt du, so, boah, da kommt dir so ein 50 Shades of Grey, also lachen, Kino. Was, da sind alle wieder wach? Ja, es fing ja gerade 0 Uhr an, alle waren ja heiß auf den Film, ne? Zum Glück kommen die Trailer vorher, nicht hinterher. Naja, Platz 2 habe ich gesehen, ich einfach unverbesserlich, Teil 3. War so, dass ich mich schon fast gar nicht mehr an die Story eigentlich erinnern kann hier. Na, das war auch wieder, das war auch so ein bisschen 80er-mäßig. Da war doch hier dieser Bösewicht, der so auch ein bisschen hängen geblieben ist in seiner Welt, der dann diesen riesigen Nachbau von sich selber hat und irgendwie Los Angeles angreift. Ja, und, stimmt. Und wie heißt der? Gru trifft auf seinen Bruder Drew. Ja. Und die sind doch dann da unterwegs und retten dann zusammen die Welt. Und die Minions sind ein bisschen separiert, weil die sind im Knast. Ja, stimmt. Jetzt erinnere ich mich. War jetzt, ja, also wie gesagt, ich habe das jetzt so total vergessen. Also zu die ersten zwei hätte ich noch irgendwie, das eine war das mit der Convention, das war der zweite Teil, ne, wo die das auf war der zweite, Bösewicht, genau. Die erste ist mit dem Mondclown. Hätte ich noch irgendwie die Story zusammengebracht, aber von dem dritten jetzt, puh. Und es ist auch so, die Kids, die haben irgendwie kein Interesse, den jetzt irgendwie nochmal zu sehen. Weil sonst, wenn wir aus dem Kino gekommen sind und so, dann hieß es irgendwie später, würden gerne den Film nochmal gucken, habe ich dann irgendwie auf DVD oder Blu-ray dann gekauft. Bei dem jetzt überhaupt kein Interesse, den nochmal wieder zu schauen da. Ja. Okay. Aber. Ja, und trotzdem sind die Minions allgegenwärtig. Also die begegnen dir ja trotzdem gefühlt überall im Supermarkt. Ja. Und es gibt irgendwie, keine Ahnung, Küchenrolle mit Minions und Taschentücher mit Minions. Und also die sind das Riesending. Also wer sich die ausgedacht hat, der kommt vor Lachen nicht mehr ins Schlaf. Na, ich glaube, das ist ja jetzt kein Disney-Produkt. Ne? Nee, das ist Dreamworks, ja, glaube ich sogar. Und ich glaube, da kannst du bestimmt auch günstiger an so eine Lizenz kommen, wenn du da sowas machen willst. Wenn du jetzt irgendwo ein Star Wars draufdrucken willst, das kostet bestimmt mehr, als wenn du sagst, du willst da irgendwelche Minions draufdrucken, oder? Nee, also ich glaube, also zumindest bei Star Wars gebe ich dir, glaube ich, nicht recht, weil Star Wars war vorletztes Jahr, wo hier Force Awakens ins Kino kam, da war alles, du hast ja Wollweg, hast du alles voll mit Star Wars gehabt, da hattest du so ein Netz Orangen, da war dann einfach ein BB-8-Trophy gedruckt und dann so, ah, okay, BB-8 ist eine Orange. Und also Star Wars hat, glaube ich, seine Lizenz komplett verballert, da kriegst du überall alles. Also ja, ist halt die Frage, vielleicht bei anderen Sachen nicht so, aber ist halt die Frage, ob die Firmen gesagt haben, ja, ich kaufe mir die, trotz dass es teuer ist, kaufe ich mir, weil jetzt alle so verrückt sind auf Star Wars. Ja, man weiß es nicht. Aber interessant ist, es sind diese Woche immer noch 9000 Besucher in Ich einfach plötzlich 3. Wahrscheinlich auch so ein, ja, so ein Jahres, ja, erfolgreichsten Film oder so. Platz 1 habe ich nicht gesehen. Fuck Your Goethe 3. Hast du den gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ah, roter Teppich wieder, oder? Nee, gar nicht. War was? Ein bisschen. Freiwillig eingegangen? Gibt's doch gar nicht. War, ich weiß gar nicht, kann man es eine Verzweiflungstat nennen? Ich weiß gar nicht mehr, was wir gucken wollten. Ich weiß nicht mehr, was wir gucken wollten. Es war irgendwas in 3D. Und wir hatten Gutscheine und dachten, das waren 3D-Gutscheine. Und sind dann ins Kino gegangen. War es aber nicht 3D, sondern Teil 3, nämlich Fuck Goethe 3. Nein, dann war es irgendwie, unsere Gutscheine sind ja nur 2D. Jetzt müssten wir ja den 3D-Bonus dazu zahlen. Dann haben wir dann kurz miteinander gerungen und dann so, ach komm, scheiß drauf, die 3 Euro da für 3D, die zahlen wir jetzt extra. Und dann so, aber ich habe ja gar keine 3D-Brille mit, die müssten wir jetzt auch noch extra kaufen, obwohl wir irgendwie Hunderte hier zu Hause liegen haben. Und dann war ich dann so frustriert, habe ich gesagt, nee, jetzt will ich den Film, obwohl er mir gerade nicht einfällt, jetzt will ich ihn auch nicht mehr sehen, waren dann schon quasi am Gehen und dann so, ach, es läuft in 5 Minuten Fuck You Goethe 3. Ach komm, den gucken wir jetzt. Jetzt sind wir extra hierher gefahren, jetzt sind wir hier am Kino, jetzt gucken wir den einfach. Mhm. Und so bin ich zu Fuck You Goethe 3 gekommen. Okay.
Weil also, wir hatten Gutscheine für 2D und wir waren frustriert und wollten ins Kino und es kam nichts Besseres. War wahrscheinlich immer noch besser als der Emoji-Film oder Geostorm oder sowas, den du da in 3D gucken wolltest. Ja. Nee, oh Gott, was war denn das? Wann ist denn der? Irgendwann im Oktober muss das ja gewesen sein. Emoji, der Film. Ich weiß nicht mehr, was ich in 3D gucken wollte, aber es hat zumindest nicht geklappt. Ich kann sein, dass es Tor war. Und damit sind wir ja eigentlich auch schon durch mit den Kinocharts, zumindest mit den deutschen Kinocharts des Jahres. Das heißt, wir werfen jetzt mal so ein bisschen Blick in unsere eigenen Listen hier, wir da so erstellt haben. Und wir überfliegen dann auch mal so ein bisschen, also wenn ich mal so die Kinocharts mal anschaue, ich lese mal so die Kinocharts vor, basierend auf der Abstimmung. Jetzt weiß ich gar nicht, warum hier diese Grießnockerl-Affäre, die hat es wahrscheinlich jetzt gerade verdrängt, wegen den anderen Sachen. Also Grießnockerl-Affäre ist bei eurer Abstimmung, liebe Hörer, die wir da so durchgeführt haben, auf dem letzten Rang, genauso wie Ostwind, hat auch keiner gesehen. Hat wohl Chris doch nicht gesehen. Oder es gibt keiner zu. Ich weiß ja nicht, wer hier mitgemacht hat. Das konnten ja auch anonym mitmachen. Fuck You Goethe hat auch nur einer oder eine. Ach, das ist bestimmt eine Lüge, weil so viele Leute im Kino und dann will es nur einer gesehen haben. Das glaube ich nicht. Wer weiß. Pippi und Tina, Schlümpfe jeweils eine Person. Und Paddington 2 auch nur eine. Dann zwei Personen haben Boss Baby, also irgendwie völlig umgekehrt proportional fast. Also Boss Baby, oder man kann sich schon nicht mehr erinnern. Plötzlich Papa, Pubertier, jeweils zwei Leute. Drei Leute haben mein Blind Date mit dem Leben. Ach herrje, so ein deutscher Film war das. Cars 3 und Bully Parade und 50 Shades und Ich einfach unverbesserlich. So, dann vier Leute haben Kingsman The Golden Circle geschaut. Ja. So, haben irgendwas fünf? Ja, die Mumie. Transformers, Mord im Orient Express haben fünf. Die Mumie, ah ja, hier unten. Genau, sechs Leute haben Ghost in the Shell, Justice League. Noch jemand sechs hier oben? Ja, Baywatch, Pirates of the Caribbean. Ja, sieben haben Schön und das Biest, Fast and Furious, Valerian. Ja, das war's. Acht Leute, Dunkirk, John Wick 2, Kong Skull Island, Thor, Takt der Entscheidung. 9 Passengers, La La Land, Planet der Affen, 10 Wonder Woman, Lego, ganz viele, die wir noch gar nicht erwähnt Batman, haben. Blade Runner, Spider-Man, Homecoming, 11 dann, jetzt kommen wir langsam in die vorderen Plätze, 11 haben S, den Film, Split und Logan. Yeah. So, jetzt Platz 1 dann, Guardians of the Galaxy 2 mit 12 Leuten, die da abgestimmt haben. Und Platz 1, Star Wars Episode 8. Perfekt. Was sind so hier die? Wir machen erstmal unsere Lieblingsfilme, dann gucken wir mal rein. Oder größte Kinoüberraschung bei dir? Das erste kann ich auch bei mir mit eintragen, eigentlich. Ja, also ich hab jetzt bewusst auch ein paar Filme genommen, die wir jetzt auch gar nicht genannt haben, weil es halt wirklich Überraschungen waren, weil ich die gar nicht so auf dem Zettel hatte. Ich meine, so die üblichen Verdächtigen wie Star Wars ist klar. Auch, dass die Marvel-Filme bestimmt relativ weit oben sein werden. Aber ich habe mich für Atomic Blonde entschieden. Ein Film, der in Berlin spielt. So ein Agenten-Thriller mit Charlize Theron. So in Zeiten, ich weiß, zum Mauerfall war das gerade, so zwischen Ost- und West-Berlin, Zeit des Mauerfalls. Und ist für mich so quasi wie die weibliche John Wick gewesen. Also Atomic Blonde war einfach nur ein richtig geiler Actionkracher, der mich von Anfang bis Ende total unterhalten hat und halt dazu noch einen großartigen Soundtrack hatte. Definitiv. Also der war für mich eine absolute Überraschung. Der Soundtrack, der hat mich auch gleich irgendwie voll in den Film reingesaugt. Da, wenn der Chris jetzt die Sendung hört, der wird wissen, was ich meine. Der saß nämlich neben mir. Der Film ging los. Ich dachte, geil. Das passt. Also, das hat man ja manchmal, dass es so wie Faust aufs Auge passt. Ne? Genau, also der war absolut toll, absolute Überraschung, weil ich den nirgendwo auf dem Zettel hatte und dann gesehen und dachte, wow, nicht schlecht. Hat auch so ein paar Haken geschlagen. Was ich dem Film ein bisschen, nicht ganz so toll fand,
Charlize Theron hat ja auch ein bisschen, hat er ja mitproduziert und das hat man gemerkt, die hat sich ein paar Szenen so auf den Leib geschrieben, wo man es halt besonders toll sieht und so und da nochmal und hier nochmal ein bisschen freizügiger und da nochmal hier die schönsten Seiten zeigen und so. Ja, finde ich aber auch nicht schlecht, weil ich mochte sie ja schon als Furiosa und das setzt genau da weiter an, also. Aber extrem cool und von der Timeline her hat es nicht ganz gepasst. Da in diese Nachwendezeit, da was wann wo wie passiert ist und wie man da ja, was machen und ja. Ich fand doch an manchen Stellen, dachte ich, sah Berlin zu der Zeit wirklich so aus? Das sah mir an manchen Stellen auch ein bisschen zu modern aus, aber so what, ey, das nehme ich, so einem Film, so einem Actionfilm, der muss da jetzt nicht unbedingt auf die Timeline achten und auf dies und das, sondern da muss halt das, was der Film ausmacht, was er sein will, das muss stimmen und das stimmte da, perfekt. Was auch extrem cool ist bei dem Film, falls ihn noch jemand irgendwie guckt, irgendwie, oder im Heimkino, achtet bitte auf die Szene, da ist eine Demonstration, wo die durch müssen. Und achtet mal auf die Schilder, die Leute hochhalten. Man achtet eigentlich nicht auf die Schilder, weil man auf die Personen achtet, die sich da durchwurschteln. Aber nur mal so als Tipp, achtet mal auf die Schilder, was da so draufsteht. Auf diesen Demonstrationsschildern. Ja, ich fand das sehr amüsant. Es hat natürlich wenig mit der Realität zu tun, was da draufsteht, aber... Ist doch egal. Da muss ich auch nochmal drauf achten. Also ich werde den auf jeden Fall auch nochmal gucken. Das war nur ganz kurz im Kino. Wir sind dann noch, wow, was war das jetzt gerade und so. Und ja, ich wollte mir das dann auch irgendwie, wenn das dann auf Netflix oder so, wollte ich mir mal einen Screenshot machen. Sehr schön. Ja, bei mir... Soll ich gleich weitermachen oder willst du? Ja, mach du mal. 7 Minuten, ja, den fand ich auch gut, stimmt. Ja, ja 7 Minuten nach Mitternacht. Sehr merkwürdiger Titel. Der Trailer, dachte ich, um Gottes Willen, was ist das irgendwie? Crude ist erwachsen geworden. Und das, also der Trailer hat mich überhaupt nicht überzeugt. Hab dann aber relativ viele positive Kritiken gelesen von halt auch so Leuten, die ich so schätze, wo ich sage, okay, was die so sagen, da bin ich mit denen immer relativ konform. Kinocast gehört, ne? Zum Beispiel. Und hab den Film dann gesehen und ich bin so rotzverheult da rausgekommen. Also der hat mich richtig emotional komplett gepackt und das war einfach so ein ergreifender Film fürs Herz, der mich auf so vielen Ebenen halt auch berührt hat und den ich ganz, ganz toll fand und den ich wirklich jedem empfehlen kann. Also lasst euch nicht abschrecken von diesem Trailer oder von irgendwas, sondern der Film ist wirklich, oh, der nimmt einen mit. Also ich hatte danach echt ein bisschen zu tun, also das hat mich ergriffen. Ja, das ging mir genauso. Also wir hatten den ja in der Sneak, auch in der OV-Sneak und da kam natürlich besonders schön rüber, dass der Baum von Liam Neeson gesprochen wird. Und ja, was will man mit dem Film sagen? Ich bin da auch missionarisch tätig, dass die Leute in den Film reingehen sollen, aber ja, was will man über den Film sagen? Ja, das ist ein Kind, dem erscheint ein Baum in der Nacht. Ey, das klingt so scheiße. Ich würde da auch nicht reingehen. Aber, nein, auf gar keinen Fall. Aber guckt euch den Film an. Das geht nicht nur um den Baum. Da geht es um viel, viel mehr. Und das ist ein ganz, ganz toller Film. Unbedingt angucken. Da geht es halt um Geschichten, die erzählt werden. Da sind ganz viele filmische Stile mit enthalten. Und es ist auf jeden Fall ein absolut sehenswerter Film. 7 Minuten nach Mitternacht, was auch ein, ich glaube, wie hieß denn der im Original? Weil das heißt... der hieß auf jeden Fall anders. Ja, genau, weil das war da irgendwie so ein Fehler, weil ja, ist ja nicht immer nur nach Mitternacht und so. Na, egal. Genau. Gut, dann Logan habe ich noch auf meinen Überraschungen, weil ich halt, wie ich vorhin schon meinte... A Monster Calls. Genau. Logan ist halt... Ich hätte nicht gedacht, dass man diese Wolverine-Reihe nochmal retten kann, aber hatte ich ja vorhin schon gesagt, darum absolute Überraschung, fand ich super. Und dann habe ich mir jetzt noch notiert Get Out und Baby Driver, was letzten Endes, also großartige Filme, beide. Aber wenn wir jetzt bei dem Wort Überraschung sind, waren für mich keine Überraschungen, weil denen wurde ja schon was relativ Großes vorhergesagt. Also die hatten einen mega Hype, alle beide. Und meiner Meinung nach sind sie dem Hype gerecht geworden. Aber beide auch unbedingt angucken, Empfehlungen von mir. Ja. Baby Driver sowieso. Also bei mir war es dann so, alle haben irgendwie gesagt, der ist gut, der ist gut. Dann habe ich ihn dann auch irgendwann geguckt. Und dann, ja, er lief ja auch in der Sneak hier. Den hätte ich gerne in der Sneak auch gehabt. Irgendwas ging da nicht, irgendwie war ich dann nicht da oder so. Schade. Das ist so ein Film, den hätte man gerne in der Sneak. So. Ja, also auf jeden Fall, da passt er auch perfekt völlig rein. Völlig unvorbereitet, ohne schon irgendwie vorher was gehört zu haben über den Film. Ja. Ja, also wie gesagt, bei mir war er halt echt begleitet mit schon aus den USA, mega Hype. Die Leute in der Timeline bei Twitter haben schon immer, oh Gott, Baby Driver, Baby Driver. Und dann hatte man hohe Erwartungen, aber andere Filme konnten das ja nicht erfüllen. Aber bei dem absolut, also fand ich ganz, ganz toll. Und das Ganze halt auch bei Get Out ist ja dieser, also so ein Horror-Thriller,
mit so Afroamerikanern ist da halt so ein bisschen das Thema. Und hattet ihr den auch in der Sneak oder hattest du den gesehen? Ich habe den nicht in der Sneak gehabt, aber ich habe ihn gesehen. Ja, und also wie gesagt, also den fand ich halt auch mega Vorschusslorbeeren und hat er für mich erfüllt. Also fand ich auch ganz toll. Und wie sie halt so manche Sachen gelöst haben oder wie sie an Dinge rangegangen sind, hatte trotzdem eine gewisse Art von Humor. Also der hat halt auch unterhalten, war jetzt nicht so ein reiner Horrorfilm, wie er halt auch manchmal verkauft worden ist. Aber ist halt, regt doch zum Denken an. Also Get Out kann man auch auf jeden Fall sehen. Und den letzten, den ich noch habe, ist halt Moonlight, der ja am Ende doch den Oscar gewonnen hat als bester Film. Lief auch Anfang des Jahres und ja, ist, glaube ich, steht auch für sich, sollte man gucken, ist halt so episodenhaft erzählt. Die Geschichte von einem schwarzen Jungen, der halt in dem übelsten Viertel von Miami groß wird, Drogendealer überall und der dann halt aber seine ganz eigene Geschichte hat, die dann so episodenhaft erzählt wird und wie man halt auch so rangeht an die ganze Sache. Hat mich auch sehr bewegt und fand ich ganz toll und war ich auch komplett konform, dass der dann als bester Film bei den Oscars dann von der Bühne gegangen ist, am Ende dann doch und nicht La La Land. Fandest du, ja? Ja. Okay. Ja, also Moonlight fand ich einen guten Film, aber jetzt nicht den besten Film, aber ja, toller, auf jeden Fall ein toller Film. Sehenswert, auf jeden Fall. Moonlight, ja. Ich kann auch sowieso nur jedem empfehlen, liebe Hörer, wenn ihr vielleicht den Jahresrückblick jetzt hört, macht ruhig auch mal den Versuch und versucht mal alle wichtigen Oscar-nominierten Filme irgendwie zu schauen vorher. Dann ist man viel mehr drin, auch in diesem ganzen Oscar-Thema, wenn dann die Oscar-Nacht ist und man wird halt ein Film irgendwie aufgerufen, der dann gewinnt und so. Ist halt schöner, wenn man den auch gesehen hat, wenn man weiß, worum es da geht und freut sich dann auch viel mehr mit oder ja, hofft viel mehr mit, dass bestimmte Filme auch gewinnen. Und ja, ich habe mir jetzt auch schon mal die Golden Globe-Nominierung angeschaut. Meistens ist ja da auch so ein bisschen was drin. Also das sind ja Filme, da habe ich ja noch nie was von gehört teilweise. Also, ich glaube, ich muss da dieses Jahr viel mehr tun als letztes Jahr. Mal gucken. Ja, dann komme ich mal zu meinen positiven Kinoüberraschungen des Jahres. Paddington 2 hat mich sehr, sehr überrascht, weil da habe ich auch gedacht, das wird so ein zweiter Teil, der ja ein bisschen abflacht, weil der erste war ja quasi die Origin-Story, ja. Wie kommt Paddington dahin zu der Familie und so, wie passiert das alles? Aber der Teil 2 war so wunderschön und auch so viele Stars, die sich auch nicht so schade sind, nur eine ganz kleine Rolle zu spielen. Viele natürlich englische Stars, die natürlich mit dem Paddington, mit der Figur was anfangen können. Ganz, ganz toller Film. Das ist so ein Film, wo ich vorhin erwähnt hatte, wenn von klein bis groß, von ganz klein bis ganz groß da Leute ins Kino gehen und wenn alle ihren Spaß haben, genau so ein Film ist das. Sehr positiv überrascht hat mich auch Happy Death Day. So ein relativ kleiner Film und wir hatten dieses Jahr ja einige solche Filme, wie zum Beispiel Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie, oder ja, andere Themen, wo sich immer ein Tag wiederholt, so Murmeltiertagmäßig, ne? Und das ist auch so ein Film, aber der schafft es wirklich, mit sehr, sehr viel Witz umzugehen. Da ist halt auch dieses Thema mit dabei, was ich vorhin erwähnt hatte. Hey, wenn ich den ganzen Tag immer und immer wieder erleben kann, wenn mir eigentlich nichts passieren kann, kann ich eigentlich auch alles machen, was ich will. Und das, da gibt es dann auch so diverse Szenen, wo sie das dann einfach mal macht. Und das ist irgendwie total lustig und das passt auch zu dem Film. Und dann, eigentlich hat der Film ja schon eine etwas heftigere Grundprämisse, nämlich sie wird am Ende des Tages immer getötet und sie versucht ihrem Tod irgendwie zu entgehen, aber es klappt halt nicht. Sie stirbt halt jeden Tag, sie wird halt jeden Tag umgebracht. Deswegen heißt es halt auch Happy Death Day, weil es eigentlich ihr Geburtstag ist. Und sie versucht halt irgendwie rauszufinden, wer ist das und warum. Und ja, darum geht's halt. Wenn du alle Zeit der Welt hast, dass du den Tag immer und immer wieder erleben kannst, zum einen, wem hast du mal ans Bein gepisst, der da vielleicht dich umbringen will? Und das Ganze in so einem Highschool-Setting. Es ist wirklich ein ganz, ganz toller Film. Hast du den gesehen? Ich habe den gesehen, den habe ich auch in der Pressevorführung sogar gesehen. Ich mochte ihn auch, aber tatsächlich hat mir dann so die zweite Hälfte oder, na sag mal, das letzte Drittel hatte mir dann nicht mehr so gefallen. Okay. Da hat er für mich so eine andere Richtung eingeschlagen, die fand ich nicht mehr ganz so gut, aber alles, was du gerade eben gesagt hast, so die ersten zwei Drittel, also echt amüsant und auch witzige Ideen, die sie halt so einbringen und ja, macht schon Spaß. Positive Also kann man auf jeden Fall gucken. Definitiv bei mir. Ebenso positive Überraschung Wonder Woman. Ja, ich bin ja nicht so der Superhelden-Typ, aber die fand ich gut, dass es eben so eine Zusammenfassung war von Origin Story, weil
ich kenne die nicht, ich weiß nicht, wo die herkommen. Das wird halt in dem Film gut erzählt, ja, die kommen von der Insel, das, das und das. Da wird mir erstmal so diese, ja, wäre ich erstmal so eingeführt und dann passiert aber auch trotzdem noch genügend, dass ich sage, boah, okay. Nicht wie bei anderen Origin-Stories, wo erstmal der Held etabliert wird und erstmal irgendwie gebrochen wird und dann irgendwie seinen Weg findet und da passiert erstmal ewig nichts, sondern hier geht es dann gleich wirklich zur Sache und richtig gut, fand ich gut. Ja, Baby Driver hast du gerade, den nehme ich hier mal raus bei mir. Ich habe auch schon andere Sachen hier nach unten geschoben. Dann komme ich mal zu Manchester by the Sea. Den habe ich ja auch in der Oscar-Vorbereitung geschaut. Und das wäre mein Film des Jahres gewesen. Da hätte ich mich sehr gefreut, wenn der einen Oscar gewonnen hätte für einen besten Film. Ganz, ganz toller, extrem guter Film. Und ja, Casey Affleck spielt ganz, ganz toll. Und den habe ich, da habe ich mal die Sneak ausfallen lassen, weil der parallel in der Originalversionsvorführung lief bei uns im Kino. Ich glaube, da habe ich sogar Baby Driver, weiß gar nicht mehr, ausfallen lassen. Und bin da halt. Nee, das glaube ich nicht. Manchester by the Sea war doch Anfang des Jahres. Ach so, na, ich weiß nicht mehr, wann die Sneak war. Dann war es was anderes. Auf jeden Fall bin ich da nicht in die Sneak, sondern da haben sich die Wege getrennt. Da habe ich gesagt, ich gucke jetzt hier die OV an, weil ich ja die Oscar-Vorbereitung gemacht habe. Mein Anspruch ist ja, jeden, der nominiert ist für den besten Film, zu gucken. Wenigstens, ja. Und wenn es geht, dann vielleicht auch noch die Darsteller-Oscars, wenigstens die Filme und die Animationsfilme. Ja, und deswegen habe ich mir den reingezogen gehabt. Dachte ich mir, mal gucken, so, klang jetzt nicht so, ich dachte, das ist ein englischer Film wegen Manchester und so. Aber war dann doch, musste ich feststellen, geht's doch, ich kann ja mal ein bisschen erzählen. Also geht's um eine kleine Stadt in den USA, die heißt eben Manchester by the Sea. Und ja, ein Mann gespielt von Casey Affleck, der wohnt aber in, ich glaube, in Boston und ist dort so, macht dort so Hausmeister und räumt da so die Mülltonnen auf und kümmert sich da, wenn irgendwie der Hausanschluss irgendwie, der Wasseranschluss irgendwie leckt oder sowas. Und der wird dann halt einiges Tages mal nach Hause gerufen wegen dem Todesfall von seinem Bruder und muss sich dann auch so ein bisschen um seinen Neffen kümmern. Und das ist wirklich extrem toll gespielt, wenn wir nicht zu viel verraten, weil da gibt es dann auch noch so ein paar offene Themen. Da ist dann auch wieder diese Geschichte, wenn jemand wieder in seinen Heimatort kommt, dann werden halt auch einige Sachen wieder hochgeholt, die lange verborgen geblieben waren oder verdrängt wurden. Und das ist hier auch und wirklich extrem toll. Tolle Musik, tolle Bilder, extrem sehenswert. Zu meiner letzten größten positiven Überraschung komme ich mal ein bisschen später, weil da habe ich noch bei dem besten Regisseur noch was. Deswegen markiere ich mir das hier mal farblich. So. Und machen wir weiter mit den größten Enttäuschungen. So, ganz, ganz kurz. Ich glaube, ich müsste jetzt langsam mein Netzteil mal anschließen. Steck mal dein Netzteil ran. Das heißt, genau, liebe Hörer, es könnte nämlich sein, die armen Hörer, es wird jetzt etwas brumm, aber ich. Oh, na toll, jetzt fliegt hier alles weg. Ich stelle mich dann auch auf stumm, damit man das dann nicht dauerhaft hat. Ja, warte, wir probieren es mal. Du steckst es mal rein. Wenn es halt ein bisschen brummt, das ist ja dann. So, ist vielleicht ja kein Problem. Das, so, jetzt, oh, das jetzt ist es drin. Oh, das ist aber ganz toll. Vielleicht. Jetzt ist es weg. Warte. Jetzt wieder. Oder? Also ich habe jetzt nichts weiter gemacht. Jetzt ist es drin. Vielleicht kannst du diesen. Ist da irgendwie ein Netzteil dran, was man vielleicht ein bisschen wegschieben kann oder so? Na, das ist eigentlich schon alles ganz weit weg von mir. Okay. Ja. Pass auf, ich mache einfach jetzt, nur wenn ich dann spreche. Jetzt mache ich einmal auf stumm. Kannst du weitermachen. Ich glaube, wenn ich spreche, dann hört man es eh nicht, aber ja, okay. Na gut, dann mache ich jetzt erstmal, also größte Enttäuschung im Kino. Ich habe irgendwie mittlerweile so das Talent entwickelt, dass ich so die ganz schlimmen Fails, die vergesse ich irgendwie sehr schnell. Zum Glück, muss ich sagen, weil dann beschäftigt mich das nicht noch ewig. Aber was jetzt wirklich gerade neuere Zukunft war, zum Beispiel bei mir, das war zwar jetzt kein Kinofilm, aber es wirkte halt zumindest wie ein Kinofilm. Das ist dieser Bright von Netflix. Da fand ich das sowas von Banane, diesen neuen Film mit Will Smith, der da so Fantasy-mäßig ist, wo da so Cops zusammenarbeiten mit irgendwelchen Orks und dann gibt es noch Elfen und sonst was alles. Und es ist total, kann jeder auf Netflix gucken, der Netflix hat. Bildet euch mal eure eigene Meinung. Hast du den eigentlich gesehen, Luise? Ich habe den nicht gesehen, aber das ist halt auch, ich habe so das Gefühl, dass Will Smith zur Zeit oder in letzter Zeit eigentlich nur noch irgendwelche Morgs-Filme macht, wo er, ich weiß nicht, ob er das Händchen verloren hat für gute Rollen, aber ich habe auch über diesen Pride, ich habe ihn nicht gesehen und ich glaube, ich werde ihn jetzt auch nach all der Kritik erstmal so schnell nicht sehen und von der Watchlist etwas weiter nach hinten schieben, aber es
ja, es klang halt auch alles nicht so toll und auch die Werbung, die Netflix gemacht hat, das hat mich überhaupt nicht gefixt, also weiß nicht. Das hätte ja schon irgendwie cool werden können, fand ich, also wenn da so die Fantasy-Figuren, die man so aus Herr der Ringe kennt oder Orks oder sowas in der realen Welt quasi neben uns herleben, aber es ist halt auch so inkonsequent, also manche sind halt irgendwie, also die sind eigentlich alle irgendwelche echten Lebewesen, aber dann gibt es wiederum irgendwelche, was sind das, Elfen oder Feen oder irgendwas, die werden halt bekämpft oder sowas, die sind halt irgendwie lästig, wenn die da irgendwie rumfliegen oder sowas. Das ist irgendwie ganz, ganz komisches Ding, ganz komisches Ding. Vielleicht habe ich es auch nicht verstanden, kann auch sein, will ich nicht ausschließen. Ich mache gleich mal weiter, wenn du einmal hier das Brummen ausgeschaltet. Flatliners, extrem enttäuschend. Hätte ich mir schon ein bisschen mehr erhofft von diesem Remake, aber das war ja sowas von Banane, da habe ich mich ja auch schon ausführlich hier in der Sendung ausgelassen. Ich mochte ja den alten Film und war halt so schön dargestellt. Also bei Flatliners geht es darum, dass ein paar Medizinstudenten oder junge Ärzte in so einem Hospital irgendwie auf die Idee kommen, doch mal so eine Nahtoderfahrung mal irgendwie zu reproduzieren oder sich quasi zu töten und sich dann wieder zu beleben, um eben zu sehen, was da ist vielleicht, ne? Und ja, was in dem Originalfilm so war, dass sich irgendwie so eine Truppe gefunden hat. Ich glaube, Kiefer Sutherland war dabei, dann Kevin Bacon, erste Pretty Woman, Julia Roberts war dabei. Ja, der Originalfilm war eine mega geile Riege an Darstellern, auf jeden Fall. Ah, die waren da noch nicht so groß, wo die da mitgespielt haben, glaube ich. Also die sind dann erst so richtig, wann war denn hier, wann waren Pretty Woman, war da auch später dann, ne? Na, das Anfang der 90er oder so. Ja, ja. Und, das sind ja dann auch schon, na, 20 Jahre. Ich meine, der erste Flatliners war ja 1990. Und ich meine, die meisten von den Darstellern, die da dabei waren, jetzt gucke ich gerade mal, Julia Roberts, waren dann, ihr großer Durchbruch war da eigentlich gefühlt mit Pretty Woman, oder? Und ich, ja, auf jeden Fall Pretty Woman. Also da war sie auch noch unfassbar jung. Ah, nee, warte mal, das war direkt im selben Jahr, sehe ich gerade. Und vorher war Magnolia aus Stahl. Okay, ja, auf jeden Fall, die waren jetzt noch nicht so, hatte vielleicht gerade das Glück gehabt, dass in dem Jahr Pretty Woman war oder hat beide Filme gleichzeitig. Auf jeden Fall sind die dann dadurch bekannt geworden. Hier ist auch, also die Darsteller sind jetzt alle nicht so, bis auf die eine vielleicht, aber ja, es hat halt einfach die Gruppendynamik, dieses gegenseitige Vertrauen, das, was eigentlich das Wichtigste ist, wenn ich von jemandem verlange, mich umzubringen und mich wiederzubeleben, damit ich sehe, was da vielleicht ist, dann muss ich dem ja wirklich total vertrauen. Und das ist hier einfach nicht der Fall. Das ist irgendwie eine wild zusammengewürfelte Gruppe. Und im Originalfilm wurde halt wirklich, haben die sich gegenseitig bewiesen, dass sie aufeinander bauen können. Und das hat irgendwie, die wichtigste Prämisse hat total gefehlt. Und wirklich so nach 5 Minuten im Film gefühlt sagt die, ja, hier, ich lege mich jetzt hier hin und du belebst mich dann wieder. Und ja, du hast ihn doch auch gesehen, oder? Nee, ich habe den leider nicht gesehen. Also ich kenne den alten Film, aber den kenne ich nicht. Aber wenn du jetzt schon sagst, dass die Chemie zwischen den Darstellern nicht stimmt und dass da, ja, wie du meinst halt, wenn da null Vertrauen ist, dann nimmt man das dann auch niemandem ab. Also gesehen habe ich ihn nicht, aber jetzt glaube ich auch, dass ich ihn nicht sehen werde. Kannst du ja mal gucken, wenn der irgendwo läuft, vielleicht, ja, wenn dir nicht gefällt, machst du ihn aus auf Netflix dann. Genau, und dann gucke ich die Mumie. Ja, der kommt bei mir als nächstes. Das ist sehr enttäuschend. Also ich mochte ja den alten Film, sogar den zweiten Teil mochte ich auch, aber den alten war ich im Kino und es war mit einer der ersten Filme, die ich mir auf DVD gekauft habe damals, als es DVD gab. Fand ich sehr, sehr lustig und gut gemacht, ein Film für die ganze Familie irgendwie, auch wenn es ein bisschen gruselig war, aber es war schon nett, aber der neue Film ist sowas von Banane. Also ich liebe die Mumie mit Brendan Fraser, der ist ganz, ja, ganz toll. Den meine ich ja, den alten, ja. Ja, darum, also den finde ich super, aber als ich dann, das war jetzt mit Tom Cruise, ne? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich hab ihn gesehen. Ah, ja. Oh, nee. Ja, dann müssen sie wieder irgendwo hin und irgendeinen MacGuffin holen, damit sie da wieder hinkommen und da wieder dort und ja, und dann ist die Mumie und ja, also nee, dann sind sie irgendwo im Irak und natürlich Tom Cruise, so der tolle Held, weißt du, so mitten im... Ah nee, also nicht wirklich empfehlenswert. Also wenn das so das Reboot von, oder diesen Neustart von diesem Dark Universe sein soll, hoffentlich kommt da noch was Besseres, sonst können sie uns gleich wieder den Sargdeckel zumachen sozusagen. Das war aber sehr schön.
Trainspotting 2 würde ich jetzt zwar nicht als größte Enttäuschung bezeichnen, aber es war schon eine Enttäuschung des Jahres. Weil ich hatte mir doch ein bisschen mehr erhofft, weil Teil 1 war ja doch ein bisschen stilbildend damals mit seiner Bildsprache, mit seinen Charakteren, mit seinen, ja, mit seiner Musik vor allem, mit seinem Soundtrack. Teil 2 kocht eigentlich Bewährtes wieder auf, ohne jetzt irgendwie was Neues reinzubringen. Also es ist nur das, dass halt der eine wieder zurückkommt und man erfährt ein bisschen, wie das damals weitergegangen ist vom Ende, vom Teil 1. Die Musik habe ich völlig, also ich achte eigentlich immer so auf Musik, auch im Film. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt für Musik im Film lief. Ich könnte sofort sagen, dass bei Trainspotting 1, dass der Underworld Born Slippy lief, dann und diverse andere, also da habe ich den Soundtrack auch zigmal gehört und sonst was, aber hier bei dem, keine Ahnung, was da, ich weiß nicht, ich habe den Film. Ja, ich gehe da mit dir mit. Also ich habe ihn bei mir auch reingeschrieben, weil ich auch viel Erwartung drin hatte und das Einzige, was ich dann interessant war, war wie halt so, okay, so ist die Geschichte damals weitergegangen, aber was halt alles, was danach passiert, was uns halt dann so neu erzählt wird, dachte ich, oh ja, nett, aber jetzt nichts Besonderes. Das fand ich schade, weil ich auch große Erwartungen hatte letzten Endes in den Film und weil ja Danny Boyle, ne, als Regisseur ja auch im ersten so viele tolle Einstellungen hatte und halt, wie er da in seinem Zimmer ist und halt auch mit diesem Baby und allem drum und dran. Das sind so Sachen, die haben sich eingeprägt und die waren halt auch für die ganze Popkultur also auch wichtig. Also ich denke mal, Trainspotting gehört da sehr dazu zur Popkultur und dieser zweite ist einfach so, ein lauwarmer Aufwasch, aber jetzt nichts Besonderes. Schade. Also sehr schade, weil ich habe mich echt gefreut und dachte, das wird was. Ja, also im Original zum Beispiel Lou Reed, Perfect Day und sowas. Das haben sie halt hier auch nochmal wieder aufgekocht und von, ich sehe gerade hier, ich habe gerade mal bei IMDb aufgerufen, von Underworld ist auch ein Song mit dabei, Eventually Bad, aber das klingt halt auch so wie ein bisschen wie Born Slippy, aber es ist halt, ja, man merkt halt, ja, sie haben es irgendwie versucht, und aber es funktioniert halt nicht und es war halt, teilweise, wenn man den Soundtrack gehört hat, ich habe mir den Soundtrack damals auch gekauft, es gibt wenige Filme, wenn du den Soundtrack hörst, hast du sofort die Szenen auch im geistigen Auge. Du weißt genau, es geht mir zum Beispiel bei High Fidelity auch so bei dem Film, wenn ich den Soundtrack höre. Oder oh ja, unbedingt High Fidelity, großartig. Also, und das passt halt einfach. Und hier, bei dem gar nichts. Also, wie kann man, wenn man so eine Vorlage hat, wie kann man da so viel verkehrt machen eigentlich? Oder vielleicht wollten sie bewusst einen anderen Weg gehen, ich weiß es nicht. Ja, aber es ist ja auch sein eigener Film. Also es ist ja nicht so, dass irgendjemand anderes jetzt diesen Film nochmal aufgelegt hat. Es ist ja wieder Danny Boyle gewesen, darum verstehe ich es ja noch weniger. Weil er kennt ja eigentlich sein Material und was die Leute daran so schätzen und lieben gelernt haben. Und dann das dann, wie gesagt, nur so lauwarm zu machen, finde ich halt sehr schade, weil er ja auch gerade der ist, der den ersten Teil gemacht hat. Also, schwierig. Ich sehe gerade, du hast den ja auch drin bei dir. Als größte Enttäuschung. Ja, darum meinte ich, ich bin da voll bei dir, weil ich ihn drin stehen habe, noch mehr. Stimmt, das ist mir jetzt auch gerade. Ich wollte gerade sagen, fandest du ja auch ziemlich. Aber du hast den auch drin stehen. Ja, und dazu noch fand ich noch Alien Covenant. Fand ich sehr enttäuschend. Also hatte ich doch mehr erhofft, zumal ja auch Ridley Scott wieder dabei war. Und anscheinend nicht nur ich, denn er soll ja nun offensichtlich keine weiteren Teile bekommen. Das sollte ja ursprünglich mal dann der Start werden zu einer neuen Reihe dann, aber... Ach echt, das Franchise wird jetzt wahrscheinlich beerdigt. Ja, nicht Covenant. Nicht komplett, aber Ridley Scott macht jetzt da, glaube ich, nichts mehr. Habe ich jetzt irgendwie jetzt die Tage irgendwo gelesen. Unbestätigt, aber ich habe auch nicht viel Gutes gehört über Covenant, also davon mal abgesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ach so, du hast ihn nicht gesehen, okay. Ja. Also dann, also außer irgendwelchen selbstverliebten Sachen von Fassbender und sowas, hat der Film kaum was zu bieten. Also das macht sehr viel falsch, was die vorhergehenden Filme richtig gemacht haben. Also ich nehme da Prometheus mal aus, weil der hat nicht viel richtig gemacht. Meines Erachtens. Um mich mal hier mit allen Hardcore-Fans anzulegen hier. Nee, also für mich war auch Prometheus nicht so. Deswegen, ich würde es gern sehen, wenn vielleicht mal Denis Villeneuve oder so vielleicht einen Alien-Film macht. Oder. Ach, der hat doch schon Arrival gemacht. Ja, kann man nochmal. Das geht doch. Der weiß jetzt, wie es geht. Ja. Okay, da bin ich mit meinen größten Enttäuschungen. Ich bin natürlich, also die Enttäuschungsliste ist bei mir weitaus länger als die Liste der guten Filme. Aber wie gesagt, ich habe viele verdrängt und vielleicht fällt mir dann bestimmt noch irgendwas ein,
irgendeinen Film, den ich enttäuschend fand. Du hast noch einen hier draufstehen. Überrascht mich schon ein bisschen, dass du meine größten Enttäuschungen mit rein. Ja, hatte ich ja vorhin, glaube ich, auch schon ein bisschen angeteased. Ist tatsächlich Guardians of the Galaxy, aber das liegt halt deswegen oder daran, dass ich halt mit mega Erwartungen reingegangen bin und mich das Ganze dann doch irgendwie enttäuscht hat. Ich bin enttäuscht aus dem Kino rausgegangen, weil ich viel, viel mehr erwartet habe. Und wie gesagt, vorhin schon der Soundtrack, halt, das war alles so gewollt und die Gags, alles schon mal da gewesen. Und ja, der Film lebt dann wirklich davon, dass Groot unfassbar niedlich ist, auch als Baby Groot. Aber ja, sonst hat er mich halt nicht wirklich weitergebracht. Und ich fand die Story und halt diese ganze Vatergeschichte jetzt auch nicht so mega. Also es ist ein okayer Film, er passt perfekt ins Marvel-Universum, aber da Guardians eben seinerzeit, wenn war das 2015 oder so, also ein Überraschungserfolg war, den niemand auf dem Zettel hatte und der Film einfach alles weggeblasen hat und einfach unfassbar großartig genial war und in allen besten Listen ganz weit oben erschienen ist und das zu Recht, war halt der zweite Teil für mich halt eine große Enttäuschung. Aber das natürlich nicht jetzt im Vergleich wahrscheinlich mit deinen Filmen, die dann eine niedrigere Bewertung kriegen, sondern einfach so vom Gefühl her. Mhm. Okay. Ja, was hast du noch bei deinen Kursen? Ja gut, dann habe ich noch nach Fluch der Karibik, aber ich glaube, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Das ist einfach, dieses Franchise ist am Ende und von daher schnell weiter. Furchtbar. Schnell weiter. Dein liebster Schauspieler dieses Jahr? Ja, das waren auf jeden Fall Ansel Elgort als Baby Driver. Also den fand ich ja ganz toll und wie er das ganze Ding wuppt und meistert und wie er da halt auftritt als Baby, das hat mich schon sehr begeistert. Ich glaube, es ist sogar eine Golden Globe-Nominierung auch für ihn rausgesprungen am Ende. Mal sehen, ob er die dann auch bekommt. Und Hugh Jackman, aber, das muss ich jetzt erwähnen, ich habe The Greatest Showman schon gesehen. Ah, okay. Den hatte ich schon in der Jahresabschlussveranstaltung von, oh Gott, von Fox. Die haben dann schon einen Film gezeigt und das war halt The Greatest Showman. Das war jetzt irgendwann Ende Dezember. Oder nee, Anfang Dezember, verdammt. Und ja, und Hugh Jackman halt einmal als Wolverine in diesem Jahr und halt als Greatest Showman war für mich im Gesamtbild einfach der beste Schauspieler, den ich dieses Jahr sehen durfte, halt auch durch diese Vielschichtigkeit, die er hat. Ich meine, Hugh Jackman, dass er singen kann, dass er performen kann, dass er tanzen kann, wissen wir spätestens seit der Oscarverleihung, die er moderiert hat. Aber dass er halt auch diesen Wolverine spielen kann und halt diese verschiedenen Charaktere halt auch darstellen kann, finde ich halt immer wieder ganz toll. Und Greatest Showman, oh Gott, ich glaube, Eric, du wirst ihn hassen. Das ist halt auch wieder total der Musical-Film. Ja. Aber ich glaube, der kommt nicht an La La Land ran. Ich glaube, das ist überhaupt nichts für dich, weil die singen und tanzen da auch stets und ständig. Aber der Soundtrack ist großartig. Also, oh Gott, da bin ich jetzt gespannt, wie du den schon, findest. Ich fand schon den Trailer furchtbar. Greatest Super, Showman. Dann guck ihn und dann wirst du ihn hassen. Ich liebe ihn. Ich fand ihn ganz, ganz toll. Die Songs sind total im Kopf geblieben. Der Soundtrack ist bestellt und ich bin voll Greatest Showman. Das so. Ist doch wieder so ein Oscar-Ding oder so. Haben sie wieder voll auf Oscar gebügelt hier, oder? Ja, also er wird auf jeden Fall bei den Globes, da hast du ja die Kategorie mit Musical. Ja. Da reißt einfach alles raus. Natürlich. Da gewinnt er alles und fertig. Okay. Ob es für die Oscar reicht, weiß ich nicht. Ich hoffe nicht, sonst muss ich den mal gucken. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Oscar-Verleihung dann wieder viele Anleihen, weil die haben doch dann immer auch so ein bisschen so Thema und halt die Opening-Sequenz. Und ich glaube, das wird viel von The Greatest Showman. Und aber was Gott, man dazu noch sagen kann, der ganze Cast hat jetzt sogar einen Live-Trailer gemacht, wo sie halt auch noch mal live singen und performen und das alles halt auf dem Gelände der Warner Brothers Studios. Das muss ich sehen. Also auch mit Zac Efron und ach, das ist alles ganz toll. Ich liebe The Greatest Showman, ist ein ganz toller Film und jeder, der ein bisschen was für Musical übrig hat, der wird mit mir da konform gehen und sagen, großartig, guck den. Naja. ich habe bei mir jetzt noch gar nichts drinstehen bei bester Schauspieler, weil irgendwie, auch bei beste Schauspielerin, hat mir irgendwie noch nicht so was Richtiges, wo ich gesagt hätte, also es gab so viele Sachen, die ich ganz gut fand auch, aber ich mag es halt auch mehr, wie jetzt bei deinem Hugh Jackman, wenn das in mehreren Produktionen, die vielleicht auch ein bisschen anders sind, wenn die da ihr schauspielerisches Talent bewiesen haben, habe ich jetzt gerade ein bisschen überlegt, vielleicht ist es Ryan Reynolds bei mir beim besten Schauspieler, weil den habe ich jetzt in verschiedenen Sachen gesehen dieses Jahr, die ich eigentlich gut fand, die eigentlich so stilistisch irgendwie völlig anders sind. Also ich denke da so an Deadpool, ich denke da so an Live, den Film. Ich habe Selfless, das ist zwar jetzt kein Film von diesem Jahr, aber den habe ich jetzt aktuell gesehen, der wird dann in der nächsten regulären Kinocast-Folge mit besprochen von mir, fand ich ziemlich gut. Ja, vielleicht ist es der, aber es ist jetzt auch nicht so, ist jetzt kein,
dass ich jetzt sagen würde, ja, dem würde ich jetzt den Oscar geben oder so. Vielleicht fällt mir noch irgendwas ein im Rahmen der Oscar. Also noch kein Überflieger. Nee, bei mir, auch bei der besten Schauspielerin war jetzt, es war alles ziemlich gut und so, aber ja, war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, das war jetzt eine Szene, die war jetzt richtig gut oder so. Ja, genau, beste Schauspielerin, hast du Emma Stone drin stehen? Genau, da habe ich Emma Stone, also zum einen wegen La La Land. Da fand ich sie ja ganz toll, aber auch bei Battle of Sexes. Das war ja auch dieses Jahr. Ne? Battle of Sexes habe ich nicht gesehen. Genau, da hat sie ja auch mitgespielt. Der Film, ich sag mal, ist okay. Jetzt gehobener Durchschnitt, ist jetzt nichts ganz Besonderes. Hätte ich auch ein bisschen mehr erwartet. Aber die Darsteller, die sind halt großartig. Und Emma Stone allen voran. Also ist auch, auch wieder nominiert, Golden Globe. Vielleicht reicht es auch für einen Oscar. Aber halt durch diese, auch wieder zwei Rollen quasi, die ich in Daisy gesehen habe, Battle of Sexes als auch La La Land. Und von daher ist es bei mir Emma Stone geworden. Aber sonst geht es mir so ein bisschen wie dir, dass man halt so dieses Wow, diesen Wow-Effekt jetzt bei den Darstellern, zumindest in den regulären Filmen jetzt noch nicht hatte. Ich meine, die Oscarsaison startet jetzt wieder und da werden dann bestimmt wieder einige dazukommen. Aber ja, darum Emma Stone. Mir fällt gerade ein, ich habe die unsere geschätzte Zuhörermeinung ein bisschen übersprungen. Wir wollten ja eigentlich noch die Lieblingsfilme und das, was so die Leute hier in unserer Abstimmung. Ich lese mal einfach hintereinander weg vor. Split, Dunkirk, also die wir noch nicht hatten, lese ich mal vor. Die hier als Blade Runner haben hier Split und so. Hidden Figures wurde hier genannt und Begabt, La La Land, Schön und das Biest, Manchester by the Sea, okay. The Handmaiden von Park Chan-wook. dann oh Gott, Western von Valeska Griesebach, Nocturama von Bertrand Bonello, Good Time, also lauter Filme, Good Time von den Safdie-Brüdern, On the Beach at Night Alone von Hong Sang-soo, Ex Libris New York Public Library von Frederick Wiseman. Da hat irgendjemand einen ganz ausgefallenen Geschmack. Kommen die ganzen Arthouse-Filme. Kaniba von Lucien Castaigne Taylor, Mrs. Fang von Wang Bing, und The Florida Project von John Baker hat anscheinend schon jemand gesehen oder hat da hohe Erwartungen dran, weil den möchte ich nämlich auch sehen, weil der soll wohl richtig gut sein und auch Oscar-Kandidat sein mit Der Tod von Ludwig dem 14. von Albert Serra und 120 BPM von Robin Campillo. Baywatch hat hier jemand als besten Film. John Wick 2 hat hier jemand genannt. Ja, John Wick 2, besten Film, weiß ich nicht. Die 1 fand ich richtig gut, 2 hat doch schon ein bisschen abgebaut. Kong Skull Island, den will ich noch gucken. Den habe ich hier als Leih-Blu-Ray. Body and Soul, meine schöne innere Sonne. Mhm. Hobbit 1 bis 3, ja, ist jetzt nicht direkt dieses Jahr. Der war nicht dieses Jahr. Ja, aber Kong Skull Island hat noch jemand. Star Wars 8 und S, La La Land, S, Kong, Justice League. Justice League hat man auch noch gar nicht genannt. Pitch Perfect 3, den hast du doch erst gesehen, oder? Genau, den habe ich, vor Weihnachten habe ich den gesehen. Und dein bester Film des Jahres? In meinem alten Stammkino. Dein bester Film des Jahres? Nee, ist er nicht, aber er schließt genau da oder macht genau da weiter, wo 1 und 2 auch aufgehört haben. Also ich mag die Songauswahl, ich mag die Mädels, die Story ist natürlich wie immer ein bisschen Banane, aber darauf kommt es auch gar nicht an. Es fügt sich aber also in dem, was sie darstellen, dann passt es halt wieder irgendwie. Man darf halt vielleicht nicht zu lange drüber nachdenken, aber der macht Spaß, die Songs sind toll und ja, kann man gucken. Also wenn man die ersten beiden gesehen hat, muss man den dritten sehen. Also das gehört einfach dazu. Ist auch ein schöner Abschluss, weil danach wird es aller Wahrscheinlichkeit nicht weitergehen. Ist jetzt halt auch so the final pitch. Und ja. Alle sterben. Also, alle haben wenn man die anderen gesehen hat, gucken. Und Anna Kendrick, Rebel Wilson, großartig. Alle sterben. Oder Rebel Wilson hat alles nur geträumt, kommt am Schluss raus. Vielleicht, ich möchte nicht spoilen. Wir werden sehen. Die größten Enttäuschungen von euch, die hier mitgemacht haben bei der, ja, bei unserer kleinen Umfrage, Blade Runner haben tatsächlich Wonder Woman, Passengers, okay, Blade Runner, Enttäuschung, okay. Guardians of the Galaxy hat auch jemand genannt. Geostorm. Dann hat es wahrscheinlich dieselbe Person, die vorhin diese Arthouse-Filme genannt hat, alle Comic-Verfilmungen als größte Enttäuschung. Aber dann passt der andere nicht. Dann würde ich doch gerne mal wissen von dieser Person, hast du denn alle Comic-Verfilmungen gesehen, dass du dir da ein Urteil erlauben kannst? Nein, Spaß. Logen bestimmt nicht. Mother
als größte Enttäuschung. Das ist, wundert mich jetzt ein bisschen, den wollte ich nämlich gerne noch sehen da. Nee, das wundert mich eigentlich überhaupt nicht, weil ich glaube, Mother ist halt das Ding, du liebst ihn oder du hasst ihn und es gibt okay. nichts dazwischen. So war es zumindest bei uns dann, und in meinem direkten Umfeld. Ich werde mal gucken. Rings, Alien Covenant, Baby Driver, Blade Runner, Dunkirk. Okay, da sind aber nicht dieselben, die Dunkirk oben geschrieben haben, die jetzt hier Split, Pirates, sind aber zu wenig gute Filme aus Europa, Alien Covenant, okay, Enttäuschung. Resident Evil Final Chapter, ups, das als schlechtes Film, wie hätte das gedacht? Die Schöne und das Biest und Spider-Man Homecoming als Enttäuschung, okay. Und Schauspieler, jetzt muss ich mal gucken, Casey Affleck, Denzel Washington, also beste Schauspieler. Denzel Washington, Colin Farrell, Tom Hardy, Oscar Isaac, Dev Patel, James McAvoy, Harrison Ford, Moritz Bleibtreu, Tom Hiddleston, Ben Affleck, Ryan Gosling, genannt. So, Schauspielerinnen hatten wir die schon? Ja, ich hatte meine Emma Stone genau. Ja, dann Schauspielerinnen, die ihr am besten fandet, natürlich Carrie Fisher, da hätte man drauf kommen können. Ja, hätte man ruhig mal nennen können, eigentlich. Schande über mich. Jessica Roth, Olivia Spencer, wahrscheinlich die Person, die Hidden Figures geschrieben hat. Stone, wer auch immer Stone ist. Stone, nur Stone. Emma Stone? Emma Stone? Stimmt. Miss Flint Stone? Rooney Mara? Isabel Huppert? Okay, kann ich unterschreiben. Ella Rumpf? Nicole Kidman? Und dann wieder Kim Min Lee aus dem Film On the Beach at Night Alone? Kristen Stewart in Personal Shopper? Brooklyn Prince in The Florida Project? Okay. Alexandra Borbély, Juliette Binoche, Lina Beckman, Emma Watson, Emma Stone und Anna Kendrick genannt. Okay, das waren so eure Sachen, die ihr... Und dann kommen wir mal zur besten Regie. Da lege ich mal vor mit Taylor Sheridan. Das ist jemand, der hat mich dieses Jahr echt begeistert. Zum einen ist er eher bekannt den meisten vielleicht als Schauspieler, weil der hat in sehr vielen Serien auch mitgespielt. Der hat zum Beispiel bei Veronica Mars mitgespielt. Der spielt den Danny Boyd. Bei Sons of Anarchy. Jetzt weiß ich, wer das ist. Ah. Bei Sons of Anarchy hat er mitgespielt, den Deputy Chief David Hale. Der hat auch bei Hell or High Water mitgespielt und er ist aber eigentlich mir jetzt eher ein bisschen aufgefallen, dadurch, dass er Director ist von einem Film, den ich gesehen habe in der Sneak Preview kürzlich, nämlich Wind River. In Wind River geht es darum, dass Jeremy Renner, der ist ein, ja, so eine Art Wildhüter, irgend sowas von so einem riesigen Areal inmitten eines Indianerreservates und er kennt sich halt richtig gut aus und er muss halt immer dafür sorgen, wenn irgendwelches Vieh angefallen wird, zum Beispiel von Wölfen oder irgendwas, dass er dann die Wölfe erschießt oder so für die Leute oder sich halt insgesamt so um dieses ganze Areal kümmert, dass da alles in Ordnung bleibt. Und es passiert dort, sieht man auch gleich am Anfang in der ersten Szene, wird eine Frau rennt mit nackten Füßen mitten durch den Schnee und irgendwie völlig blutbesudelt und bricht dann irgendwo zusammen. Und diese Leiche wird dann gefunden. Und in diesem Indianerreservat wird uns erstmal ein bisschen erläutert, wie das eigentlich so funktioniert. Rein rechtlich gesehen hat dort die Polizei keine Handhabe, weil das wird alles auch noch so ein bisschen unterdrückt, sondern da muss halt das FBI kommen und ermitteln in so einem Mordfall. Die Polizei darf doch nicht selber ermitteln. Und dann kommt, wie heißt sie, Kelsey Espil? Nee, Moment, ist das die richtige? Nee. Wie heißt sie? Annie Elizabeth Olsen. Genau, Elizabeth Olsen kommt dann dort an und soll dort ermitteln als FBI-Agentin. Und sie kommt so mit dünnen Jäckchen dort an und da sind so irgendwie minus 95 Grad oder so, ne? Und wie man halt dann so ankommt. Das ist wirklich völlig da ganz, ganz oben irgendwo, wo es wirklich ganz kalt ist und Schnee und sonst was alles, eiskalt, sehr unwirtlich. Und sie kommt halt irgendwo aus Las Vegas, weil da eine FBI-Schulung war, mit ihrem dünnen FBI-Jäckchen, wo hinten FBI draufsteht, wie man es halt so kennt von Mulder und Scully. Und hat halt gar nichts mit und kriegt erstmal da richtig lange Unterwäsche und so von den Indianern und geht dann halt raus und ist halt völlig überfordert, weil sie ist alleine und soll da diesen Mordfall lösen und das ist ein riesiges Areal und sie kennt dort nichts und sie nimmt dann Jeremy Renner
als Gehilfen. Zum einen, weil der sich auskennt, der kann Fährten lesen, denn da ist auch sehr viel, was da gemacht werden muss mit Pferden, weil da sind halt Spuren im Schnee und er hat halt auch so Schneemobile und die können halt irgendwo hinfahren und er kennt halt auch die Leute alle dort. Und er hat selber aber auch noch, ja, eine ziemlich dunkle Vergangenheit, wo halt einiges dann auch noch zutage tritt und auch diese ganze Situation dort in diesem Indianerreservat wird auch irgendwie sehr, sehr bedrückend dargestellt. Hat mich schon so ein bisschen manchmal auch an Manchester by the Sea erinnert, so von ja, Geister der Vergangenheit, die einen wieder einholen. Und es ist wirklich dermaßen gut gefilmt und gedreht und gespielt und sowas. Ich wusste nicht, von wem das ist. Also der Film kam, Wind River, in der Sneak ist man ja völlig unvorbereitet, das mag ich ja immer gerne. Und dann kam der Film, ich war so begeistert. Und dann habe ich geguckt, ach, das ist der. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, Mensch, der hat ja auch den Film gemacht, den ich, oder geschrieben, den ich im Rahmen der Oscar-Vorbereitung geschaut habe, nämlich Hell or High Water, dieser Western-Film, wo ich auch sehr begeistert war, und hat Sicario geschrieben. Sicario kennst du ja auch, ne? Ja, na klar. Also da hat er jeweils die Bücher dazu geliefert. Und das ist jetzt quasi der dritte Teil dieser, von seiner Amerika-Reihe. Ja, das ist jetzt dieser dritte Teil. Und by the way, Sicario gab es gestern im Mediamarkt bei uns die Steelbox für 8,88 Euro habe ich mitgenommen als Blu-ray. Aber das nur am Rande. Ah, hier ist er. Genau, hier. echt geiler Film. Und ja, hier hat er bei dem Film zum ersten Mal selber Regie geführt. Und er hat zwar schon mal bei irgendeinem Film Regie geführt, aber den kenne ich jetzt nicht. Aber hier bei einem Buch, was er selber geschrieben hat, auch selber Regie geführt. Und das ist extrem gut geworden. Also Wind River, unbedingt mal angucken. Wir hatten ihn in der Sneak Preview. Der läuft in Deutschland erst irgendwie viel, viel später an. Also ruhig mal im Auge behalten. Deswegen Taylor Sheridan für mich. Regie wirklich dieses Jahr am positivsten überrascht, auch wenn ich da seine Writer-Credits mit einbeziehe. Bei dir? Ja, also erinnere mich auf jeden Fall nochmal, wenn der dann regulär startet. Also wenn du den in den Kino-News hast für die Neustarts der Woche, dann schreib mir ruhig nochmal eine Erinnerung, falls ich das nicht höre, weil der klingt unfassbar gut und ich möchte den sehen. Ich kann dir das bestimmt gleich sagen. Ich rufe das mal hier auf. Wind River, okay. Moment. Der startet am 8.2. Oh, das ist ja gar nicht mehr so lange. 8.2. Das ist super. Dann kommt das ja auch noch in die Oscar-Vorbereitung mit rein, vielleicht. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der vielleicht eine Nominierung bekommt. Na, vielleicht wenigstens fürs Writing oder so. Script oder so, ja. Oder auch genau. Ja, Kamera, Schnitt oder so. Durchaus. Genau. Aber meine beste Regie schreibt auch seine Bücher selbst. Ich habe nämlich Damien Chazelle genommen, der, denke ich, auch den Oscar gekriegt hat für La La Land in diesem Jahr. Und ich finde es einfach so toll, dass er seine Liebe zum Jazz jetzt schon in zwei Filmen unfassbar gut auf die Leinwand gebracht hat, weil er hatte ja erst mit Whiplash diesen schon Achtungserfolg und dann jetzt La La Land mit dem ganz großen Durchbruch. Und wie ich glaube, ich vorhin auch schon erwähnt habe, ich mag halt deine Hasssequenz, meine Opening-Sequenz in La La Land. Ich finde das so toll und wie er das inszeniert und halt auch diesen ganzen Film und Musik und Tanz und trotzdem die Story von den beiden so vorantreibt. Und weil mir auch kein anderer wirklich im Gedächtnis geblieben ist, habe ich mich halt zurückbesonnen auf Damien Chazelle und darum für mich eher beste Regie in diesem Jahr. Ja, könnte ich sogar auch mit d'accord gehen. Also, weil regietechnisch ist La La Land wirklich absoluter Wahnsinn. Also, es sieht ja alles so aus, gerade auch diese erste Szene, die dir so gefällt, sieht alles aus wie in einem Cut gedreht, irgendwie so gefühlt. Ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben. So genau kenne ich mich jetzt mit La La Land nicht aus. Ich weiß es jetzt auch nicht so genau, aber es ist schon, also diese Plansequenz, also wenn, dann ganz, ganz wenig Schnitte. Ja. Er hat ja auch für 10 Cloverfield Lane das Buch geschrieben, ne? Der war ja auch ein ziemlich guter Film. Oh ja, den mochte ich auch. Oder Screenplay zumindest, ja. Ja, ja, nee, da haben wir ja zwei gute Sachen. Liebe Hörer, wenn ihr nach fast 2 Stunden immer noch dran seid, was waren denn eure Regie-Highlights? Vielleicht Denis Villeneuve mit Blade Runner und vielleicht reicht der Arrival noch ein bisschen mit rein? Und was oder doch Michael Bay. Oder vielleicht war es Nocturnal Animals, den fand ich auch sehr gut, aber den hat man ja, glaube ich, letztes Jahr, ne? Ja, aber letztes Jahr, ja. Genau. Tom Ford, ja, okay. Ja, schreibt mal eure Regie-Highlights. Ich bin gespannt auf irgendwelche koreanischen Namen, die ich nicht kenne. Dann müssen wir noch so ein bisschen was erläutern hier in den Kommentaren.
Wir haben noch eine kleine Rubrik hier. Coolstes Filmzitat. Schieß mal los. Was ist denn genau, da? Meins ist aus Thor Ragnarok. Ach so, und zwar, deswegen kenne ich das nicht hier. Es war halt schon, dann erkläre ich es ganz kurz. Irgendwie Thor kommt halt in diese Gladiatoren-Arena, wurde halt, ihm wurden die Haare abgeschnitten, er hat da seine Rüstung bekommen und soll jetzt halt gegen den Champion kämpfen. Und er weiß ja halt natürlich nicht, wer der Champion ist. Und dann öffnet sich halt gegenüber ein Tor, alle flippen schon aus, die ganze Erde bebt und auf einmal kommt Hulk rein, auch in so einem Gladiatorenkostüm, was total albern aussieht. Und anstatt irgendwie, oh mein Gott, dieses mächtige Wesen ist jetzt mein Gegner, zu reagieren, steht Thor halt einfach nur da und so freut sich wie ein kleines Kind, so, yeah, we know each other, he's a friend from work. Und das, alle so, hä? Das klingt cool. Und natürlich Hulk checkt es natürlich nicht und er geht halt einfach auf ihn los, während Thor noch so, yeah, es ist mein Freund. Und ich finde das halt auch so geil, dass er dieses ganze Avengers-Ding halt als Arbeit sieht. Und er so, yeah, he's a friend from work, we know each other. Und das ist so absurd gut, das hat mir so gefallen, das war ganz toll. Das war mein Lieblingszitat. Mir ist dieses Jahr irgendwie so kein richtiges Zitat noch so irgendwie hängen geblieben. Oder es waren zu viele, kann auch sein. Dass ich manchmal dachte, oh, das war jetzt cool. Vielleicht muss auch Tarantino mal wieder einen Film machen. Mal gucken. Na, nächstes Jahr, oder? Nee, übernächstes Jahr. Star Trek. Oh Gott, Tarantino, ja. Star Trek. Aber mir war es eine Geste, die ich extrem cool fand. War jetzt auch gerade bei Star Wars, jetzt habe ich Star Trek gesagt, bei Star Wars Episode 8. Nämlich, also für die, die es schon gesehen haben, was ja doch einige sind, da gibt es eine Szene, da passiert eine ganze Menge Angriff auf Luke Skywalker und dann, wenn sich der Staub dann so legt und die Bösewichter verdattert gucken, steht Luke Skywalker einfach nur da und wischt sich so den Staub von der Schulter. Und das, ja, ziemlich lässig. Also wenn das nicht cool ist, was dann? Ne? Also da, cooler kann man das auch mit Worten nicht ausdrücken. Und ja, das fand ich schon extrem cool. Und das war aber auch eine Szene, die viele angekreidet haben. Ja, das ist so. Ja, okay. Lassen wir das Thema. Das hatten wir vorhin schon. Bester Trailer ist mir jetzt gar nicht, weil ich gucke blöderweise zu wenig Trailer, weil dadurch, dass bei uns in der Sneak leider keine Trailer laufen. Ja, aber du hast zumindest mal welche. Ich habe die mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben sind. Und das sind der eben schon erwähnte Thor. Meinte ich ja vorhin schon, weil dieser ganze Trailer halt auch schon unterlegt war mit dieser Led Zeppelin-Musik. Und sie haben ihr Franchise verstanden und wussten, okay, wir müssen das so und so machen. Einfach coole Bilder, abgefahren. Und dann halt dieser rockige Klang drunter. Das war halt, ich glaube, der Immigrate-Song oder so liegt da drunter. Und ja, den Trailer fand ich ganz toll. Der hat mega gezündet bei mir, wo ich dachte, oh, nach den ersten zwei Thor-Filmen war man ja eher so, naja, will man da jetzt einen dritten Teil? Und vergesst einfach die ersten beiden Teile, der dritte Teil großartig. Und der Trailer kündigt das an und es bewahrheitet sich. Und von daher ist mir der im Gedächtnis geblieben. Und es ist mir sehr im Gedächtnis geblieben. Weil der Trailer halt auch diese Sequenz war, wie der kleine Georgie, der Kleine, mit seinem Papierboot, da die Straße so runterläuft und alles so ein bisschen düster, es regnet, dieser prägnante gelbe Regenmantel. Und dann stößt er sich ja da in dieser Absperrung, fällt hin, das Boot tuckert da in diesem Gully entlang runter und dann geht er halt auch so und es wird halt auch so aufgebaut und der Sound schon und dachte, oh Gott, was passiert jetzt? Und dann taucht halt Pennywise auf und ach, das hat schon gezündet bei mir. Also so dieser Trailer hatte so diese Atmosphäre, die Stimmung sehr gut verkauft und darum ist mir gerade halt diese Anfangssequenz im Trailer mega im Gedächtnis geblieben. Ja, also ich habe den Trailer jetzt nicht gesehen. Ich guck, blöderweise kommen bei uns zu wenig Trailer und auf YouTube macht es irgendwie keinen richtigen Spaß, Trailer zu gucken. Ja klar, da muss die Atmosphäre muss schon stimmen. Aber das kann ich mir schon vorstellen, wenn das verfängt dann ziemlich gut. Ja, ich guck mal gerade noch, was so andere hier geschrieben haben zum Kinojahr. Ich habe ja so eine offene Frage noch. Hier kannst du uns etwas zu deinem Kinojahr mitteilen, wenn du möchtest. Haben nicht alle was geschrieben? Jemand hat geschrieben, es waren tolle Filme dabei, man kann sich gar nicht auf einen Lieblingsfilm festlegen. Für mich ein schwaches Kinojahr mit viel Blockbustermüll, viele gute Filme, wenig Meisterwerke, wie zum Beispiel Moonlight, Handmaiden, Blade Runner. Es gibt keine guten oder schlechten Kinojahr, man sucht nur genug nach den Meisterwerken oder eben nicht. Und hier hat noch jemand geschrieben, ich finde gute alte Actionfilme à la The Rock, Con Air und Predator könnten sie mal wieder bringen. Ach so, und DC und Warner Bros. Müssen sich unbedingt mal überlegen,
deren Comic-Verfilmungen sind einfach nicht die mit Marvel zu vergleichen. Vielleicht liegt es daran, dass die im Trailer immer so viel verraten, dass der Film keine Überraschung mehr bietet, okay? Ja, Ach so, wir haben ja noch eine kleine Rubrik, beste Sneak. Du gehst ja nicht mehr so oft in die Sneak, glaube ich. Deswegen hast du da nichts stehen, oder? Ja, ich war tatsächlich in diesem Jahr gar nicht in der Sneak. Schande über mich. Na. Also ich habe zum einen jetzt, also mir ist jetzt nicht mehr so viel eingefallen. Also wer will, kann ja mal auf kinocast.net schauen ins Archiv. Da seht ihr ja auch dann so die Bewertungen. Und da hatten wir auch schon einige gute Sachen da dabei. Das, was mir jetzt so spontan eingefallen ist, ist eben dieser besagte Windrower, weil der jetzt gerade erst war. Und einen Film fand ich noch gut. Vielleicht, wir haben jetzt ein bisschen zu wenig deutsche Filme auch genannt. Ein Film, der heißt Whatever Happens. Und im Gegensatz zu dem englischen Titel, der vermuten lässt, dass es sich um einen Oasis-Film handelt, ist es tatsächlich ein Film mit, habe ich gerade den Namen vergessen? Ich gebe mal ganz kurz parallel ein, wie er heißt. Auf jeden Fall geht es darum, dass sich ein Paar am Silvesterabend oder Vorabend, das passt also jetzt gerade auch so in die Zeit, die treffen sich in ihrer ehemaligen gemeinsamen Wohnung und wollen die für die Übergabe fertig machen. Übrigens, Fari Yardım heißt er. Fari Yardım und Sylvia Höcks spielen da die Hauptrollen. Und die beiden treffen sich in ihrer ehemaligen Wohnung, wollen also noch fertig, müssen noch fertig tapezieren und noch den Keller ausräumen, wo halt noch ein paar Sachen von ihm sind. Und die haben sich, wie man dann erfährt, getrennt. Und der Film erzählt dann so einen Rückblenden, wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass die in dieser Wohnung gelandet sind. Denn das ist nämlich eigentlich so, dass in München ist ja Wohnraum spärlich gesät, bezahlbarer Wohnraum. Und als sie mal bei so einer Wohnungsbesichtigung getrennt voneinander, sie kannten sich da noch nicht, sind sie beide zufällig im Bad, kommen kurz ins Gespräch und da kommt der Vermieter rein und zieht sich gerade von dieser ganzen Masse von Besuchern zurück und sagt, oh Gottes Willen, diese ganzen Leute gehen mir so auf die Nerven und so. Ja, und unterhält sich mit den beiden und die beiden machen so ein bisschen den Eindruck, als wären sie ein Paar. Und er sagt, sie gefallen mir eigentlich ganz gut hier und so. Und dann kriegen die beide als Paar die Wohnung, sind aber eigentlich kein Paar, machen also quasi erstmal so eine WG, die aber nach außen hin aussieht, als wären sie ein Paar. Was ein bisschen zu Problemen führt, weil sie hat einen Freund, er nicht, er ist Fotograf und er hat keine Freundin. Und natürlich kommen die sich dann irgendwann näher und wir sehen es ja schon quasi am Anfang, dass die beide irgendwann mal zusammen da gewohnt haben und offensichtlich eine Beziehung hatten. Also da ergibt sich dann noch was draus, was wir dann auch so ein bisschen in den ganzen Rückblenden erfahren. Und es entstehen dann auch Kinder draus und es ist eine sehr moderne Geschichte über modernes oder über Eltern sein, wenn man arbeitet und wie man damit umgeht und auch mit den ganzen Problemen, die werden halt nicht langweilig gezeigt, sondern so, wie sie auch sind, aber auf eine sehr schöne Art und Weise. Und der ist in der Sneak sehr, sehr gut angekommen, der Film. Ich glaube, der geht ein bisschen unter, der Film, weil da spielt eben kein Til Schweiger mit, das ist nicht produziert von diesen üblichen Verdächtigen. Und da sind auch nicht die üblichen Verdächtigen an Filmproduktionsfirmen dahinter, die da Unmengen Werbung machen. Und man sieht den auch nicht in jeder Talkshow da Werbung dafür machen. Deswegen breche ich hier mal eine Lanze für den Film. Whatever Happens fand ich extrem toll. Sehr überraschend. Kannte ich vorher gar nicht. Und gerade bei deutschen Filmen gibt es sehr viel Schrott, die halt immer nur irgendwie auf lustig gehen wollen. Ja, aber ja, gut. Wenn Traumschiff so breit, nee, wie heißt Dings hier. Na, Bulli-Parade so viel Zuschauer hat, dann kann vielleicht Whatever Happens, ich weiß nicht, ob der noch läuft, aber ich glaube nicht, der ist durch. Fuck you, Goethe war unsere Eins, also sagt ja auch schon alles. 30. November. Und ich sage mal, ich werde auch diesen Regisseur von Whatever Happens, nämlich Nils Laupert, den werde ich mal ein bisschen im Auge behalten. Der hat auch selber den Film produziert, also er stand halt wirklich hinter seiner Idee und hat den auch geschrieben. Also jemand, der wirklich voll ins Risiko gegangen ist und ganz, ganz tollen Film gemacht hat. Unbedingt merken, ja, Nils Laupert und Whatever Happens, wenn der irgendwann auf DVD, Blu-ray irgendwie erscheint, nicht verwirren lassen von diesem, das Poster sieht irgendwie ein bisschen aus, wie als wäre das irgendwie eine Rom-Com oder so, ist es nicht, sondern es ist wirklich eine toll erzählte Geschichte, die in der heutigen Zeit durchaus überall spielen kann. Ja, sehr schön. Also den deutschen Film, den ich noch lobend erwähnen
könnte und auch jetzt werde, ist halt aus dem Nichts von Fatih Akin mit Diane Krüger. Da hatte ich ja so meine Bedenken, aber dann haben alle gesagt, der ist gut, vielleicht wollte ich wollte den doch noch gucken. Ja, der ist gut. Und Erik, wahrscheinlich brauchst du ihn für deine Oscar-Vorbereitung, weil für den Golden Globe ist er schon nominiert, weiß, und als bester fremdsprachiger Film wird er wahrscheinlich auch zu den Oscars gehen. Ja. Und ja, also guck den. Also ich glaube, für alle ist halt, geht halt um diese rechtsextrem motivierten Terroranschläge und das Ganze halt so in Hamburg. Und dann wird halt dieser Gerichts-, also ein Prozess halt aufgerollt, weil halt so ein Anschlag passiert. Diane Krüger verliert halt Mann und Kind, also das erfährt man schon im Trailer. Und dann, wie sich das Ganze halt dann so entspinnt und was dann passiert und hinterher auch noch so ein, zwei Wendungen. Und also fand ich echt gut. Hab ich im Kino gesehen und kann ich empfehlen. Mhm. Ja, ist bei mir vorgemerkt. Und Fatih Akin, ja, hat schon gut abgeliefert in der Vergangenheit. Ich glaube, wird mich nicht enttäuschen. Dann begeben wir uns so langsam mal, nachdem wir den Rückblick jetzt durch haben. Ja, Endspurt. Endspurt, ja. In die Richtung, was uns denn 2018 im Kino so erwartet. Hast du da jetzt schon irgendwas, außer vielleicht dein Greatest Showman, der jetzt irgendwann startet, schon irgendwo im Sinn, wo du sagst, das ist auf jeden Fall... Nee, ich habe ja tatsächlich, also ich habe ja, wie gesagt, schon ein großes Auge auf die Golden Globes geworfen und wie du ja schon meintest, da sind einige Filme dabei, die man jetzt noch nicht gesehen hat oder noch die Titel auch noch relativ unbekannt erscheinen, und da ist halt auf jeden Fall Shape of Water dabei und Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Da habe ich den Trailer aber schon sehr, sehr oft jetzt gesehen und klingt, also sieht super interessant aus und es passt halt auch perfekt in diese Oscar-Riege und ich glaube Francis McDormand da in der Hauptrolle und wie heißt er? Sam Rockwell quasi als ihr Gegenpart, und da bin ich sehr gespannt, also auf diesen Film. Ich weiß nicht, kennst du die Story, die Prämisse? Nee. Das ist halt von Frances McDormand. Die Tochter, die wird erschossen, zumindest sie stirbt. Und diese ganzen Polizeiverfahren, das kommt halt überhaupt nicht in Gang, beziehungsweise man lässt das so ein bisschen schleifen. Und sie kann das aber nicht akzeptieren und mietet sich dann so eine großen Billboards, die man halt immer am Straßenrand in den USA sieht. So drei Stück, wo sie dann halt öffentlich die Polizei anprangert. So, warum macht ihr nichts? Halt auf diesen riesigen Billboards. Und das bringt natürlich dieses ganze Dorf in Aufruhr. Und warum macht sie das? Und das verschandelt ja alles. Und sie soll sich mal nicht so haben. Und die Polizei wird halt unter Druck gesetzt. Dann werden halt noch die Medien halt darauf aufmerksam. Aber du musst dir sie halt vorstellen als totales, also so eine Badass-Frau, die der Polizei halt auch sagt, was Phase ist und auch nicht davor scheut, einfach mal zuzuschlagen oder irgendwelche Fensterscheiben einzuwerfen, damit halt endlich Bewegung in die ganze Geschichte kommt. Also halt auch so schon ein Drama, halt eine Mutter, die endlich Gerechtigkeit für den Tod an ihrer Tochter will. Und ja, also sieht sehr, sehr super interessant aus und bin ich echt angefixt. Sam Rockwell, da, das kann man gucken, glaube ich. Genau, also auch beide nominiert und der Film auch. Beste Regie, bester Film, also es kann nicht so schlecht sein. Und was ich auch mit ganz vielen Erwartungen entgegensehne, ist tatsächlich All the Money in the World. Ach so, ich dachte, The Disaster Artist. Das interessiert mich nämlich. Ach, ne, aber ganz kurz, bei meinem ist ja einfach nur die Prämisse mit Kevin Spacey. Dass er ja die Hauptrolle hatte in diesem Film und Ridley Scott dann jetzt innerhalb von ein paar Tagen ihn halt komplett rausgeschnitten hat, das Ganze mit Christopher Plummer nochmal neu gedreht hat. Und ja, wie der Film jetzt halt wirkt, ob man das irgendwie merkt oder wenn man dann die ganze Zeit im Hinterkopf hat, okay, eigentlich war es Kevin Spacey, wie wird dieser Film? Also, will man da drauf achten die ganze Zeit? Verwirrt das nicht? Ja, keine Ahnung. Oder einfach nur, wenn man mit diesem Hintergedanken aber kommt, okay, das wäre eigentlich Kevin Spacey, jetzt ist es Christopher Plummer, und ja, bin ich gespannt. Also das sind so die Filme, die ich denke so, mal sehen. Was mich interessiert ist hier, The Disaster Artist ist nominiert in der Kategorie Musical or Comedy. Ist nämlich von James Franco, mit James Franco produziert, natürlich, von James Franco. Und er hat natürlich seinen Kumpel Seth Rogen mit dabei und noch ein paar andere Leute. Und ich glaube, das klingt ziemlich gut. Also das hat mich irgendwie interessiert. Das wird so ein Ed Wood-Ding, ne? Also ich glaube, er ist ja auch so wahre Begebenheiten behalten und halt so ein Schauspieler-Regisseur, der halt irgendwo gescheitert ist. Also so ein Ed Wood-Ding wird das, glaube ich. Ich sehe gerade, ich habe schon aus dieser Golden Globe, habe ich schon zwei Filme gesehen. Nämlich Dunkirk und Get Out. Hey, naja, die habe ich auch gesehen. Ja, und du hast The Greatest Showman noch gesehen. Ja, stimmt. So, das war's dann aber auch. Ja. Haben mir schon eingespart. Ja,
Mal gucken, was wir hier noch so haben. Ja, sonst ist es nur Wiederholung jetzt. The Florida Project natürlich, William Dafoe. Ich glaube, der wird mir gefallen. Ich glaube, da habe ich den Trailer tatsächlich hier auf YouTube geguckt. da habe ich auch mal, ich weiß ja nicht, ob es was bringt, aber ich habe ja letztes Jahr, habe ich auch in unser Sneak-Kino mal so ein bisschen quasi so 2, 3 Filme geschrieben, die ich gerne im Rahmen der Oscar-Vorbereitung mal in der Sneak sehen würde, die aber erst nach den Oscars anlaufen, ne? Es hat, glaube ich, dieses Jahr nichts gebracht, wenn ich mich recht erinnere. Also die Filme, aber man gibt ja die Hoffnung nicht auf. Und diesmal habe ich nur einen Film genannt. Also jetzt schon mal habe ich geschrieben und da habe ich hier mal Florida Project. Mal gucken, vielleicht kommt der irgendwie mal, weil ich weiß, dass der in Sneaks läuft und vielleicht haben wir ja Glück. Ich weiß, dass hier 3 Billboards out of Ebbing, Missouri, da hat mir der Martin hier von den Light Cinemas aus Halle, der hat mir gesagt, Spoiler, der kommt bei denen in der Sneak. Ich glaub, nein. Also, psch. Okay. Also da hätte man Chancen. Also vielleicht ist es auch ein gutes Zeichen, dass er vielleicht bei euch in die Sneak kommt. Ja, mal gucken. Also ich gehe ja dann ich gucke halt The Best Animated Feature Film, The Boss Baby nominiert. Coco, über Coco haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Also Coco, den animierten Film jetzt, den aktuellen Pixar-Film dieses Jahr. Du fandst den ja ziemlich gut, ne? Ich mochte ihn sehr. Sehr mochte ich nicht, aber ich fand ihn gut. Ja, ich fand. Er hat mich halt auf einer gewissen Ebene halt auch sehr getroffen und erwischt und hat halt auch viel mit Tod und Verlust und was ja ein bisschen untypisch ist für so einen Animationsfilm und ach, das Ende, das hat mich halt auch wieder sehr ergriffen. Also vielleicht bin ich auch da zu nah am Wasser gebaut, aber durch diese ganze Sache und wie der Film so mit solchen Sachen umgeht und gerade halt diese Santa Muerte, was es halt so in Mexiko gibt, diese Totenverehrung und wie man das macht, fand ich sehr, sehr schön und die Umsetzung auch und trotzdem, also würde ich jetzt behaupten, noch relativ kindgerecht. Kindgerecht, ja. Ich habe irgendwie dem Film die ganze Zeit irgendwie gemerkt, dass sie irgendwie auf die Zielgruppe der spanisch sprechenden Bevölkerung irgendwie ein bisschen abzielen, so mit allem, was sie so, ich konnte mich nicht so richtig ganz auf den Film einlassen, weil es kam immer wieder irgendwas damit. Ja, ansonsten fand ich das wirklich auch toll gemacht mit der Stadt der Toten. Man hat halt mal gesehen, ja, wie da so, woran da so geglaubt wird und das ist eigentlich auch eine ganz interessante Sache ist und eine ganz andere interessante Herangehensweise, ne? An ja, Tod. Ist halt ein schöner Gedanke. Also ja. Das gefällt mir eigentlich sehr, wie die das regeln und wie die das machen und es ist auch halt eine schöne Geschichte. Ja. Okay, ich guck mal noch rein hier, was so in den nächsten Wochen anläuft. Wir brauchen nicht zu weit zu gucken. The Commuter, nicht The Computer. The Commuter lief bei einigen schon in der Sneak mit Liam Neeson, der von dem Macher von, also Jean Colette Serrat, der auch Nonstop gemacht hat, hat sich das Team wieder zusammengefunden. Diesmal ist er nicht in einem Flugzeug, sondern in einem Zug. Hey. Im Orient Express. Der Trailer sieht aber ganz cool aus, weil da kommt Vera Farmiga zu ihm und sagt, hey, Sie fahren doch jeden Tag hier mit dem Zug, Sie kennen doch langsam alle Leute. Können Sie mal durchgehen und gucken, ob da irgendeiner ist, der hier nicht hergehört? Und dann, ja, zieht das irgendwie weitere Kreise. lief schon in einigen Sneaks, die den eigentlich ganz okay fanden. Was ich ziemlich abgefahren finde, ist dieser Downsizing. Da habe ich jetzt, weiß ich nicht, was ich davon halten soll, von Alexander Payne. Ich auch nicht. Also, Damon, die sich dann irgendwie schrumpfen lassen und ich weiß nicht, was da. Das ist aber auch irgendwie. Ja, ich hab den Sinn jetzt. Ich habe den Trailer jetzt, glaube ich, auch schon 2, 3 Mal gesehen, aber den tieferen Sinn, was mir der Film sagen will, habe ich noch nicht erkannt. Aber es ist halt Kristen Wiig, Matt Damon und auch Christoph Waltz und. Ja, also am Ende gucke ich ihn bestimmt, obwohl ich noch nicht weiß, wie die Story dann am Ende sein wird. Ja, dann Die dunkelste Stunde habe ich eigentlich gedacht, der wird richtig cool oder so. Den hatten aber jetzt einige in der Sneak, die sagen, ja, irgendwie wird da eine, ist das so ein bisschen Biopic-mäßig angelegt, aber es wird irgendwie gar nicht die ganze Biografie richtig dargestellt. Es wird halt wirklich nur so eine bestimmte Episode, auch nicht ganz, sondern nur so ein bisschen. Und es ist halt eher, also vom Charakter her, vom Schauspiel her irgendwie sehr gut, Gary Oldman als Winston Churchill, aber ja, storymäßig soll es da schon ein bisschen hakeln. Ja, das Merkwürdige ist, ich weiß nicht, ob die den Start vielleicht verschoben haben, weil als wir Dunkirk gesehen haben, das muss irgendwann im August gewesen sein, da lief schon dieser Trailer. Und der war ultra lang, der war so gefühlt so ein 5-Minuten-Trailer, wo du dachtest, um Gottes Willen, was passiert denn da noch alles? Und das hat mich schon überhaupt nicht abgeholt. Es war halt auch so langatmig und so, ach, was will ich jetzt wirklich Churchill wissen? Und ach ja, keine Ahnung. Und jetzt läuft er ja immer noch nicht an und erst im
Februar oder nee, Januar, oder? Januar, ja. Ja, Januar, okay. Das läuft auch noch an. Nur Gott kann mich richten im Januar. Den haben die anderen jetzt diese Woche in der Sneak gehabt tatsächlich. Und da habe ich jetzt alles gehört von 0 Punkten bis 8, 9 Punkten. Also ich weiß nicht, was ich mit Moritz Bleibtreu vom Regisseur von Chico, Oscar Yildirim, keine Ahnung, wie der ist. Also dein Three Billboards läuft dann auch noch an am 25.01. Ja. Und es läuft auch noch an Wunder. Ich glaube, das wird ein ziemlicher Erfolg werden an der Kinokasse, prophezeie ich jetzt mal, mit Owen Wilson und Julia Roberts, weil das ist ein sehr, sehr bekanntes Buch und zum Beispiel die in der Schule von meiner Tochter, die lesen das Buch, die gehen dann auch alle mit der Schulklasse rein und das werden bestimmt viele Schulen machen, deswegen denke ich mal. Und okay, also die sagt mir jetzt als Buch gar nichts, aber ich sehe gerade auch noch, dass Jacob Tremblay mitspielt, das ist der kleine Junge aus Raum. Ah, okay. Also da geht es irgendwie darum, dass irgendwie ein Junge hat irgendwie so ein entstelltes Gesicht und er soll dann halt auch in die Schule gehen mit anderen Kindern halt und das ist irgendwie alles, ja, also das soll irgendwie sehr, sehr toll sein, der Film. Maze Runner läuft mal. Du kannst auch was zwischenwerfen, wenn du willst. Ja, ich bin dabei. Maze Runner, die Auserwählten in der Todeszone. Das Leben ist ein Fest, den hatten wir in der Sneak gehabt. Ja, Criminal Squad mit Gerard Butler. Oh. Heist Movie vom Autor von London Has Fallen. Mit Gerard Butler als korrupten Cop, der eine Bande von Bankräubern aufspüren und unschädlich machen soll. Die kleine Hexe läuft noch an. Haben wir jetzt auch den Trailer gehabt vor Bo und der Weihnachtsstern. Ja, schauen wir mal. Na, ich mag ja Caroline Herford, mag ich ja eigentlich, aber ist wahrscheinlich, dann wird nicht wieder meine Zielgruppe sein, aber vielleicht die Kids, denen gefällt das vielleicht. Und die das auch kennen, die Geschichte, also das Buch und alles. Also ich glaube schon, dass der ein Erfolg wird. Die Kids, mit denen ich bis jetzt da drüber gesprochen habe, über den Trailer, die den gesehen haben, die haben gesagt, sie hätten sich die kleine Hexe ganz anders vorgestellt. Oh, weil, nicht als Caroline Herford. Ich kann das nachempfinden, weil ich habe das Buch auch vor vielen, vielen Jahren, als ich noch klein war, habe ich das gelesen. Und ich habe mir die kleine Hexe wirklich auch wie so ein kleines Mädchen vorgestellt. Und hier in dem Film ist ja eine Frau, ist halt eine Hexe, eine alte Hexe. Mhm. Ne? Und im Buch, auch in den Zeichnungen, denkt man halt, es ist eher so eine Junge, ne? Ist irgendwie so 12, 13 Jahre. Oder vielleicht so. Gibt es ja noch irgendwelche Zeitreisen oder so und dann sieht man sie auch als junge Hexe und die täuschen uns so ein bisschen. Nee, die ist ja eine junge Hexe, die ist ja 100 und knipse Jahre alt. Ach so, stimmt, das habe ich auch im Trailer mitgekriegt. Genau, sie darf jetzt irgendwie endlich raus. Aber so von den Zeichnungen, die im Buch sind, denkt man halt, die anderen sind halt alle so faltig. Und ja, dass halt hier eine erwachsene Frau die kleine Hexe spielt, hat halt einige von den Kindern ja irgendwie ein bisschen verwirrt. Aber na gut. Es läuft im IMAX ein Cloverfield-Movie an. 2017 Cloverfield-Movie am 1.2. Habt ihr ein IMAX? Selbstverständlich haben wir ein IMAX. Steht da dritter Film aus dem Cloverfield-Universum von J.J. Abrams um ein Experiment im Weltraum, das eine Crew von Astronauten vor grauenvolle Konsequenzen stellt. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Disaster Artist läuft dann auch an. Ende Januar? So. Mal gucken. Anfang Februar. Oh, Befreite Lust läuft dann an. Und Wind River. Am 8.2. Wind River. Oh, am selben Tag. Okay, also einmal schön Independent-Film und einmal 50 Shades. Ja, dann lieber in Wind River. Das kann ich bedenkenlos empfehlen. Ja, und The Florida Project. Läuft das auch an? Auch am 8.2. Steht bei mir bei kino.de gar nicht drin, wo ich gerade so durchblätter. Black Panther. Ist das was für dich hier, Superhelden und so? 15, ja, natürlich. Black Panther wird geguckt. Weil der Trailer, der lief auch vor Star Wars. Der ist total schlecht angekommen, der Trailer. Echt? Ja. Ich fand den gar nicht so schlecht. Also ich mochte so auch irgendwie den Sound, so ein bisschen dieses Hip-Hop, den Hip-Hop-Beat und alles. Aber ja, also ich bin auf Black Panther eigentlich gespannt und sehr positiv gestimmt. Gucken wir mal. Also alles Geld der Welt, 15.02. auch. Hast du ja schon gesagt hier. Shape of Water auch 15.02. Ist ja auch heißer Oscar-Kandidat. Naja, vielleicht haben sie es endlich mal verstanden, die Filmverleiher, dass sie das mal vorher. Die Verlegerin, 22.02. Oh ja, da bin ich ja auch noch gespannt, was das wird. Ist ja mit Tom Hanks, Meryl Streep und von Steven Spielberg. Klingt gut. Also auch so Biopic-mäßig und also klingt große Namen. Ich hoffe, das erfüllt es auch. Ja. Hier läuft noch ein Film an, der heißt Heilstätten. Das ist ein Film auf jeden Fall. Der wurde hier gedreht. Ja, mit lauter YouTubern. Beelitz Heilstätten, das ist nicht so weit weg von Berlin. In Beelitz gab es tatsächlich mal, ich erinnere mich dann an so Schlagzeilen, die Bestie von Beelitz.
Irgendwie ja, das ist ja hier diese alte Psychiatrie oder was das war. Und da kannst du auch irgendwie in der Nacht Besuche machen und dann wirst du da schon so Plavitch-mäßig dann auch so aus dem Gebüsch schon erschreckt und alles. Das nicht mal gemacht, Joko und Klaas oder so. Ja, da waren die, ich glaube, die haben wir hier bei Mein bester Feind. Ja. Musste irgendwie so ein junges Mädel da eine Nacht verbringen, aber hat sie nicht ausgehalten. Naja, hier, genau, da habe ich auch den Trailer gesehen gehabt. Die Biene Maya, die Honigspiele, läuft am 1.3. an. Und das finde ich jetzt ein bisschen, naja, also der vorhergehende Biene Maya-Film war ja noch ganz niedlich, aber hier jetzt einfach von Tinkerbell die großen Feenspiele einfach zu kopieren ins Biene Maya-Universum und da auch irgendwelche Spiele zu machen. Und das sieht der Trailer schon genauso aus. Also wer eine kleine Tochter hat, oder da wird wissen, was ich meine. Tinkerbell, die großen Feenspiele. Das sieht der Trailer von Tinkerbell, die Feenspiele, genauso aus wie die Biene Maya, die Honigspiele. Das gibt's aber nicht. Also, es tut mir voll leid, ich habe die ganze Zeit erstmal an Hunger Games gedacht. Dachte, oh, das wird bestimmt brutal. Fällt den Leuten nichts mehr ein. Ich wäre verrückt. Naja, was ist ein Game Night mit Rachel McAdams und Jason Bateman? Jason Bateman ist cool. Ich gucke. Weiß ich nicht. Läuft irgendwie im Anfang März an. Mal gucken, was so um meinen Geburtstag rum. Ah, Death Wish läuft an. Da habe ich auch den Trailer gesehen mit Bruce Willis. Ein Rache-Thriller. Da kamen auch ein paar coole Sprüche. Ist ja gedreht von Eli Roth, der ja eigentlich hier durch Hostel und sowas bekannt ist. Ja, genau. Der läuft am 8.3. an einem Frauentag. Naja, der Fisch. Naja. Kann man mal die Frau ins Kino einladen für einen Bruce Willis Actionfilm. Ja, ansonsten eine Woche später dann Tomb Raider, ne? Der neue mit Alicia Vikander. Okay, mal sehen, ob der was kann. Und so. Florida Project steht bei mir, 15.3. Ach, siehst du, bei mir läuft er anscheinend schon früher. Aber vielleicht wurde der Start auch verschoben. Tja, was haben wir noch so Schönes hier? Mackie Messer. Haben sie jetzt da auch was? Mackie Messer-Film gemacht? Irgend so ein Sinatra-Lied auch. Pacific Rim 2. 22.3. Das wird, denke ich mal, ganz gut. Hoffe ich mal. Bestimmt. Die Stieß in Paris, eine Familie auf Abwägen. Oh nee. Ach nee, gibt es eine Fortsetzung? Ja, Danny Boone, ja. Ja. Auch wieder von ihm. Naja, also zweiter Stießfilm. I, Tonya läuft auch am 22.3. Der ist ja mit für die Golden Globes nominiert als beste Komödie hier oder bestes Musical. läuft auch wesentlich zu spät an für die, die sich da ein bisschen vorbereiten wollen. Peter Hase läuft auch an. Okay. Jim Knopf, da haben wir auch den Trailer gesehen zu Bo. Ich glaube, das wird Pflichttermin vor Ostern, dass wir da reingehen. Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Ist der irgendwie, ist er dann animiert oder wie ist der? Oder irgendwie so Stop-Motion-mäßig oder wie haben sie den gemacht? Ich weiß es gar nicht, wie war der jetzt eigentlich? Ich glaube, ist der nicht mit Realfilmen? Der ist mit so Realfilmen, die aber in so einer künstlichen Welt irgendwie, das sagen wir alles, da spielt der da Dings hier, da, wie heißt der, Henning Baum spielt da den einen da. Okay, das reicht. Durchscrollen hier, ob uns irgendwas ins Auge springt, was hier. Na, es kommt noch der andere Spielberg-Film. Gibt's Ready auch noch Player hier. One. Ready Player One, wo das Poster so unfassbar schlecht ist, wo der Typ einfach auf diesem Poster ein 2 Meter langes Bein hat, weil sie das einfach in der Proportion nicht hingekriegt haben. Ach so, das Poster habe ich jetzt noch gar nicht. Du musst mal dieses Poster von Ready Player One sehen und der Typ hat einfach ein Bein, was nicht proportional ist zu seinem restlichen Körper oder zu seinem anderen Bein. Ich gucke mal. Ich sehe gar kein Poster. Aber ist halt auch Steven Spielberg und so Sci-Fi. Das ist ein äußerst bekanntes Buch. Das wird unter Sci-Fi-Fans gehandelt in einer Riege mit Der Marsianer und 1984 und sowas. Also von diesen Büchern her, ne? Ah, okay. Und ich habe ein paar Mal gezuckt, mir das Buch zu bestellen. Übrigens postermäßig. Ach so, hier das Poster meinst du. Oh, ja. Also irgendwas stimmt mit seinem Bein nicht. Egal. Auf jeden Fall, also buchmäßig ist da sehr viel da, denke ich mal. Also hat eine riesige Fanbasis, das Buch. Und da hoffe ich mal, dass da was geht. Filmmäßig um Steven Spielberg, das könnte gut werden. Ja, zwei Filme am Start dieses Jahr und alles so relativ im Frühjahr, ist nicht schlecht. Hier ist was mit Charlize Theron und David Oyelowo und Amanda Seyfried.
Gringo, schwarze Komödie über einen amerikanischen Geschäftsmann, der unfreiwillig in die Drogengeschäfte der mexikanischen Kartelle hineingezogen wird. Naja, gut, das kann auch alles bedeuten. Ja, mal gucken, was wir hier. New Mutants in dem Spin-off der X-Men-Reihe. Guck mal, ist was für dich. Da spielt Maisie Williams mit. 12, genau, Maisie Williams, bekannt aus Game of Thrones. Da läuft auch gleichzeitig der Sexpakt an. Teenager-Komödie über drei Elternpaare, die verzweifelt versuchen, den ersten Sex ihrer Töchter zu verhindern, indem sie deren Abschlussball sabotieren. Oh Gott. Da habe ich doch nicht mal den Trailer gesehen. Da habe ich auch mal den Trailer gesehen. Da kommt mir bekannt vor, dass da irgendwie, ja, irgendwie völlig der, verrückt. Ja, doch, den Trailer habe ich gesehen. Und Lady Bird, der ja wahrscheinlich in Oscars mit und auch bei Golden Globes startet, natürlich erst am 19.04. Deswegen hoffe ich mal, dass da was geht vielleicht. Eine Komödie, die Pariserin, Auftrag Baskenland, französische Komödie mit Elodie Fontaine als Pariser Powerfrau, die geschäftlich ins Baskenland fährt und dort unverhofft die Liebe ihres Lebens findet. Den muss ich sehen, weil ich mag das Baskenland. Da bin ich auch öfters. Okay, klingt super. Avengers Infinity War, das ist auch was für dich. Das wird ja der ganz große Kinostart. Also es ist ja jetzt dann dieses Ultimate, wir haben jetzt das komplette Universum zusammen, wir haben alle Charaktere eingeführt und jetzt spielen sie alle damit. Also da bin ich sehr gespannt. Ein Must-See für mich. Wie sie das hinkriegen, halt auch besonders mit den Guardians und überhaupt. Also es sind ja dann alle dabei. Um Gottes Willen, das ist wieder so ein Film, wo hier irgendwie jeder gegen jeden und jeder hat irgendwie eine Spezial. Ja, absolute Reizüberflutung. Aber eigentlich alle gegen Thanos. Aber mal sehen, wie sie das hinkriegen. Spoiler, oder? Nee. Nee, das ist bekannt. Das ist seit Anfang an bekannt, dass Thanos der große Endboss wird. Für die, die nicht ganz so viele Reize wollen, läuft am selben Kinostart am 26.04. noch Early Man, steinzeitbereit an. Ein Stop-Motion-Animationsabenteuer um wackere Höhlenmenschen von den Machern von Wallace and Gromit. Wallace and Gromit mochte ich ja immer früher. Genau, also wenn man dann mal runterkommen will, kann man nebenan in den anderen Saal noch gehen. Genau. Nachdem man hier irgendwie völlig sich das Gehirn durchblasen lassen hat. Überdosis Avengers und dann schön Stop-Motion. Du bist doch durchaus auch, heutzutage nennen wir es ja Retro-Spiele oder sowas. Also du kennst dich ja aus mit den alten Computerspielen ein bisschen, oder? Ja. Kennst du das Spiel Rampage? Na, selbstverständlich, Atari. Also so ein altes Atari Arcade-Spiel. Wo irgendwelche Godzillas da irgendwie hochklettern und dann irgendwie die Häuser kaputt. Genau, mit so einer Echse gibt es da auch noch so einen Wolf und dann musst du halt da die Monster. Ja, kenne ich. Am 10.05. startet ein Film Rampage, Videospielverfilmung des gleichnamigen Arcade-Klassikers um drei mutierte Tiere, die amerikanische Großstädte effektvoll in Schutt und Asche legen. What? Nee. Und ich glaube, The Rock spielt mit. The Rock und Vin Diesel und geil. Wahrscheinlich, ich weiß nicht. Spielen die dann die Tiere oder was? Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht. Also, ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt auch noch keinen Trailer dafür. Hier steht doch zum selben Kinostart noch was. Nennt sich Untitled Fox/Marvel Mai 2018. Steht hier bei kino.de. Ich glaube, jetzt wird es langsam ein bisschen diffus, was hier so erscheint an Neustarts. Und Solo, A Star Wars Story. Wobei ich da fast wetten würde, dass das nicht im Mai kommt. Das kommt bestimmt nicht im Mai. Das kommt bestimmt genauso wie jetzt. Also Nein, der ist für Mai angekündigt. Der ist von Anfang an für Mai angekündigt worden. Der kommt später. Also glaube ich nicht. Der kommt später. Dann. Mal sehen. Aber ich bin gespannt. Also wie sie da halt, es wird ja dann so die Schmugglergeschichte von Han Solo erzählt. Also. Ich glaube, der kommt später. Ich glaube, er kommt zum Starttermin, 24.05. Entschuldigung, warte mal. Man hört da so einiges. Die haben ja auch die Regisseure gewechselt und so. Und da waren jetzt diverse Nachdrehs. Und es gibt jetzt noch nicht mal Footage und so. Also, du brauchst ja auch noch, du hast ja viel Visual Effects und die wollen ja erstmal das echte Material sehen. Ich glaube, der kommt später. Der kommt Ende des Jahres. Das ist meine vorsichtige Vermutung. Und ich hätte ja sowieso gedacht, dass er Ende des Jahres kommt, damit Disney halt dann wieder Ende des Jahres die entsprechenden Einspielergebnisse hat. Mich hat sowieso gewundert, dass sie ihn halt für einen Mai angesetzt haben, aber es wird ja schon seine Gründe haben. Ja, vielleicht, weil da nicht so viel außenrum, obwohl da steht ja auch schon wieder irgendwelche Fox-Marvel-Sachen hier. Ja, naja. Jurassic World. Da lief auch der Trailer vor Star Wars. Der war aber auch so nichts sagen, also den weiß ich nicht. Ja, und irgendwie nichts Neues irgendwie. Also sowieso nicht. Also dieses Gefährt da und
Ja, gut. Ocean's 8. Weiblich besetztes Spin-off der Ocean's-Trilogie über eine Gruppe von Meisterdieben, die einen spektakulären Raubzug in New York durchziehen. 21.06. Ist jetzt, gab es auch ganz frisch den Trailer und zumindest großartig erstmal besetzt in den Hauptrollen. Also ich glaube angefangen mit Sandra Bullock und Anne Hathaway, Kate Blanchett, Sarah Paulson, Helena Bonham Carter, Rihanna, Katie Holmes, also Mindy Kaling, ist es schon sehr, sehr gut besetzt. Ich bin gespannt, wie sie es machen. Also ich sag mal so, wenn am Ende ein guter Heist-Movie rausspringt, dann bin ich dem gar nicht so negativ gestimmt. Weil wenn man ehrlich ist, der zweite und dritte Oceans-Film war jetzt auch nicht mehr so großartig wie Ocean's 11. Ja, das unterschreibe ich voll und ganz. Also die fand ich furchtbar. Ich bin gespannt. Also und gerade mit dem Cast gar nicht ganz zuversichtlich. Hauptsache, es wird dann nicht so wie Ghostbusters. Ja. Das wird dann bestimmt wieder so einen Shitstorm auslösen. Ja, aber weiß ich nicht. Ich glaube, Ghostbusters hat ja auch eine ganz andere Fanbase. Ich glaube, die Oceans-Filme, die polarisieren da vielleicht nicht so sehr. Ah, es kommt ein Prequel zu Purge. Nennt sich The Purge 4, The Island. Da erzählt nämlich die Vorgeschichte, da testen sie erstmal den Purge auf Staten Island. Ja. Ach so, na gut. Muss ja funktionieren, weil sonst hätten sie es ja nicht danach gemacht. Genau. So, was haben wir hier noch so? Nö, nichts weiter. The Nun. Spin-off zur erfolgreichen Conjuring-Reihe. Ich würde sagen, das ist doch irgendwas so Horror-Suspense-Zeug. Skyscraper. Oh, Skyscraper mit Dwayne Johnson und Neve Campbell. Actionfilm. Spiel du alles. Action, hör zu. Action um einen Sicherheitsmann, der seine Familie aus einem brennenden Wolkenkratzer retten muss. Das ist es doch. John McClane. Es klingt nach John McClane. Mama Mia, Here We Go Again, das ist auch was für dich hier und für Martin. Absolut. Und so, ne? Ja, Reihe, Musikfilm, hier, Musical, alles singen. Gib mir Meryl Streep, gib mir Mama Mia, ich bin dabei. Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, alle singen. Ja, alle wieder dabei, super, Mama Mia. Im gleichen Zeitpunkt läuft Alita Battle Angel an mit Christoph Waltz von Robert Rodriguez, yay. Heiß ersehende Anime-Realverfilmung des gleichnamigen Klassikers von Yukito Kishiro um einen weiblichen Kampfroboter, der langsam seine Erinnerung wieder erlangt. Ach, aber dann bestimmt dann die Leute dann alle nur mit Sprechrollen, ne? Wenn es animiert ist. Ich weiß nicht, von Robert Rodriguez? Man weiß nicht. Außerdem heißt es ja Anime-Realverfilmung. Ist ja irgendwas dazwischen. Ja, Hotel Transylvanien 3 läuft auch noch an, ein Monsterurlaub. Okay, ein neuer Film mit Sebastian Betzel nach, wie heißen die alle, nicht Couchkartoffelsalat, sondern wie heißt das, Griesnockel? Nee, ja, ach, diese ja, schwäbischen... Nein, schwäbisch nicht, bayerisch. Oh, Gottes Willen, Entschuldigung, bayerisch. Ja. Vorsicht mach einen Piep drüber. Ai, ai, ai. Sauerkrautkoma, auch wieder Konstantin Produktion, Ed Herzog macht's wieder. Und natürlich Sebastian Betzel in der Hauptrolle und Simon Schwarz. Das muss ich gucken, da lache ich mich kaputt. The Spy Who Dumped Me mit Mila Kunis. Keine Ahnung, worum es da geht. Ach, und Kate McKinnon. Das ist auf jeden Fall irgendeine Komödie. Da hatte doch irgendjemand geschrieben in den Kommentaren, er würde sich mal wünschen, dass so die alten Filme wiederkommen. Zum Beispiel Predator. Hey, gute Nachricht. 2.8. Predator, Actionfilm von Shane Black mit Sterling K. Brown, Trevante Rhodes, keine Ahnung, Reboot des erfolgreichen Action-Franchises um den außerirdischen Großwildjäger. Die neue Interpretation des Horror-Klassikers kommt 2018 ins Kino. Na? Und siehst du, Alien ist raus, jetzt sind wir bei den Predator. Ja, aber wenn das gut gemacht wird, hey, ich meine, von Predator, also von dem richtigen Predator, gab es ja nur 2 Filme. Ne? So, und da kann durchaus ein bisschen mehr vertragen. Die Story gibt einiges her, finde ich. Und dieses Aliens vs. Predator, Und aber, Aliens vs. Predator 2. Ja, aber es fehlt doch irgendwie Arnold Schwarzenegger, finde ich. Naja, mal gucken, ob das dann auch wieder im Dschungel spielt oder wo. Oder im Irak vielleicht jetzt, ganz aktuell irgendwie, keine Ahnung. Was für dich dann anläuft, oder für mich vielleicht auch, weil fand ich gut den ersten, nämlich Ant-Man and the Wasp. Mit ja, auf jeden Fall. Die Fortsetzung mit Paul Rudd und Evangeline Lilly. Genau, unsere Kate aus Lost. Yeah. Am gleichen Tag läuft noch Mission Impossible 6 an. Gott, was sollen wir da alles gucken? Nee, gucke ich nicht an mit Tom Cruise. Ich glaube, dass der Drops ist gelutscht. Obwohl Christopher McQuarrie macht. Rebecca Ferguson spielt mit und ich mochte Rogue Nation überraschenderweise sehr. Also den fünften. Der war echt gut. Ja. Aber das lag halt auch an ihr. Also darum lege ich alle Hoffnung, dass der vielleicht auch mehr Fokus auf ihr hat und dann könnte es gut werden.
Das Thema Neuverfilmung schlägt auch 2018 weiter durch. Scarface, Neuverfilmung des Gangsterfilms mit Al Pacino, schlüpft Diego Luna in die Rolle des mexikanischen Immigranten, der in L.A. ein Drogenimperium aufbaut. What? Wieso? Ach so, mexikanisch. Ach Quatsch, ey. Ach so, nehmen Sie jetzt keinen Kubaner, der in Miami, sondern, ja, okay. Naja, wenn es unbedingt, ey, naja, lässt sich halt leichter, ist billiger zu drehen, weil da ist einmal Hollywood in der Nähe. Hm. Ich fand das ja in Miami so cool. Ich war ja einige Male in Miami. Ich habe dann Drehorte wiedererkannt dort. Ich habe vorher extra geguckt und so. Habe dann auch fotografiert. Herrlich. Das waren noch Zeiten, wo wenigstens on-location gedreht wurde und nicht nur so alles im Studio. Aber, wem Scarface nichts ist, Barbie. Erster Live-Action-Film. Verwandelt sich die berühmte Plastikpuppe Barbie in einen echten Menschen und lernt, dass wahre Schönheit nur von innen kommt. Ja, mit Amy Schumer. Oh mein Gott. Ja gut, Scarface gegen Barbie. Mal sehen, für was ich mich entscheide dann am 9.8. Am 16.8. Sicario 2, Soldado. Mit Benicio del Toro und Josh Brolin. Mhm. Weiß ich nicht, ob das jetzt noch von Taylor Sheridan ist, weil stand da irgendwie nichts mehr da. Wahrscheinlich soll da nur noch die Kuh noch ein bisschen weiter gemolken werden. Hm. Okay, was haben wir hier noch? Hast du noch irgendwas? Equalizer 2. Ich guck gerade, aber... Equalizer 2. Denzel Washington. Mac. Oh, ein Hai-Film. Thriller um einen riesenhaften Hai, der die Rettung einer Bootscrew zum lebensgefährlichen Unternehmen macht. Mac. Geil. Mac heißt der. Endlich wieder ein Hai-Film für uns. Hai, Alarm am Müggelsee und jetzt das. Großartig. Genau. Von John Turteltaub, der ja eigentlich eher so für, sag mal, so andere Unterhaltung, also ja, gut, zuletzt hat er hier so die ganzen Tempelritter-Filme gemacht mit Nicolas Cage, ja, aber naja. Ist mir egal, Hai-Film wird geguckt, ist großartig. Mac, warum heißt der Film wie Mac Ryan? Mac. Hm. Und Hauptrolle Jason Statham. Und hier steht als zweite Rolle Bing Bing Fan. Ist doch bestimmt eine Chinesin oder so. Bing Bing Fan. Bing Bing Fan? Oh Gott. Tatsächlich. Ich hoffe, das ist nicht ihr richtiger Name. Hey, doch, die spielt bei X-Men Zukunft ist Vergangenheit mit. Ist eine asiatische. Okay. She's a Chinese actress, ja. Die hat bei... Oh Gott, jetzt finde ich es nicht mehr. Wo ist es hier? Skyon? Oh, die spielt viel mit. Jetzt finde ich den... Ah, hier X-Men, die hat Blink gespielt. Sagt ihr vielleicht was. Blink. Oh, nee, jetzt gerade tatsächlich nicht, aber wenn ich nochmal reingucke oder mir sie angucke, dann bestimmt, dann macht es bestimmt Klick. Okay, also Hai-Film im August. Ja, Hai-Film ist safe, da bin ich dabei. Den gucken wir mal. Mal gucken. Was haben wir noch so? The Darkest Minds mit Jennifer Nelson. Sci-Fi-Thriller nach dem ersten Buch einer jungen Erwachsenen-Buchtrilogie um Teenager mit besonderen Fähigkeiten, die auf der Flucht vor der Regierung sind. Oh, das Neue. Die X-Men schon wieder? Oh Gott. Um Gottes Willen. Oh Gott, wir beleidigen jetzt bestimmt gerade so eine riesen Hörerschaft hier, die das. Das machen wir schon die ganze Zeit. Ich meine, wir haben ja auch Transformers nicht gerade lobend davonkommen lassen. Die müssen damit leben, sorry. Ey, es kommt ein neuer Til Schweiger-Film. Der heißt Klassentreffen 1.0, die unglaubliche Reise der Silberrücken. Mit Til Schweiger und Milan Peschel. Ja, er führt auch selber Regie. Es kommt auch gleichzeitig an demselben Tag am 20.09. ein Reboot von Robin Hood mit Taron Egerton und Jamie Foxx. Hatten wir nicht erst ein Reboot mit, wie heißt er? Ein Gladiator. Ja, Russell Crowe, ja. Aber gut, hat ja nicht so richtig gerebootet da. Genau, es war so ein Misserfolg, wir machen es einfach nochmal. Patterson und Findus startet auch. Oh, was für dich? Incredibles 2. 27.09. Oh ja, klar, Pixar. Warum nicht? Ich bin dabei. A Star is Born. Mit Bradley Cooper und Lady Gaga. Romantisches Musikdrama mit Lady Gaga als Nachwuchsstar, die mit Hilfe ihres Mentors Bradley Cooper als gescheiterter Popstar den Durchbruch schafft. Das hat noch schon mal mit Hugh Grant, der irgendwie jemand unter seine Fittiche genommen hat, oder? Ja, doch. Ja, ich weiß, was du meinst. Oder auch überhaupt so in 80% aller anderen Musikfilmen. Ja. Oh, Venom. Spider-Man-Spin-Off, das den Gegenspieler der menschlichen Spinne im Fokus hat. Mit Tom Hardy. 4.10. Venom, genau. Ja, Venom. Ja, genau, den haben wir ja schon mal gesehen. Ich glaube, in Spider-Man 3 gab es Venom schon. Das war ja dann dieser Schwarze.
Spider-Man. Also das könnte ganz gut werden. Wusste gar nicht, dass es jetzt da einen Film gibt. Ja, ja, unverbindlich, also jetzt nur, was ich hier lese, ja. Also und ich prophezeie noch einen Kinoerfolg, nämlich am 11.10. startet ein Film in den deutschen Kinos. In seinem ersten Realfilm erlebt er, ich nenne bewusst er, ein großes Abenteuer, bei dem er zusammen mit seinem Freund Otto den Neustädter Zoo rettet. Töre. Ich weiß wer. Benjamin Blümchen, der Film. Und mit Heike Makatsch und Friedrich von Thun. Ja, oh doch, der wird sein Publikum finden. Da bin ich von überzeugt. Dann noch ein Warner-Animationsfilm, Smallfoot. Wahrscheinlich so ein Gegenteil von Bigfoot. Rowan Atkinson lässt sich's auch nicht nehmen und kommt zurück in Johnny English 3 am 18.10. Gänsehaut heißt er, glaube ich, im Deutschen. Goosebumps 2. Kommt. Ja, genau. Gänsehaut. So, was haben wir hier noch? Mowgli. Abenteuerfilm von Andy Serkis. Mit Rohan Chand und Benedict Cumberbatch. Okay. Na gut, okay. Halloween wahrscheinlich irgendwie. Ja, Jamie Lee Curtis kommt zurück. Doch, es gibt einen neuen Halloween-Film und Jamie Lee ist auch wieder dabei. Okay. Ein Film von Detlef Buck, eine Komödie mit Kostja Ullmann, die heißt Wuff, Folge dem Hund. 25.10. War nicht Detlef Buck auch hier Dings High Alarm am Mückelsee? Ja, natürlich. Also jedes Jahr. Naja. Jedes Jahr. Und für dich noch was mit James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, X-Men, Dark Phoenix. Genau, das klingt gut. Da kommt ja irgendwie gefühlt jede Woche ein neuer Superheldenfilm. Naja, das hat man ja schon in diesem Jahr, dass es so viele Superheldenfilme gab. Und anscheinend macht 2018 genau da weiter. Völlig übersättigt da. Völlig übersättigt. Fantastische Tierwesen kommt auch der nächste Teil. Grindelwalds Verbrechen. Da kursieren jetzt schon im Internet irgendwelche Set-Fotos, wo sie irgendwie, da ist das und das Tier zu sehen, um Gottes Willen, das kommt. Und ja, ich erkenne da gar nichts. Also ich erkenne das sowieso nicht. Also, ja. Ja, aber die Harry Potter-Fans, die werden dabei sein. Aber ich glaube, die sind etwas zwiegespalten, was halt so Grindelwald betrifft, der ja von Johnny Depp gespielt wird. Also mal sehen, wie das dann so wird. Aber vielleicht lässt er dann endlich mal die Piratenfilme sein. Ja, na hoffentlich. Aber 15.11. startet der. Naja, das könnte jetzt so langsam ins Weihnachtsgeschäft dann so reinfloppen, wenn wir ja keinen Star Wars-Film an Weihnachten haben werden, voraussichtlich. Okay, 2 Realverfilmungen von Disney. Wahrscheinlich auch, was du vorhin sagtest hier, die viele animierte Sachen realverfilmen. Der Nussknacker und die 4 Reiche von Lasse Hallström mit Morgan Freeman, Keira Knightley und Helen Mirren. Und Mulan, beide starten am 22.11. Ach, beide am selben Tag? Wow. The Grinch, merkwürdig. Neuadaption, der Grinch von den Machern von Ich einfach unverbesserlich. Oh, das schreit nach Shitstorm. Ist das auch Animation? Siehst du das? Das Poster sieht zumindest mal 3D animiert aus. Ah, okay. Na ja, gut. Also mehr habe ich jetzt hier erstmal nicht. Tabaluga. Erstes Kinoabenteuer mit dem beliebten kleinen Drachen Tabaluga nach der Idee von Peter Maffay. Von Sven Unterwald in Klammern 7 Zwerge. 7 Zwerge allein im Wald. Und Männer allein im Wald und irgendwann, der Wald ist nicht groß genug und was auch immer. Oh, ich sehe gerade was. Wahrscheinlich wäre es doch nicht so gut, wenn, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Herr der Ringe, wenn Star Wars vor Weihnachten kommt, weil da hat hier gerade jemand einen Kinostart gelegt, nämlich Peter Jackson. Peter Jackson verfilmt den dystopischen Roman von Philip Reeves über eine Zukunft, in der Städte auf Räder montiert sind und sich gegenseitig kannibalisieren. Heißt Mortal Engines, Krieg der Städte. Mit Robert Sheehan, Ronan Rafferty. Ui, das klingt sehr gut. Klingt sehr spannend, habe ich noch nie davon gehört. Lese ich jetzt gerade zum ersten Mal. Aber Peter Jackson als Regisseur oder produziert er das? Verfilmt. Er verfilmt, also er dreht's. Fantasy-Film. Ah ja, krass. 13.12. Soll das kommen. Ja. Okay, gut zu wissen. Der kleine Drache Kokosnuss 2 läuft auch an. Aquaman, hey. Ist das was? Ja, das ist auch DC-Verfilmung. Der gehört ja auch hier zu dieser Justice League dazu und ist Jason Momoa, den man kennt als Khal Drogo aus Game of Thrones. Der spielt da die Hauptrolle. Ah, ich hatte mir gedacht, Aquaman wäre eine Erfindung von Entourage. Warum? Ich weiß nicht, weil alles war irgendwie Quatsch, was die so hatten an Filmen, die sie auch so genannt hatten drin. Also zumindest die sie selber gemacht haben, die gab es ja nicht wirklich.
bei Entourage in der Serie. Okay. Und die haben halt auch mal versucht, irgendwie einen Aquaman-Film zu produzieren. Da dachte ich, ja, das wird es wahrscheinlich nicht in Wirklichkeit geben. Achso, nee, aber das ist ein Comic. Ja, und das weiß ich jetzt auch. Und gab es nicht bei, wie heißt es, Cabin in the Woods, da war doch auch der eine, der dann der hat auch gesagt, der Wassermann, den wollte er doch immer. Ah, okay. Okay, es gibt eine Neuverfilmung von Mary Poppins mit Meryl Streep. Hey, da wird bestimmt gesungen. Mensch. Das ist schon der zweite Teil, ne? Also ich glaube, es gab ja schon den Mary Poppins Returns. Ach so, stimmt, ja. Aber hey, das kommt zur selben Zeit wie Aquaman ins Kino. Was machst du da? Ich gucke Mary Poppins. Hin und her gerissen. Und gleichzeitig und ich guck beides an einem Tag, so. 20.12. gleichzeitig noch Spider-Man A New Universe. Was ist denn das? Hä? Steht hier drin, 20.12. Okay, aber das ist glaube ich, dann kein regulärer Marvel Moment. Cinematic Universe. Reboot der populären Comic-Heldengeschichte als Animationsfilm. Okay, na gut. Und, hey, Bumblebee läuft auch am 20.12. Ist wahrscheinlich oh so ein, Gott, ist Michael Bay. Ist wahrscheinlich so ein Platzhaltertermin irgendwie. Wir werden da schon irgendwas machen. Michael ein paar Bay Effekte und natürlich Mark Wahlberg. Ja. Okay, 20.12. Was haben wir noch? Bohemian Rhapsody über den Queen-Frontman Freddie Mercury mit Rami Malek, bekannt aus Mr. Robot, der spielt. Ja. Und von Bryan Singer. Um den Kreis zu schließen, der die ersten X-Men-Filme inszeniert hat. Oh, ich sehe gerade, ich bin zwar jetzt schon beim 3.1.2019, aber der wird bestimmt noch in 2018 anlaufen oder da muss ich bestimmt wieder ins Kino, nämlich Feuerwehrmann Sam, Hollywood Hero. Aber hey, Hollywood Hero ist doch was für dich. Ja, aber die Feuerwehr ist schon auf einer sehr unteren Schwelle. Okay, dann sind wir durch, zumindest hier in meiner Kinoforscher, es sei denn, du erkennst hier noch, dir sticht noch irgendwas. Nee, also ich habe das komplette Potenzial, haben wir, glaube ich, ausgeschöpft. Und es gibt einen High-Film, ich bin zufrieden. Definitiv ein High-Film und einen Wuff-Film mit von Detlef Book, der muss auch geguckt werden. Also Filme mit Hunden und mit Haien. Das ist unser Ding, wir sind dabei. Genau, damit kann man, wir sind leicht zu begeistern. Und ansonsten, ja, hier dieser Film, wo die Häuser umschmeißen, Rampage, das muss ich mir auch mal vormerken. Auf jeden. Wenn am Ende irgendwo noch ein Musical-Film rausspringt, ey, das ist mein Kinojahr. Nee, nicht ganz so. Aber ich glaube, der Trailer von Rampage, falls der schon fertig ist, den könnten sie durchaus vor Pacific Rim 2 bringen. Das ist dieselbe Zielgruppe. Stimmt, nur mal so als Tipp. Das bietet sich an, auf jeden Fall. Okay, ansonsten sind wir eigentlich soweit durch jetzt. Haben wir auch schon, magische Marke hier von über drei Stunden gerissen. Ich weiß nicht, wie viel am Anfang noch Gequatsche war, was noch wegfällt. Es war nicht viel. Nein, wir sind ja sofort zum Punkt gekommen hier. Auf jeden Fall, ja, fällt dir noch irgendwas ein, was noch gesagt werden müsste? Nö, ich glaube, wir haben jetzt hier die 3 Stunden gut gefüllt und ich entschuldige mich immer noch für das Brummen, was ab und zu vielleicht auftrat, aber nö, ansonsten haben wir, glaube ich, kinotechnisch 2017 sehr gut Revue passieren lassen und 18 einen netten Ausblick gegeben. Also ich glaube, da werden wir auch im nächsten Jahr dann wieder ganz viel zu besprechen haben und ich freue mich schon drauf auf das neue Kinojahr und auf die Oscarsaison und überhaupt alles, was jetzt kommt. Ich auch. Also ja, ich freue mich sowieso auf alle neuen Sachen und auf die ich jetzt noch gar nicht auf der Liste habe, wie zum Beispiel 2017 hatte ich Wind River auch gar nicht irgendwie. Also solche Sachen, die mich positiv überraschen, das sind eigentlich die mir am längsten in Erinnerung bleiben. Ja. Das stimmt. Vielen Dank, Luise, dass du auch dieses Jahr wieder mit dabei warst. Hat ja jetzt schon hier Kultcharakter. Ich glaube, deine Fans werden das dann auch dementsprechend in Kommentaren zu würdigen wissen hier. Schreibt ja, darum haben wir heute auch extra mit Überstunden gemacht. Genau, liebe Hörer, schreibt viele Kommentare, ran an die Tasten. Was waren eure Filme des Jahres? Was waren eure Flops? Oder ja, was seht ihr anders als was wir gerade besprochen haben? Auf welche Filme freut ihr euch in 2018? Wir sind gespannt. Wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt alle gesund, dass alles friedlich bleibt in der Welt. Ja, dass ihr alles genießen könnt, was ihr genießen wollt. Dass auch eure Lieben, alle, die ihr gern habt, alle gesund und munter bleiben. Und dann hören wir uns im nächsten Jahr dann wieder. Ja, tschüss dann. Ich übergebe dir nochmal das Mikro. Nö, das hast du sehr schön gesagt. Ich schließe mich an. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Bis bald im Kinocast.
Jetzt muss ich auch wirklich mal auf Toilette. Ey, das glaube ich dir. Jetzt 3 Stunden ist ordentlich. Fast wie bei Star Wars. Da war, das war echt, ja, stimmt. Das war echt extrem. Krass. Hast du die Sendung gehört, wo ich drüber Ja, klar. Vor allem, ich habe den Fehler gemacht. Ne? Ich habe gedacht, oh, holst dir mal eine Clubmate. Ja, weil die gibt's jetzt bei uns im Kino, weil da bleibst du wach, weil ich hatte irgendwie zu Hause vergessen, einen Kaffee zu trinken, ne? Und da habe ich hier Club Mate, süffelt da so rum und dann sind die Trailer zu Ende, habe ich die halbe Flasche leer. Ach du meine Güte. Da habe ich schon gedacht, oh, und ich saß ganz hinten, ne? Also in der Reihe, quasi ganz an der Wand. Das heißt, wenn ich hätte gehen wollen, ich mag eigentlich eher so die Fluchtplätze, wo ich dann im Gang sitze. Ja. Und ja, ich wollte da nicht aufstehen und dachte ich, oh, dann kam nochmal ein Ende. Und dachte ich, okay, jetzt kommen die auf den zu, jetzt hat er den Staub abgeputzt, ne, und so, jetzt ist gleich und vorbei. Oh, da ging das nochmal irgendwie und dann hat der nochmal sich von dem und da nochmal und oh, und da wurde nochmal ein Faden aufgemacht und oh, ich saß da. Naja, und dann, ich wollte eigentlich noch bis zum Schluss bleiben. Ich dachte, es steht bestimmt irgendwas noch mit Carrie Fisher oder kommt bestimmt irgendwas Nettes noch. Oder naja, war ja auch, genau. Ja, ja. Ich habe es mir dann halt im Internet angelesen, was da kam. Du konntest es nicht mehr aushalten. Nee, ich bin dann rausgestürzt. Noch einer auch, ne? Wir standen alle beide so, ja, Männerklo halt, ne? So, ja, so, und ja, ja, war knapp, ne? Ja, genau. Ja, geil. Der sagt da auch so, ja, ich habe schon da bei der Szene, konnte ich schon fast nicht mehr. Und dann, aber wir haben es alle ausgehalten, es sind ja ein paar zwischendrin rausgegangen. Und wo die rausgegangen sind, da ist nämlich irgendwas Cooles passiert. Da dachte ich, oh nee, ey, wenn ich jetzt rausgehe, ich wäre mich in den Arsch beißen, wenn ich irgendwas nicht gesehen habe. Oh Mann. Und ich habe dann, wo es so spät war, dachte ich, na, wenn ich jetzt rausgehe, dann komme ich wieder laufen, die Schriften, scheiße, habe ich das Ende nicht gesehen. Das will ich auch nicht. Wer weiß, was da noch kommt. Genau, ja.